Ja, einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen hier aus der ORF-Kommentatorenkabine aus dem österreichischen Parlament. Herzlich willkommen zur Übertragung der heutigen Sondersitzung des Nationalrates. Eine Sondersitzung, die von der Regierung, von ÖVP und Grünen einberufen worden ist. Die Tagesordnung ist nicht sonderlich lang. Es gibt drei Tagesordnungspunkte, die uns heute beschäftigen werden. Als erstes werden wir uns auseinandersetzen mit dem Energieeffizienzgesetz. Diesen Begriff kennen Sie vielleicht. Das Energieeffizienzgesetz hätte bereits bei der letzten Nationalratssitzung beschlossen werden sollen. Damals hat der Regierung aber die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat gefehlt, weil die SPÖ ihre Zustimmung verweigert hat, aus Protest gegen fehlende Antiteuerungsmaßnahmen. Auch die FPÖ wollte nicht zustimmen. Nun hat man das Gesetz überarbeitet und es kommt heute noch einmal in den Nationalrat. Man hat jene Passagen herausgestrichen, für die man eben eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und damit kann die Regierung heute mit einer einfachen Mehrheit aller Voraussicht nach dieses Gesetz voranbringen. Warum ist das wichtig? Es handelt sich hier um eine EU-Vorgabe und sollte Österreich dieses Gesetz nicht voranbringen, dann könnten hohe Strafzahlungen drohen. Die Sitzung geht in diesen Minuten los. Wolfgang Sobotka hat soeben die Sitzung eröffnet und wir schalten uns jetzt in den Nationalrat. Gesetzesinitiativen einzubringen. Und jetzt ist eine Besonderheit hier heute, dass wir zu einer Sondersitzung zusammengekommen sind, wo die Bundesregierung etwas präsentiert hat in einer Pressekonferenz und wir jetzt hier in Wirklichkeit gar nicht über das reden, was präsentiert wurde, sondern nur über einen Teil des Ganzen und nicht, wie angekündigt, mehrere Gruppen entsprechend unterstützt werden sollen, nur eine einzige Gruppe. Das ist jetzt persönlich nicht mein Problem, das ist eher das Problem der Bundesregierung. Was aber mein Problem ist und was auf Kritik stößt, ist die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird. Es wurde heute in einem Wirtschaftsausschuss wurden Gesetzesinitiativen verhandelt, die nicht in den Wirtschaftsausschuss gehören. Und ich erwarte mir, dass wir endlich wieder zu einem geregelten Arbeiten zurückkommen und dementsprechend die Regierungsvorlagen oder die Gesetzesinitiativen auch den Ausschüssen zugewiesen werden, wo sie hingehören. Es ist nur allein an einer der Gesetzesinitiativen heute kam anhand der Antragsteller, das waren der Kollege Kotzer und der Herr Kollege Sieber, die sind meines Wissens nach bei den Grünen einerseits für Soziales zuständig und der Kollege Sieber für Familie. Also offensichtlich sind es Initiativen, die nicht zwingend im Wirtschaftsausschuss sein sollten. Und jetzt wird heute wieder ein neues Gesetz eingebracht, wie ich gehört habe, weil man ja nicht alles regeln konnte. Und jetzt kann ich Sie über eine Meldung zur Geschäftsbehandlung nicht verlangen, dass es in den richtigen Ausschuss zugewiesen wird, aber ich kann darum bitten, dass wir es dieses Mal schaffen, dass das Gesetz, das heute eingebracht wird, auch entsprechend dem Zuweisungsvorschlag der Regierungsparteien auch danach dem richtigen Ausschuss, nämlich höchstwahrscheinlich dem Sozialausschuss, zugewiesen wird und nicht wieder irgendeinem anderen Ausschuss. Zur Geschäftsordnung der Herr Klubobmann-Chefredakteur Leichtfried, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich kann mit der Kritik des Herrn Abgeordneten Scherak nur anschließen. Das, was hier passiert, ist meines Erachtens komplett unprofessionell. Sie laden eine Sondersitzung ein, zum Thema Kinderarmut bekämpfen. Bekämpft wird da gar nichts in dieser Sondersitzung. Die Frau Maurer merkt jetzt gerade an, Sie laden zu einer Sitzung zum Thema Energieeffizienz ein. Sie bestimmen den Termin, Sie bestimmen den Zeitpunkt und die zuständige Ministerin ist nicht da. Ich meine, was soll das bitte? Ich kann mich gut an die Worte der Frau Ministerin von der letzten Sitzung erinnern, wie vehement sie dieses Gesetz eingefordert hat, wie vehement sie auch uns kritisiert hat. Und dann suchen Sie einen Termin aus, wo die Frau Ministerin keine Zeit hat. Das ist wirklich unprofessionell. Ich bin der Meinung, die Frau Minister müsste dieser Debatte beiwohnen und werde das auch entsprechend beantragen, Herr Präsident. Danke. Klubobmann Böginger. Danke, Herr Präsident. Hohes Haus.
Warum wir heute diese Sondersitzung abhalten, hat einen Grund, weil die SPÖ vorige Woche die Zweidrittelmehrheit verweigert hat beim Energieeffizienzgesetz. Das ist ein Gesetz, wo wir die Energieeffizienz steigern oder die Energie senken wollen um 18% bis 2030, 190 Millionen dafür werden in die Hand genommen. Das haben Sie zu verantworten, Herr Kollege Leichtfried, warum Sie diese Zustimmung verweigert haben und wir gezwungen waren als Regierungsfraktionen, ein eigenes Gesetz in Windeseile einzubringen und das auch zu beschließen, sonst würden wir 7 Millionen an Strafzahlungen zu leisten haben. Das ist die Realität, Herr Kollege Leichtfried, warum wir diese Sondersitzung auch haben. Und zum Zweiten, Herr Kollege Scherak, ja, die Zuweisung zum richtigen Ausschuss, es ist aber wirklich eine Querschnittsmaterie, die wir hier haben, weil es geht darum, dass für die Kinder, wo die Eltern niedrige Einkommensbezieherinnen und Bezieher sind, dass es hier 60 Euro pro Monat zusätzlich gibt und das bis zum Ende des Jahres 2024. Und das ist sehr wohl auch eine familienpolitische Maßnahme. Hier geht es auch um die Kinder. Das ist eine familienpolitische Maßnahme und nächste Woche findet ja bekanntlich ein vereinbarter Familienausschuss statt am 6. Juni. Daher ist es aus meiner Sicht legitim, dieses Gesetzespaket, wo es ausschließlich darum geht, dass für Kinder diese 60 Euro dazukommen, auch bei den Alleinerziehenden bis 2000 Euro brutto, dass dieser Gesetzesvorschlag, dass dieser Initiativantrag dem Familienausschuss zugewiesen wird. Und Herr Kollege Leichtfried, wenn Sie schon von Unprofessionalität sprechen, dann drehen Sie sich einfach um und sagen das zu Ihren eigenen Mitgliedern, weil das, was Sie aufführen in den letzten Wochen, das hat diese Republik noch nicht gesehen. Abgeordneter Loacker, auch zur Geschäftsordnung. Wir sollten. Dankeschön, Herr Präsident. Also, das Parlament hat Regeln, an die sich alle hoffentlich halten. Und zwar deswegen hoffentlich alle halten, weil keiner weiß, ob er nicht selber einmal in der Minderheitsposition ist. Und wer in der Minderheit ist, hat auch ein Interesse daran, dass sich die Mehrheit an die Regeln hält. So, jetzt hat die Mehrheit eine Sondersitzung einberufen zum Thema, wie helfen wir den armen Kindern. Das ist das gute Recht der Mehrheitsparteien, diese Sondersitzung einzuberufen. Wir haben eine außertourliche Ausschusssitzung gehabt heute früh um 8 Uhr. Das war ein Wirtschaftsausschuss. Da sitzen nicht die Leute drin, die sich typischerweise mit der Sozialhilfe auskennen. Ja, die Sozialhilfe war das Thema. Es ist ganz klar eine Frage des Sozialausschusses. So, Sie haben Ihre Materie nicht vollständig auf die Reihe bekommen. Das ist eine koalitionsinterne Frage, müssen Sie mit sich ausmachen. Es bleibt eine Materie offen, nämlich wie bekommen Sie das Geld, das Sie geben wollen, an die Menschen, die Arbeitslosengeld und Notstandshilfe beziehen. Das ist eine Frage der Arbeitslosenversicherung und gehört natürlich in den Ausschuss für Arbeit und Soziales und auch nicht in den Familienausschuss. Sie können nicht die Materien dort zuweisen, wo es vielleicht für die Mehrheitsfraktionen gerade bequem ist, weil es gerade einen Ausschusstermin gibt oder weil man dort den Vorsitz stellt und den Termin leichter zustande bekommt. Dieses Haus hat Regeln. Dieses Haus hat auch klugerweise Regeln, weil in diesen Fachausschüssen die Menschen sitzen, die sich fachlich mit dem Thema auskennen. Da geht es ja auch um die Frage, Sozialausschuss, was bekommt ein Notstandshilfebezieher, der mit Sozialhilfe aufstockt? Wer ist die Zahlstelle, die Bezirksverwaltungsbehörde oder das AMS? Das sind Fachfragen, die die Fachabgeordneten beantworten können und daher sollten solche Gesetze nicht willkürlich dem falschen Ausschuss zugewiesen werden, nur weil es der Mehrheit von der Terminfrage hier gerade zu Pass kommt. Abgeordnete Klubob, Frau Maurer, bitte. Ja, um ein bisschen Klarheit zu schaffen, wir diskutieren heute drei Gesetze. Eines davon ist das Energieeffizienzgesetz, das die SPÖ und die Freiheitlichen letzte Woche blockiert haben und wo wir zur Abwendung von Millionenstrafen an Steuergeld eine einfach gesetzliche Variante eingebracht haben, die selbstverständlich im Wirtschaftsausschuss zu diskutieren ist. Außerdem beschließen wir heute die Strompreiskompensation. Da haben die Freiheitlichen mitgestimmt. Da geht es um die Industrie in Österreich, die gut zu unterstützen. Und der dritte Punkt auf der Tagesordnung ist jener Teil aus dem Kinderarmutspaket,
hätte die Länder ausschütten müssen über die Sozialhilfe. Da geht es darum, dass das rasch in Angriff genommen werden kann. Das kann die Bundesregierung nicht von Bund aus machen, sondern das müssen die Länder machen. Und deshalb beschließen wir diesen Teil des Gesetzes heute. Heute bringen wir außerdem einen Initiativantrag mit dem ganzen Rest ein, wo sowohl die Alleinerzieherinnen als auch die Arbeitslosengeldbezieherinnen etc. drinnen sind. Und der Familienausschuss ist bereits terminisiert. Ich glaube, es muss im Interesse des gesamten Parlaments, ob Sie diesen Sozialmaßnahmen jetzt zustimmen oder nicht, im Interesse des gesamten Parlaments liegen, dass die Familien so rasch wie möglich an ihr Geld kommen. Und deshalb verfahren wir auf diese Art und Weise. Es dient der Unterstützung der Familien und der Kinder in Österreich und es dient der Abwendung von Millionenstrafen an Steuergeld, die ansonsten Sie, liebe Sozialdemokratie, und Sie, liebe Freiheitlichen, zu verantworten hätten. Der Klubobmann Kickl. Ich kann es relativ kurz halten. Letzten Endes ist dem zuzustimmen, dass die Materien in jenen Ausschüssen zu behandeln sind, die auch die entsprechenden Inhalte in der Regel behandeln. Das wäre eigentlich eine ganz, ganz einfache Übung. Dass der Regierung das nicht gelingt, ist Sinnbild der Regierungsarbeit in diesem Land insgesamt. Das muss man mal festhalten. Das Zweite ist, Frau Kollegin Maurer von den Grünen und Herr Wöginger, dass es keine Zustimmung von unserer Seite her zu Ihrem Energiepfusch gibt. Das liegt daran, dass es ein Energiepfusch ist. Wenn es etwas Vernünftiges gewesen wäre, dann hätten wir dem zugestimmt. Sie können also jetzt nicht eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben, wie Sie es gerade eben versucht haben. Und eine letzte Anmerkung, auch in Richtung der Grünen, aber auch in Ihres ansonsten so kritischen Regierungspartners, wenn es um die Frage der Präsenz hier geht. Also es hat ja letzte Woche eine intensive Frage gegeben, wo ist denn der Klubobmann der Freiheitlichen Partei? Das ist eh ganz interessant. Wo ist denn die zuständige Energieministerin, deren Gesetz hier heute beschlossen ist, von dem Sie sagen, dass es so wichtig ist, dass es heute hier genau zu dieser Zeit auf die Tagesordnung muss, dass wir deswegen genau auch eine Sondersitzung brauchen, weil ansonsten nämlich Millionen schwere Schäden für die österreichische Bevölkerung, für den Steuerzahler drohen. Wo ist denn die Frau Gewessler, wenn die Sache so wichtig ist? Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 1 und 2 der Tagesordnung zusammenzufassen. Wird für den geschäftsordnungsmäßigen Antrag, bitte. Also, Herr Präsident, ich war der Meinung, ich habe einen Antrag gestellt. Wenn Sie den nicht vernommen haben in der nötigen Klarheit, stelle ich ihn noch einmal. Ich stelle den Antrag, die Frau Bundesministerin für Klimaschutz herbeizuschaffen. Danke. Komme ich zur Abstimmung. Wer diesem Herbeischaffungsantrag beitritt, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Zu Wort gemeldet ist jetzt niemand mehr zur Geschäftsordnung. Ich komme zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung, die zusammenzufassen sind, ist vorgeschlagen. Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkten 1 und 2. Wir haben mehrere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung gehört. Es geht hier zu Beginn um das Energieeffizienzgesetz, jenes Gesetz, das eigentlich schon bei der letzten Nationalratssitzung hätte beschlossen werden sollen, aber aufgrund der fehlenden Zweidrittelmehrheit gescheitert ist. Dieses Gesetz wurde jetzt adaptiert. Die Gesetzesänderungen im Verfassungsrang wurden herausgenommen, sodass die Regierung heute mit einer einfachen Mehrheit dieses Gesetz beschließen kann. Der zweite Tagesordnungspunkt, der wird hier auch dazu behandelt. Hier geht es um Förderungen für Unternehmen, die besonders von den hohen Stromkosten betroffen sind, also vor allem die Industrie. Hier soll es befristete Förderungen geben, rückwirkend für das Jahr 2022. Rund 230 Millionen Euro sind maximal dafür budgetiert, so ich mir das ausgerechnet habe. Tagesordnung 1 und 2 wird in einem in der Debatte durchgeführt. Es sind die Berichte des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über den Antrag 3426 durch ADA-Abgeordneten Hammer, Graf, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesenergieeffizienzgesetz geändert wird in 2050 der Beilagen, sowie die Regierungsvorlage 1774 der Beilagen, Strompreiskostenausgleichsgesetz,
2022 in 2051 der Beilagen. Hinsichtlich dieser Berichte verweise ich darauf, dass die Fristsetzung bis 31. Mai 2023 beschlossen wurde. Ein Verzicht auf die 24-stündige Auflagefrist der Ausschussberichte ist nicht erforderlich. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet und zu Wort gemeldet hat sich die Frau Klubobmann, Obfrau Rende Wagner. Bitte sehr, Frau Klubobmann, Ben steht das Wort. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Bundesregierung, Hohes Haus und sehr geehrte Damen und Herren. Klimaschutz und Energiepolitik sind zweifelsohne einer der wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Herausforderungen, die wir in der Politik als Chancen begreifen müssen. Als Chance für mehr Unabhängigkeit und Sicherheit, was die Energieversorgung betrifft. Eine Energieversorgung, die Menschen nicht an den Rande ihrer Existenz bringt. Eine Chance aber auch für Nachhaltigkeit. Eine Chance für Nachhaltigkeit, um unseren Kindern, unseren Enkelkindern eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Und wenn man dieses wichtige Thema konsequent betrachtet, dann sind Energieeffizienz und Transformation hin zu erneuerbaren Energien ja eine der zentralsten und umfassendsten Aufgaben der Politik schlechthin. Eine Aufgabe eigentlich von der Größenordnung nur vergleichbar mit der Industrialisierung des letzten Jahrhunderts. Eine Chance aber auch für neue notwendige Arbeitsplätze in unserem Land, eine Chance für Wertschöpfung. Und das ist wesentlich, sie betrifft nicht nur einen kleinen Sektor, sie betrifft die gesamte Gesellschaft. Sie betrifft jeden und jede Einzelne unserer Gesellschaft in unserem Land. Und deswegen ist sie, und das ist entscheidend, eine wichtige soziale Frage. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein solch wichtiger Kraftakt vor allem eines braucht, nämlich Zusammenarbeit. Zusammenarbeit aller in unserem Land. Die der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer, die der Wirtschaft, der Industrie, der Regierung, des Parlaments und somit aller politischen Parteien unseres Landes. Ich bin aber genauso davon überzeugt, dass unser Land auch in Fragen, die die unmittelbare Gegenwart der Menschen betreffen, mehr Zusammenarbeit der politischen Kräfte braucht. Die Bekämpfung der Teuerung zum Beispiel, die viele Menschen in den letzten Monaten vor unlösbare soziale, ökonomische, finanzielle Probleme stellt, das braucht genauso diesen wichtigen Kraftakt. Die Menschen in Österreich erwarten sich auch hier eine Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit der politischen Parteien. Sie erwarten sich zu Recht ein Einanderzugehen von Regierung und Opposition, um diese großen Herausforderungen unserer Zeit überhaupt zu lösen. Und es ist möglich. Ja, es geht. Dass es möglich ist, haben wir alle zu Beginn der Pandemie vor ein paar Jahren alle unter Beweis gestellt. Und dabei geht es um eine Zusammenarbeit zwischen der Opposition auf der einen Seite und der Regierung auf der anderen Seite. Eine konstruktive Oppositionspolitik setzt aber etwas Wesentliches voraus, nämlich eine konstruktive Regierungspolitik. Und es liegt an Ihnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt an Ihnen allen, hier diese Fähigkeit zur notwendigen Zusammenarbeit im Sinne unseres Landes, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger wieder unter Beweis zu stellen. Meine Damen und Herren, es wird meine letzte Rede als Klubobfrau der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion sein. Und Ende des Monats werde ich aus diesem Parlament ausscheiden. Ich gehöre diesem Haus seit fast 6 Jahren an. Ja, jetzt gibt es Abgeordnete, ich weiß, hier erinnern, die wesentlich länger hier im Hohen Haus arbeiten und Abgeordnete sind. Aber eines müssen wir schon alles sagen, in den letzten 5 bis 6 Jahren ist so viel passiert, wie wahrscheinlich viele Politikerinnen und Politiker in 10, 20, 30 politischen Berufsjahren nicht erlebt haben. Mein politisches Verständnis in all diesen Jahren
in dieser ereignisreichen Zeit war immer, die Zusammenarbeit zu suchen. Trotz politischer Unterschiede, trotz politisch unterschiedlicher Standpunkte ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen. Und dazu braucht es Bereitschaft. Die habe ich mitgebracht. Dazu braucht es Respekt voreinander. Es braucht Ehrlichkeit und Konsequenz und es braucht Mut zur Verantwortung. Verantwortung für die Menschen und für unser Land. Es braucht aber künftig, und das ist für mich persönlich auch wesentlich, ein neues Verständnis. Es braucht ein neues Verständnis von politischer Führungsstärke, das sich nicht nur in der Bewunderung männlicher Machtrituale erschöpft, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich bei Ihnen allen hier erinnern für die Zusammenarbeit in dieser nicht einfachen Zeit der letzten Jahre bedanken, bei den Clubobleuten, bei den Abgeordneten, vor allem aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hohen Hauses und der Parlamentsclubs. Insbesondere möchte ich mich aber auch bedanken bei jenen Unterstützerinnen und Unterstützern in meiner eigenen Fraktion, die den nicht einfachen Weg der konstruktiven Oppositionspolitik in vielen Bereichen mit mir konsequent, ehrlich, mutig mitgegangen sind. Danke dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Ihnen allen liegt eine große Verantwortung für die Menschen, für die Demokratie, für unsere Republik. Sie können dieser Verantwortung gerecht werden, wenn Sie aufeinander zugehen. Mit Respekt, mit Anstand und mit Ehrlichkeit. Für mich ist es bald Zeit, Abschied zu nehmen von einer großen Aufgabe, einer wunderbaren Aufgabe, von lieben Freundinnen und Freunden, von meinen schwierigen, aber dennoch interessanten Kollegen. Ihnen allen. Ja, man lernt immer und von jedem und jeder. Ja, Ihnen allen wünsche ich viel Erfolg für unser Land. Machen Sie es gut. Pamela Rendi-Wagner verabschiedet sich hier auch durchaus mit Humor und einer spitzen Klinge. Die SPÖ-Clubobfrau und Bundesparteivorsitzende wird in dieser Funktion wohl keine Rede mehr im Nationalrat halten, mit Sicherheit nicht. Sie hat angekündigt, den Nationalrat bis spätestens Ende Juni verlassen zu wollen. Kommt noch ein Blumenstrauß von Jörg Leichtfried. Doris Buris verabschiedet sich hier, die zweite Nationalratspräsidentin. Nachdem das Ihre letzte Rede war, aber noch nicht die Abschied aus dem Parlament, weil Sie erst am Ende des Monats ausstehen, dann darf ich meine Worte erst am letzten Tag Ihrer Anwesenheit richten. Wir kennen einander seit der Rückkehr aus Israel, wo Sie wieder beruflich tätig wurden in Österreich. Und ich darf das auch heute erwähnen, dass Ihr Lebensweg und Ihr beruflicher Lebensweg in diesen letzten, ja, mehr als einem Jahrzehnt, auch letztens mich sehr immer wieder in einer persönlichen Beziehung Ihnen nahegebracht hat. Aber ich darf das in einer Rede dann am Ende Ihres Ausscheidens tun. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kasecker. Entschuldigung, Abgeordnete Clubobfrau Maurer. Auch ein Nationalratspräsident irrt sich einmal vor. Axel Kasseker ist noch Sigrid Maurer am Wort. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Minister, Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich möchte zu Beginn meiner Rede jetzt schon Bezug nehmen auf das, was Pamela Rendi-Wagner hier gesagt hat.
und auch trotz aller Turbulenzen, die wir hier in unseren Plenardebatten abhandeln, meinen großen Respekt aussprechen für diese Arbeit in den letzten Jahren. Frau Klubobfrau, liebe Pam, du bist die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie, die erste Klubobfrau dieser Fraktion. Wir Frauen, wir Klubobfrauen haben hier momentan die Mehrheit, es sind 3 von 5, aber das ist sehr, sehr lange erkämpft. Und es ist nach wie vor so, dass wir und insbesondere auch du in den letzten Monaten, in den letzten Jahren untergriffen einer Art ausgesetzt warst, mit der sich kein Mann in der Politik auf diese Art und Weise befassen muss. Wir alle kennen dich als sehr herzliche, als sehr freundliche Person. Es ist, du bleibst uns noch einen Monat erhalten. Wir werden dich vermissen, genau diese Art. Aber ich möchte mich auch bedanken für die Zusammenarbeit in dieser extrem schwierigen Gesetzgebungsperiode. Wir haben gestartet mit Corona und ich muss schon sagen, auch, dass deine Expertise als Medizinerin in diesem Bereich sehr wertvoll war und auch diese Zusammenarbeit in dieser extrem schwierigen Phase für unser Land ganz, ganz enorm wichtig war. Und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen nach bedanken. Applaus. Menschlichkeit, Freundlichkeit ist was, was in diesem Parlament oft eher wenig Platz hat, weil wir natürlich alle leidenschaftliche Politikerinnen sind und Politiker, weil wir unsere Themen umsetzen wollen, weil wir mit unseren Argumenten punkten wollen, weil wir brennen für das, was wir tun. Aber es soll auch Platz geben für die freundlichen Worte, für das Bedanken und für den gegenseitigen Respekt. Vielen Dank, Pam, für deine Arbeit hier und alles Gute für was auch immer du jetzt vorhast. Ich möchte jetzt zurück zum Thema kommen, zum eigentlichen Thema dieser Sondersitzung. Akute Krisen erfordern rasche und entschiedene Antworten und darin ist diese Bundesregierung unfreiwilligerweise geübt. Wenn wir von akuten Krisen sprechen, dann meinen wir Grüne selbstverständlich auch die Klimakrise. Sie ist die historische Aufgabe unserer Generation, ja, die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Daran zweifelt niemand, der die unübersehbaren Zeichen der Zeit erkannt hat. Das gilt nicht für alle Fraktionen hier im Haus, aber auch für alle, die es erkannt haben, gilt das. Und die letzten Tage haben einmal mehr das rasche Handeln dieser Bundesregierung notwendig gemacht, weil wir ein Energieeffizienzgesetz ausarbeiten mussten, das mit einfach gesetzlicher Mehrheit beschlossen werden kann. Warum das? Weil die Sozialdemokratie leider nicht mehr in konstruktiver Oppositionspolitik, wie sie gerade genannt wurde, sondern in großer Destruktivität eine Zweidrittelmehrheit für dieses wichtige Klimaschutzgesetz verweigert hat. Die FPÖ, von der erwartet man sich nichts anderes, die Sozialdemokratie war und ist ein wichtiger Kooperationspartner in diesem Parlament, aber auch die SPÖ hat sich damit einmal mehr für die falsche Seite entschieden. Sie ist wortwörtlich beim Klimaschutz sitzen geblieben. Selbstverständlich sind auch die Freiheitlichen verantwortlich, aber es verwundert hier niemanden, dass Ihre Partei, Herr Kickl, die nach wie vor einen aufrechten Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei hat, ein Gesetz verhindern möchte, das Österreich unabhängiger von Putins Gas macht. Ja, da können Sie schon lachen drüber. Wo ist denn die Kündigung dieses Freundschaftsvertrags? Sie haben uns bis heute nicht vorgelegt, dass dieser Freundschaftsvertrag beendet wird, also ist er aufrecht, weil er verlängert sich automatisch. Das ist alles nachzulesen. Es ist keine Überraschung, dass Ihre Partei sich nicht um den CO2-Ausstoß kümmert. Es ist keine Überraschung, dass es Ihnen egal ist, ob unsere Kinder in Zukunft saubere Luft haben werden zum Atmen oder nicht. Hauptsache für Ihren Freund Putin rollt der Rubel weiter. Das ist Ihr Fokus, das ist auch Ihre Propaganda hier in diesem Parlament. Diese Totalblockade der Freiheitlichen ist nichts Neues. Die parteitaktische Blockade der Sozialdemokratie ist was Neues. Es hat einen Grad an Destruktivität in der politischen Zusammenarbeit, die wir nicht kannten. Aus reiner Parteitaktik, ohne Rücksicht auf Verluste und die drohenden Schäden sind groß.
Die SPÖ hat unsere Klimaziele aufs Spiel gesetzt. Sie bedroht unsere Unabhängigkeit von teuren und unsicheren Energieimporten, von Putin, von despotischen Regimes. Sie beharrt aus Trotz auf ihrem Nein und verweigert jedes Gespräch in dieser Sache. Und sie behauptet wider besseren Wissens, dass diese Regierung nichts gegen die Teuerung tue. Das ist falsch. Seit dem ersten Tag unterstützt diese Bundesregierung die Menschen, damit ihr Leben leistbar wird. Nachgewiesen für in Studie um Studie um Studie, egal ob Budgetdienst, Fiskalrat, Agenda Austria, Momentum-Institut, alle belegen, dass die Maßnahmen dieser Regierung insbesondere jenen Menschen mit niedrigen Einkommen, die sogar die Inflation überkompensiert hat, und auch für das Armutspaket gibt es eine neue Auswertung des Budgetdienstes, das genau diese Treffsicherheit unterstreicht. Dieses Paket bringen wir heute, also den zweiten Teil dieses Pakets bringen wir heute als Initiativantrag ein. Er wird dann im Ausschuss besprochen und beschlossen werden in einer Sitzung. Es sind 500 Millionen, die gegen Kinderarmut eingesetzt werden. Ein ganz zentraler Punkt, kein Kind soll in Armut aufwachsen in Österreich. Und die Expertinnen sagen uns, dass genau diese Maßnahmen sehr zielgerichtet sind. Eben wie gesagt, der Budgetdienst bestätigt es uns heute. Würde es der SPÖ wirklich um wirksame Lösungen gegen die Teuerung gehen und nicht nur um sich selbst und ihre internen Querelen, dann würde sie nicht die Zusammenarbeit bei zentralen Klimaschutzthemen in Frage stellen und verweigern. Die Steuerzahlerinnen, die 7 Millionen, die wir Strafe zahlen müssten, würden wir heute nicht diese einfach gesetzliche Lösung einbringen. Diese Rechnung müssten wir ansonsten in die Löbelstraße bringen. Abgesehen von den Kosten, die die Steuerzahlerinnen an Strafzahlungen übernehmen müssten, hat es natürlich auch inhaltliche Kosten, weil wenn wir nicht unabhängig werden von russischem Gas und vom Gas generell, wenn wir nicht Energie einsparen, dann werden wir die Energiewende, die Klimawende nicht schaffen. Das ist ein gemeinsamer Auftrag, der betrifft nicht nur etwa Grüne und der ÖVP in einer Regierung, sondern sie betrifft uns alle als Parlament, uns alle als gewählte Abgeordnete hier in diesem Parlament. Mit diesem Gesetzesbeschluss heute sichern wir leider, es ist ein Energieeffizienzgesetz light, wir sind nicht in der Lage, ohne Zweidrittelmehrheit die Länder zu Zielen zu verpflichten. Das ist ein großer Wermutstropfen, weil selbstverständlich ist es auch die Aufgabe der Bundesländer, sich um die Einhaltung der Klimaziele und der Energiesparziele zu kümmern. Aber wir bringen dieses Gesetz heute zur Abstimmung. Wir wehren damit die Strafzahlungen ab und wir setzen jene Maßnahmen, damit Österreich auf Kurs bleibt, was die Energieziele betrifft. Wir Grüne sind die Garantinnen dafür, dass das passiert. Ich appelliere ein weiteres Mal daran, dass Sie, liebe SPÖ, sich konsolidieren, wieder zurück zu einem konstruktiven Weg finden und die Klimaziele und die Klimaschutzgesetze nicht weiter blockieren aus reiner Parteitaktik. Vielen Dank. Zu Wort gewesen ist jetzt der Abgeordnete Kasecker. Axel Kasecker, der Energiesprecher der FPÖ, ist jetzt am Wort. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister. Frau Bundesministerin Gewessler ist nicht da heute. Sie ist, wie wir gehört haben, beim Verkehrsministerrat in Brüssel. Ganz offensichtlich ist der Frau Bundesminister, und das sei ihr unbenommen, Brüssel weit wichtiger als, was ist das schon, der Nationalrat der Republik Österreich, die Volksvertretung der Österreicher. Anders kann ich das nicht deuten. Und das entspricht auch der grundsätzlichen Linie dieser Regierung, dass Brüssel offensichtlich viel, viel wichtiger ist als Österreich und der Nationalrat und die Republik Österreich. Warum sage ich das? Weil das Energieeffizienzgesetz, das wir heute beschließen, ja nichts anderes ist als eine Umsetzung einer Richtlinie der EU aus Brüssel, weil sonst gibt es Strafen, also eine Umsetzung, wo wir relativ wenig mitzureden haben, der Klimapolitik der Europäischen Union. Und das ist doch das Pudelskern, da liegt doch das Problem in der Klimapolitik der Europäischen Union, die im Übrigen was anderes ist als 1995, als wir beigetreten sind. Das muss auch einmal zulässig sein. Und ich rede jetzt hier nicht von der EZB-Geldschwemme, ich rede nicht von der vollkommen falschen Corona-Politik, ich rede nicht von der Migrationspolitik, die voll daneben ist, ich rede nicht
von einer Erweiterungspolitik, deren letztliches Ziel offensichtlich die Abschaffung der Einstimmigkeit und damit des Vetorechts ist. Ich rede auch nicht von der Abschaffung, Frau Mendel-Reisinger, der Nationalstaaten, die Sie ja wollen und wesentliche Teile der Europäischen Union, auch die Grünen. Das wollen wir, Freiheitliche, selbstverständlich nicht. Ich rede jetzt über die EU-Klimapolitik, die sich ja in diese Reihe des Versagens der Europäischen Union nahtlos einreicht. Da haben wir diese drei Säulen der europäischen Klimapolitik. Ursprünglich war die Europäische Union und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, hat eine vernünftige Energiepolitik gemacht. Das ist leider seit Ende der 90er Jahre, geht das ganze Vehikel aus Sicht der Freiheitlichen Partei auch vollkommen in die falsche Richtung. Und diese Säulen bestehen im Umstieg auf Erneuerbare. Ich werde im Detail noch darauf eingehen. Dann in der Jagd nach dem bösen CO2, also der Reduktion der Treibhausgasemissionen. Und die dritte Säule ist die Steigerung der Energieeffizienz. Wobei ich nicht sagen würde, dass das Säulen sind, sondern insbesondere die zweite und dritte Säule eher Torpedos sind. Torpedos gegen unsere Wirtschaft, Torpedos gegen unsere Freiheit, Torpedos gegen unseren Wohlstand und Torpedos letztlich auch gegen unsere Demokratie. Erste Säule, Ausbau der Erneuerbaren. Überhaupt kein Problem. Gut so, richtig so, insbesondere die Wasserkraft. Da muss man doch die Stärken der Regionen nutzen. Österreichische Wasserkraft und die Stärken Österreichs sind jetzt nicht in der Wind- und in der Photovoltaikindustrie sozusagen. Darüber hinaus sollte man doch ein bisschen nachdenken drüber auf der Sachebene, von welchen Mengen reden wir da. Sie tun immer so, als ob mit Photovoltaik und Wind Öl und Gas ersetzbar wäre. Da sind wir um Zehnerpotenzen daneben. Das geht sich ja hinten und vorne nicht aus. Und wir erlauben uns auch über die Kosten zu sprechen. Natürlich ist die Produktion hier teuer. Wir erlauben uns auch zu sprechen darüber, hat das eine positive Auswirkung auf das Landschaftsbild? Hat das vielleicht eine negative Auswirkung auf landwirtschaftliche Nutzflächen und damit auf unsere Selbstversorgungsfähigkeit, wenn wir die ganzen Nutzflächen mit Photovoltaikanlagen vollpflastern? Wie gesagt, das ist noch eine akzeptable Sache, wenn man sie richtig macht. Ausbau der Wasserkraft, Geothermie, ähnliche erneuerbare Energiequellen mit dem Hauptziel, uns autark zu machen, möglichst autark und selbstständig zu machen. Die zweite Säule ist ein richtiger Torpedo, die Jagd nach dem bösen CO2, weil sonst die Welt untergeht. Noch einmal die Fakten, Frau Kollegin Maurer, das ist ein globales Ziel. Das ist ein globales Ziel, oder? Da sind wir uns einig. Ein globales Ziel. Wissen Sie, was unser Problem ist? Die Europäer, die 9% der globalen CO2-Emissionen emittieren, sind da alleine. Das interessiert keinen. Das interessiert keinen Chinesen, keinen Inder, sonst was. Die Chinesen bauen jede Woche zwei riesige Kohlekraftwerke. Sogar die Franzosen bauen jetzt 14 neue Atomkraftwerke. Nur wir hier in Deutschland und Österreich glauben, ohne Atomkraft, okay, ohne Kohlekraft und jetzt auch noch ohne Gas und Öl können wir sowas betreiben, was nur annähernd etwas mit einer funktionierenden Wirtschaft zu tun hat. Das ist unmöglich und Sie wissen das. Und die dritte Säule ist eben die Energieeffizienz, wo ich immer sage, der Kaufmann ist effizient, wenn was teuer ist, also dem Kaufmann braucht man das nicht erklären, nicht so die Europäische Union. Effizienzrichtlinie, auch wieder eine von oben verordnete Effizienz, die letztlich in einem Bürokratiemonster endet. Wir haben schon gesprochen von der Lieferantenverpflichtung, die ist jetzt weg, weil die ÖVP das nicht haben wollte, hat offensichtlich 190 Millionen Euro gekostet, Herr Finanzminister, wenn ich Ihre Pressemeldung dazu richtig höre. Also das haben Sie sich abkaufen lassen. Dann gibt es da so Eigenartigkeiten wie Koordinierungsstelle, die dann die verschiedenen Sachen, also ein Bürokratiemonster, das uns keinen Schritt weiterbringt. Und das Hauptziel, Verbrauch weniger Energie und der Hauptfeind dieser Regierung, das individuell genutzte Kraftfahrzeug, also die individuelle freie Mobilität der Autofahrer. Und da bin ich jetzt bei den Klimaklebern. Und zwar
auch was den Punkt der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie betrifft. Da wird ja auch, das ist ja die Aktionsspitze, die Speerspitze dieser Green Deal-Befürworter von der Leyen und so weiter, geduldet von ihnen, teilweise sogar gefördert. Ich möchte nicht wissen, woher das Geld da herkommt für diese Leute. Sie setzen sich über Recht hinweg, offensichtlich im Dienste der guten Sache. Was ist das für ein totalitärer Zugang? Im Dienste der guten Sache, die ich selbst als gut definiere, ist jedes Mittelrecht. Nein, in einem Rechtsstaat ist eben nicht jedes Mittelrecht. Und wir sind immer noch in einem Rechtsstaat. Und das ist zu akzeptieren, aber worum geht es denn den Klimaklebern? Worum geht es ihnen ja wirklich? Es geht ja nicht ums Klima. Da zitiere ich sehr empfehlenswert Christian Ortner, die Presse vom 19. Mai. Doch je länger man da geklebt und geblockt wird, umso klarer wird, dass hinter dem Kampf gegen den Klimawandel ein Kampf gegen unsere Art zu leben steht. Und darum geht es, unsere Art zu leben, zumindest bei nicht unerheblichen Teilen dieser einschlägigen Bewegung. Vorwand einer ökologisch getriebenen Politik soll die Marktwirtschaft soll gekübelt werden, Zitat, und durch ein autoritäres, planwirtschaftlich getöntes System ersetzt werden. Lassen Sie das einmal sagen, das ist nicht von mir, das ist von Christian Ortner, Presse. Lassen wir das einmal sagen, denken wir darüber nach, das hat durchaus seine Berechtigung, nicht mit uns Freiheitlichen. Wir Freiheitliche wollen ein wohlhabendes Österreich, wir wollen ein selbstbestimmtes Österreich, wir wollen ein neutrales Österreich, wir wollen ein friedliches Österreich, wir wollen ein demokratisches Österreich, wir wollen ein Österreich der Freiheit und Sicherheit, und Sie können sich verlassen auf die Freiheitliche Partei. Alle Tendenzen, die gegen diese Ziele verstoßen, die dieses zerstören wollen, da werden wir sehr, sehr wachsam sein und eine Stimme des österreichischen Volkes sein und uns gegen diese Tendenzen auflehnen, auch wenn das von Ihnen, Frau Maurer, als nicht konstruktiv angesehen wird, ist überhaupt auch ein eigener Zugang der Gesprächskultur, eine abweichende Meinung ist per se nicht konstruktiv, auch darüber ein bisschen vielleicht nachdenken, ob da nicht ein leicht totalitäres Mindset dahinter steckt. In der Energiepolitik heißt das selbstverständlich, die Freiheitliche Partei ist überall dabei, wo es jetzt um eine Unterstützung der Haushalte und der Industrie in schwierigen Zeiten geht. Deswegen sind wir selbstverständlich für das Stromkostenzuschussgesetz, das im Übrigen auf unsere Initiative sozusagen das Thema angesprochen wurde. Sie haben noch im Wirtschaftsausschuss es verhindert, dass es auf die Tagesordnung kommt, aber offensichtlich ist jetzt hier doch Einsicht, vor allem bei der ÖVP hat Platz gegriffen, finden wir gut, selbstverständlich sind wir dafür, da geht es um CO2-Nebenkosten, wo Sie die österreichische Industrie im Vergleich zum unmittelbaren europäischen Wettbewerb im Regen stehen hätten lassen, das ist jetzt vom Tisch, das ist gut so. Selbstverständlich sind wir dabei, wenn es darum geht, Meritorder abzuschaffen, Sanktionen abzuschaffen. Alles, was Energie günstiger macht, findet grundsätzlich die Zustimmung der Freiheitlichen Partei. Alles, was uns autarker und damit selbstbestimmter macht, selbstverständlich sind wir sofort dabei, wenn die CO2-Steuer abgeschafft werden würde, die Umsatzsteuer wegkäme und temporär zumindest die Mineralölsteuer. Also sagen Sie uns nicht oder werfen Sie uns nicht vor, dass wir sozusagen das Thema nicht auch inhaltlich plausibel aufbereiten können. Nehmen wir nicht ernst. Das ist unser Angebot, nicht an Sie jetzt, aber an die österreichische Bevölkerung. Wenn wir schauen, ob die österreichische Bevölkerung das annimmt. Vielen Dank. Axel Kassiger war das, der Energiesprecher der FPÖ, der hier die Vorgaben der EU kritisiert. Er sagt, wenn man glaubt, dass man die Wirtschaft allein durch erneuerbare Energie am Leben halten könne, dann sei das absolut unrealistisch. Vielmehr gehe es darum, eine gewisse Art zu leben zu torpedieren. Am Wort ist jetzt August Wöginger. Frau Kollegin Rendi Wagner, möchte ich mich seitens der Volkspartei ganz herzlich auch bedanken für die doch immer wieder sehr konstruktive Zusammenarbeit mit dir persönlich, auch mit der sozialdemokratischen Fraktion. Über weite Strecken hat ja das auch gut funktioniert. Vor allem in wahrscheinlich der schwierigsten Phase der letzten Jahre während der Pandemie. Und das zollt uns auch Respekt und Anerkennung. Und wir wünschen dir alles, alles Gute für deine persönliche Zukunft und mögen wieder ruhigere Zeiten in der SPÖ einkehren, weil du gehst ja nicht, weil die anderen Fraktionen Druck ausgeübt haben, sondern es ist leider aus deiner eigenen Fraktion der Druck gekommen. Aber das ist, wie es ist. Jedenfalls danke für die Zusammenarbeit auch in der Regierungszeit noch. Du warst ja auch einmal Ministerin, auch hier in den letzten Jahren. Und alles Gute auch seitens der Volkspartei. Zu der heutigen Sondersitzung, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch bei uns auf der Galerie.
Warum haben wir diese Sitzung? Wir haben diese Sitzung seitens der Regierungsfraktionen einberufen, weil wir drei wichtige Gesetzesmaterien heute abhandeln, die zum einen den Klimaschutz vorantreiben, zum anderen Industriebetriebe, Leitbetriebe unterstützen bei den hohen Energieausgaben und zum dritten jene unterstützen sollen, die die niedrigsten Einkommen in dieser Republik haben, die mit dem wenigsten Geld auskommen müssen. Es sind aus meiner Sicht drei Themenbereiche, die es sich lohnen und die es absolut wert sind, bei einer Sondersitzung auch behandelt zu werden. Und ich möchte sie auch der Reihe nach kurz durchgehen. Das Energieeffizienzgesetz ist eine Materie, die jetzt seit Monaten nicht nur im Haus diskutiert wird, sondern auch medial eine starke Präsenz eingenommen hat. Und worum geht es da überhaupt? Im Wesentlichen sind es zwei Punkte. Hier den Klimaschutz voranzutreiben, dass 18% im Bereich der Energie eingespart wird bis 2030 und dafür nimmt man 190 Millionen in die Hand, um diese Transformation zu unterstützen, um voranzutreiben. Und meine Damen und Herren von der SPÖ und auch von der FPÖ, ich kann nicht verstehen, warum man einem derartigen Gesetz nicht die Zustimmung geben kann. Was bitte ist in dieser Rahmenrichtlinie beinhaltet, was nicht zustimmungswürdig ist? Es geht um Klimaschutz, es geht um unsere gemeinsame Zukunft, es geht darum, dass wir diese Transformation unterstützen. Das ist es, was in diesem Gesetz ist. Und da haben wir jetzt ein Theater beieinander seit vielen Wochen, weil man zum einen nicht zustimmen will, obwohl wir schon über 100 Millionen auch in diesem Paket gehabt hätten für Energiearmut. Letzte Woche ist ja dieses Paket hier zur Abstimmung vorgelegen. Ja, und nur weil es von der EU kommt, weil es eine Rahmenrichtlinie ist, ist nicht alles schlecht, Herr Kollege Kassecker. Ist nicht alles schlecht. Und diese EU-Rahmenrichtlinie, dieses Energieeffizienzgesetz, das kann man wirklich mit gutem Gewissen als Abgeordneter auch unterstützen. Und es wäre auch möglich gewesen, diese Zweidrittelmaterie zu bekommen. Warum? Weil natürlich das Ziel nicht allein auf die Bundesebene beschränkt sein kann, sondern natürlich es auch wichtig wäre, dass auch die Bundesländer hier ihren Beitrag leisten. Aber wir haben es nicht bekommen, wir haben keine Zweidrittelmehrheit in dieser Regierungskonstellation. Daher ist es unsere Aufgabe, das Gesetz umzugestalten, es mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Und das machen wir heute auch. Das ist es, was wir heute hier zur Beschlusslage vorliegen haben. Und zum Zweiten, ein Gesetz, das wir in letzter Sekunde noch verabschieden, und da bin ich auch sehr froh darüber, das ist die Strompreiskompensation, das Stromkostenausgleichsgesetz für die Leitbetriebe in diesem Lande, die hunderttausende Menschen beschäftigen. Das darf man mal nicht vergessen. Die Voest zum Beispiel, mit Hauptstandort in Oberösterreich und auch in der Steiermark. Die Voest ist ein Leitbetrieb, ein absoluter Vorzeigebetrieb im Bereich der Stahlindustrie. Wir produzieren wahrscheinlich den grünsten Stahl, oder wir produzieren den grünsten Stahl weltweit mit einem tollen Betrieb, nämlich der Voest. Und ich verstehe nicht, warum man dieser Strompreiskompensation auch seitens der SPÖ nicht zustimmt. Das ist nämlich kein Steuergeld. Das sind Mittel, die über die CO2-Zertifikate in einen Topf kommen und von dort wieder verteilt werden. 75% in etwa dieser überhöhten Kosten durch die Energie wird hier zurückgegeben. Also ich würde wirklich appellieren, es sitzen ja mächtige Gewerkschaftschefs und Betriebsratschefs hier im Hause, auch seitens der Sozialdemokratie. Und da sage ich als ehemaliger Betriebsratsobmann, da muss man doch zustimmen. Es ist kein Steuergeld und unterstützt diese Leitbetriebe maßgeblich, auch für die Zukunft. Also bitte geben Sie sich einen Ruck und stimmen Sie wenigstens diesem Gesetz zu. Es ist, wie gesagt, es geht um diese Leitbetriebe, die auch in einer ganz, ganz wichtigen Funktion für den gesamten Standort Österreichs auch stehen und die zigtausende, zig zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch beschäftigen. Das ist der zweite Punkt, den wir beschließen. Diese Strompreiskompensation, wie man sie nennt, für das 22er Jahr. Ist das, und das muss jetzt beschlossen werden, sonst können diese Anträge bis Ende des Jahres nicht mehr abgewickelt werden. Und der dritte Punkt, das ist ein sozialpolitischer Punkt. Es geht darum, dass Mindestsicherungsbezieher jetzt mit 60 Euro pro Monat zusätzlich unterstützt werden. Parallel dazu wird in diesen Minuten der Antrag eingebracht, Herr Kollege Leichtfried, den du vermisst hast medial. Es wird der Antrag eingebracht, den Initiativantrag, dass diese 60 Euro, die wir vereinbart haben in der Koalition, für alle Kinder, wo die Eltern oder die Mütter und Väter Mindestsicherungsbezieher sind, Notstandshilfebezieher sind, arbeitslos sind oder alleinerziehende Mütter und Väter,
die hier ein Bruttoeinkommen von 2.000 Euro nicht übersteigen. Warum ist das notwendig? Weil es diese Eltern und diese Familien am schwierigsten haben, jetzt durch diese schwere Zeit auch zu kommen, weil natürlich die Teuerung und die Inflation dort am meisten spürbar ist. Und daher beschließen wir heute den ersten Teil sozusagen, der liegt schon vor. Und der zweite, wo es um das gesamte Paket geht, die Kinder zu unterstützen, wo die Familieneinkommen, die Elterneinkommen am untersten Limit angesiedelt sind, also am niedrigsten sind, dass wir dort bis Ende 2024 als Staat mit 60 Euro pro Monat zusätzlich unterstützen. Warum auch pro Monat? Weil es sinnvoller ist, das Geld monatlich zur Verfügung zu stellen und nicht in einem Guss. Und weil es diese Familien und diese Menschen auch wirklich am notwendigsten auch brauchen. Und das ist das, was wir heute einbringen und was wir dem Familienausschuss auch zuweisen. Das kann dann regulär bei der Sitzung am 14. und 15. Juni, am 14. Juni auch hier im Haus verabschiedet werden. Und das ist sozusagen der Teil 2 dieses Paketes, das wir zu 100% umsetzen, Herr Kollege Leichtfried. Und auch hier wäre die Sozialdemokratie eigentlich gut beraten, diesem Gesetz die Zustimmung zu geben, weil es gibt in Wahrheit kein Argument dagegen, dass man bei Kindern, wo die Eltern die niedrigsten Einkommensbezieher sind, nicht diese 60 Euro für eine gewisse Zeit auch zur Verfügung stellt. Das ist eine christlich-soziale Verantwortung, die wir hier auch wahrnehmen. Und eigentlich sollten hier auch die Sozialdemokraten und auch die Freiheitlichen die Zustimmung geben, weil es jene Menschen sind, die niedrige Einkommen haben. Abschließend, meine Damen und Herren, sind es drei Gesetzespakete, die wichtig sind, um zum einen zu unterstützen und zum zweiten auch hier den Standort und die Arbeitsplätze für die Zukunft abzusichern. Wir sind mit unseren Maßnahmen auch auf dem richtigen Weg. Das zeigt auch die heutige Inflationsstatistik. Wir gehen hier um rund einen Prozentpunkt, Gott sei Dank sage ich dazu, auch zurück. Das heißt, es ist der richtige Weg eingeleitet. Wir sinken mit der Inflation. Das ist gut so. Das ist genau das, was wir mit unseren Maßnahmen auch bewirken wollen. Das heißt, die Richtung stimmt. Wir sind hier auf dem richtigen Weg. Also gehen Sie mit und schauen Sie, dass wir gemeinsam diese Beschlüsse für den Standort, für die Arbeitsplätze und vor allem für die Menschen in diesem Land auch fassen können. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Schroll. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident, geschätzte Minister, Frau Staatssekretärin, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, eigentlich muss man sagen, müssten uns eigentlich die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsbank heute ein bisschen leid tun. Sondersitzung einberufen von dieser Regierung, der Bundeskanzler fehlt, das Gesetz mit der Kinderarmut, das groß angekündigte Paket, genau vor 5 Punkten beschließt heute eines, nämlich 20%, 8% fehlen. Das zweite, zwei Themen, große Themen, Energiethemen, die zuständige Energieministerin fehlt. Ihr selber von den Regierungsparteien, habt diesen Termin heute beschlossen, habt diese Themen beschlossen und ich glaube auch der Verkehrsministerrat wurde schon sicher vor längerer Zeit eingeladen. Aber bitte zur Sache, vielleicht eingangs, Frau Klub und Frau Maurer, Sie haben gesagt, um ein bisschen Wahrheit ins Hohe Haus zu bringen. Und der Klubobmann Wöginger hat in dieselbe Kerbe geschlagen und hat gesagt, die SPÖ hat die Zweidrittelmehrheit verweigert und, und. Und um ein bisschen Wahrheit hereinzubringen, darf ich euch vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen, was das Energieeffizienzgesetz betrifft. Wenn man sich die Chronologie des Energieeffizienzgesetzes anschaut, heute die Oppositionsparteien verantwortlich zu machen, nichts getan zu haben und so weiter und so weiter. Und ich gehe dann ein bisschen drauf ein. Also das schlägt wirklich alles, was da herinnen passieren kann. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen der Regierungsparteien, wir seitens der SPÖ waren bei vielen Gesetzesinitiativen, bei zwei Drittel Mehrheiten dabei. Wir haben das ERG gemacht, wenn ich auf die strategische Gasreserve aufmerksam machen darf und vieles, vieles mehr. Wir, die SPÖ, waren es, Gott sei Dank, die, was unsere Energieministerin davor gehindert hat und 250 Millionen Euro allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern verhindert haben, wie sie Mellach umbauen wollte, von Gaskraftwerk auf Kohlekraftwerk, um Gottes Willen. Das war ein Wahnsinn, was da geplant war. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, unsere Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner hat bei unserer Sondersitzung einen sehr
guten Antrag damals eingebracht, der beinhaltet hat sofortiges temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, des täglichen Bedarfs, eine sofortige Rücknahme der Richtwertmieterhöhungen und. Schlagkräftige Anti-Teuerungsmaßnahmen, alles von Ihnen abgelehnt. Und Sie stehen heute hier, haben nicht einmal das Zusammenbruch, dass ein Gesetz für heute, für Ihre Sondersitzung so schreibt, dass es deinen Parteien zugegangen werden kann. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP, möchte ich Ihnen eines sagen, weil es auch heißt, wir verhindern eine Zweidrittelmehrheit. Ich glaube, Ihr Bundeskanzler Nehammer, vorigen Freitag war es, hat Ihnen am Silberteller präsentiert, er lässt sich nicht mehr länger papieren von den Energiehändlern und von den Händlern. Ihr hättet jetzt die Möglichkeit gehabt, nämlich genau bis heute, uns zum Verhandlungstisch einzuladen und Frau Klubob, Frau Maurer, Herr Klubobmann Wöginger. Nicht Monate wurde verhandelt, sondern es wurde genau das erste Mal verhandelt am 13. März und das zweite Mal am 25. März. Und beide Male haben Sie gesagt, Lieferantenverpflichtungen kommen nicht in Frage. Und wenn uns das gesagt und ausgerichtet wird, wir haben der SPÖ ein Angebot gemacht, 105 Millionen Euro haben wir euch angeboten für Energiearmut, für die Haushalte, die Energiearmut haben. Ja, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, 105 Millionen Euro, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen sollen. Aber die Energielieferanten, die was Milliarden verdient haben die letzten Monate und Jahre, die sind außen vor, erste Reihe fußfrei, können sich zurücklehnen. Und sicher nicht mit uns ein unsoziales Gesetz. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, um zum Schluss zu kommen, möchte aber noch eines zitieren von einer heutigen Tageszeitung und damit man auch sieht, wer da wen papiert, weil da kommt man sich wirklich papiert vor als Bürgerinnen und Bürgerin. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stellt klar heute in einer großen Tageszeitung: Gewinne bei Energieversorgern sind genau das, was wir derzeit nicht brauchen. Stattdessen erwarte ich mir sinkende Preise für alle. Also das schlägt ja wirklich alles. Das schlägt wirklich alles, diese Aussendung. Wer ist der Eigentümervertreter von Energieversorger in Niederösterreich? Ja, geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zum Gesagten und zum Vorgetragenen möchte ich einen Entschließungsantrag einbringen, der Abgeordneten Nalle Schroll, Genossinnen und Genossen, betreffend Regierung muss endlich Blockadehaltung im Kampf gegen die Teuerung aufgeben. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, ihre Blockadehaltung zu beenden und dem Nationalrat ein umfassendes Inflationsdämpfungsgesetz vorzulegen, das zumindest folgende Sofortmaßnahmen umfasst. Erstens Rücknahme der Aprilerhöhung der Richtwertmieten, der Einfrieren aller Mieten bis Ende 2025. Zweitens sofortiges temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Drittens Einsetzung einer schlagkräftigen Antiteuerungskommission, die unter anderem sicherstellt, dass milliardenschwere Hilfszahlungen an Unternehmen in Form von sinkenden Preisen an die Menschen weitergegeben werden. Bei Nichtweitergabe von Hilfen bzw. von allen Mehrwertsteuersenkungen in Form von sinkenden Preisen soll es harte Sanktionen bis hin zur Rückzahlung der Energiehilfen geben. Ich danke recht schön und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für 1317 gemeinsame Tage mit unserer Clubobfrau, liebe Pamela. Alles Gute und herzlichen Dank dafür. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt. Alois Scholl war das, der Energiesprecher der SPÖ, der sich hier zum Abschluss noch einmal bei Pamela Rendi-Wagner bedankt. Am Wort ist jetzt Karin Doppelbauer, die Energiesprecherin der NEOS. Bundesregierung, auch ich möchte beginnen im Namen meiner Fraktion, Frau Klubobfrau, mich ganz, ganz herzlich bedanken für alles, was Sie in dieses Haus getragen haben. Sie haben sich unseren Respekt verdient. Wir werden Sie sehr vermissen. Und tatsächlich möchte ich auch sagen, wenn ich mir das erlauben darf, Ihr zweiter Vorname sollte Resilienz sein. Chapeau. Und jetzt natürlich zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, und das ist das Energieeffizienzgesetz. Und ich möchte es nochmal ganz einfach erklären, was das eigentlich ist. Es ist nämlich nichts anderes wie Energiesparziele festlegen. Nichts Böses, nichts Kompliziertes. Eigentlich sollte man das einfach tun. Nun, letzte Woche ist es nicht ausgegangen. Wir haben schon gehört, warum. Ja, hat es halt ein bisschen gebröselt, wie man das so schön nennt. Jetzt musste dann noch hastig ein neuer Ausschuss einberufen werden, ein neues Papierchen vorgelegt werden. Und das ist leider tatsächlich eine sehr abgespeckte Version. Gleich vorweg, wir NEOS werden trotzdem, auch wie letzte Woche,
diesem Antrag zustimmen, weil wir offenbar wirklich die einzige konstruktive Mitte noch sind, die dieses Haus hat. Aber das Chaos, das wir gesehen haben in dieser Verhandlung, ist natürlich schon symptomatisch für die Arbeit der Bundesregierung. Da kann man sie nicht rauslassen, weil dieses Energieeffizienzgesetz, da hat der Kollege Schroll natürlich recht, das ist nicht vom Himmel gefallen. 2018 eine EU-Verordnung, 2018. 2020 ist das alte Energieeffizienz ausgelaufen, also 3 Jahre her. Ne? Und wenn sich dann die Klubobfrau Maurer hierher stellt und sagt, in akuten Krisen muss man rasch handeln, dann stelle ich mir schon die Frage, was rasch ist in der Definition von den Grünen. Also ein bisschen wirkt so, wenn ich vielleicht ein Beispiel bringen darf, ein bisschen wirkt es auch so, man weiß ja, dass das eine Zweidrittelmaterie ist und dass man vielleicht mit der SPÖ oder mit der FPÖ verhandeln hätte sollen. Es wirkt ein bisschen so wie ein Student, der seine Seminararbeit abgegeben hat und dann 3 Monate später draufkommt, es war, ups, eine Gruppenarbeit gewesen. Also Sie dilettieren im Sinne der Energiewirtschaft wirklich herum. Es braucht hier tatsächlich Gesetzesmaßnahmen und es ist ja nicht nur das Energieeffizienzgesetz. Es fehlt das Erneuerbaren Wärmegesetz, es fehlt das Grüngasgesetz, das Beschleunigungsgesetz. Also rasch und sozusagen Verantwortung für die Sache sehe ich hier nirgends. Und dann komme ich zu einem anderen ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich die nächste Herausforderung, die noch drängender vor der Tür steht, wie sie es denn schon seit 1,5 Jahren tut, und das ist die Gasversorgung in diesem Land. Denn jetzt haben wir gestern gehört und es ist bestätigt worden, dass der Gastransit, also der Liefervertrag, den wir haben, dass das Gas von Russland über die Ukraine nach Österreich kommt, ja, der läuft aus. Ende nächsten Jahres. Jetzt drängen wir seit 1,5 Jahren darauf, dass sich diese Bundesregierung endlich darauf verständigt, einen Plan B zu bauen und endlich sich von diesem russischen Gas löst und hier diversifiziert und Alternativen baut. Und immer noch nichts. Immer noch nichts. Wir sind das 3 Länder in der Europäischen Union, haben diese Abhängigkeit von russischem Gas. Österreich, Slowakei und Ungarn. Und in der Reihenfolge wollen wir sein. Im März haben wir 79% des Gases, das in Österreich verbraucht worden ist, aus Russland bekommen. Es ist wirklich beschämend. Es ist wirklich, wirklich beschämend, was hier geht. Und wir haben noch 1,5 Jahre Zeit, Sie haben noch 1,5 Jahre Zeit, diese Gesetze jetzt endlich auf den Weg zu bringen und zu schauen, dass wir Alternativen haben, weil sonst schaut es ganz schlecht aus für die Wirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und da bin ich jetzt wieder bei der konstruktiven Mitte. Weil wenn man sich anschaut, was hier abgeht im Augenblick, dass die SPÖ hier nicht mehr mitstimmen kann, okay, das ist das eine, aber es gäbe ja auch noch eine andere Fraktion in diesem Haus, die für eine Zweidrittelmehrheit gut wäre. Natürlich ist es die FPÖ, aber die schaut im Augenblick so ein bisschen leicht amüsiert zu, was sich da gerade abspielt und weist alle Vernunft von sich. Und wenn ich jetzt sage, ich komme aus der Wirtschaft, da gibt es sowas, das heißt Say-Do-Ratio. Ganz was Einfaches, man sagt was und dann tut man was. Und dann schaue ich mal an, was von der FPÖ kommt. Kollege Kasseger stellt sich her und sagt, wir wollen ein verlässliches Österreich, Freiheit, wir wollen Autarkie für Österreich. Und das Einzige, wo wir hier wirklich einen Enabler in der Hand hätten in Österreich, ist die Energiematerie. Aber Sie wollen kein Windrad, geht es nicht aus mit den Freiheitlichen. Sie wollen keine Photovoltaikanlagen, geht es nicht aus mit den Freiheitlichen. Was Sie wollen, ist Gas aus Russland bekommen. Das spielt sich nicht mehr in Zukunft. Und ich weiß schon, für die Menschen da draußen ist es nicht total leicht nachvollziehbar, Kollege Kasseker und Herr Kickl. Ja? Es ist nicht so leicht nachvollziehbar, das sind komplexe Materien. Aber das eine sage ich Ihnen schon, in diesem Haus, wo wir uns tagtäglich mit dem beschäftigen, ich lasse mich von Ihnen nicht mehr für blöd verkaufen. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist der Bundesminister Rauch. Und, Hohes Haus, ich bin ja heute hier in Vertretung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die nimmt am Verkehrsministerienrat teil in Luxemburg. Und vielleicht einen Satz, weil er sehr beklagt wird, offensichtlich sei ihr Europa wichtiger als dieses Parlament, schon eine Klarstellung, weil wir nehmen an diesen Räten als Bundesregierung sehr bewusst teil und nicht unter Missachtung des österreichischen Parlaments, weil, und das sei dazu gesagt, auf der europäischen Ebene
Und da sei ins Stammbuch der FPÖ geschrieben, Dinge entschieden und besprochen werden, die die Menschen in diesem Land unmittelbar betreffen. Und es ist wichtig, dort Position zu beziehen, eine europäische Haltung einzunehmen, eine europäisch-solidarische Haltung einzunehmen, dort mitzureden, mitzusprechen, um die Lebensverhältnisse der Menschen in diesem Land gut zu gestalten. Und wenn Sie einen guten Rat annehmen mögen, Sie müssen es nicht tun, dann können Sie sich ja gern mit Nigel Farage in Verbindung setzen, dem Mastermind des Brexit, der mittlerweile erkannt hat, das war die schlechteste Idee, seit es Britannien gibt. Es hat Großbritannien massiv darunter gelitten und es ist zum Schaden gewesen von Großbritannien. Können Sie sich gerne kundig machen. Zum Gesetz selber. Ja, ich weiß, Sie mögen das nicht hören, aber es ist halt die Wahrheit. Sie können sich gerne ein Beispiel an Ungarn nehmen. Es ist ja Ihr großes Vorbild, wo die Inflation im Übrigen davon galoppiert, noch viel schlimmer als anderswo auf der Welt. Da können wir gern drüber reden. Sie sind auch derjenige, der Russland den roten Teppich ausrollt und glauben, wenn man die Sanktionen aussetzt. Ja, Sie sind der beste Bannerträger und Fahnerträger Russlands hier in diesem Parlament, Herr Kollege Kickl. Das sind Sie. Fahren Sie doch in die Ukraine, reden Sie mit den Leuten dort, fahren Sie wie der Bundeskanzler jetzt soeben nach Moldawien, der nächste Staat, der auf der Speisekarte von Putin steht. Sie haben es nicht verstanden, was daran hängt. Daran hängt unsere österreichische Freiheit, Herr Kollege Kickl. Das haben Sie nicht begriffen. In aller Deutlichkeit. Wenn es Ihnen niemand sagt, dann muss es in dieser Deutlichkeit ausgesprochen werden. Das ist ein gesamteuropäisches Projekt, da geht es um mehr. Da geht es um mehr als um parteipolitische Befindlichkeiten. Es geht darum, wie wir unabhängig und frei leben werden in Österreich. Das ist Europäische Union, das ist europäische Solidarität. Ja, ich weiß, immer dann, wenn es eng wird, werden Sie laut. Ich werde das nicht. Zum Gesetz. Wir haben, Sie wissen das, letzte Woche ein Energieeffizienzreformgesetz vorgelegt. Dieses Gesetz ist in Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Energieeffizienz notwendig und es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Die ist nicht zustande gekommen. Und deshalb hat sich ja, und da sage ich stellvertretend Danke auch an die Logistik bei der Klimaschutzministerin, in sehr kurzer Zeit der Mühe unterzogen, ein Gesetz jetzt vorzulegen dem Parlament, das einfach gesetzlich beschlossen werden kann, weil wir uns ansonsten, das ist der Punkt, um den es geht, massiven Strafzahlungen aussetzen würden. Ich kann ja an dieser Stelle nur appellieren, in diesem Fall an die SPÖ, weil auf die FPÖ setze ich da keine Hoffnungen, zu einer konstruktiven Arbeit zurückzukehren und bitte zu überdenken, diese Zweidrittelblockade aufzugeben. Weil, und das ist von der Clubvorsitzenden richtig angesprochen worden, es wird zur Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und die sind nicht zu Ende, die fangen gerade erst richtig an, die Kooperation und Zusammenarbeit der vernünftigen Kräfte in diesem Land brauchen. Und ich zähle Sie zu den vernünftigen Kräften in diesem Land. Und deshalb der klare Appell, diese Blockadehaltung zu überdenken, weil es wird weitere wichtige Zweidrittelmaterien geben, die behandelt werden im Parlament, wo es um ganz wesentliche Fragen geht. Die Frage der Energieeinsparung und dieses Gesetzes, ja, es ist bedauerlich, dass es jetzt so umgesetzt werden muss, dass es keine Länderverpflichtung gibt, aber es nicht gemacht zu haben, wäre ein großer Fehler gewesen, auch in der Hinsicht, dass ja Menschen unmittelbar davon profitieren, wenn Energieeinsparung stattfindet. Dies ist auch eine Frage der Leistbarkeit. Letzter Satz zur Frage Strom, Energie und Konzerne. Ich bin ja in der glücklichen Situation, auch Konsumentenschutzminister zu sein. In dieser Funktion als Konsumentenschutzminister bin ich befasst mit Klagen über den VKI gegen österreichische Energiekonzerne. Unter anderem die EVN, unter anderem die Wien Energie. Das passiert nicht aus Jux und Dollerei. Das passiert im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten. Nämlich genau das einzufordern von den Energiekonzernen, was jetzt passieren muss. Dass Übergewinne, die gemacht worden sind, rückfließen an die Konsumentinnen und Konsumenten, dass dort Preistransparenz herrscht, dass Nachvollziehbarkeit in der Preisgestaltung herrscht und es nicht sein kann, dass die Erhöhungen am Markt sofort weitergegeben werden und die Preissenkungen nur mit Verzögerung. Das ist inakzeptabel.
Und einen Satz noch zur bekrittelten Einrichtung dieser Kompetenzstelle, die ja ein bisschen lächerlich gemacht worden ist. Diese Kompetenzstelle Energiearmut ist nicht dazu gedacht, Förderungen auszuzahlen. Nein, das tut sie nicht. Dafür gibt es andere Instrumente. Die ist dazu gedacht, koordinativ, informativ tätig zu sein und Menschen eine Handreichung zu geben, sich in den Fördermöglichkeiten zurechtzufinden und durchaus auch Dinge zu koordinieren und aufmerksam zu machen wie Energieschirm und Wohnschirm. Über dieses Instrument, dotiert mit 164 Millionen Euro dieser Bundesregierung, werden aktuell Menschen unterstützt, die sich entweder die Wohnung nicht leisten können, vor einer Delogierung stehen oder vor der Situation, dass ihnen Gas oder Strom abgedreht wird. Ganz konkrete, ganz klare Maßnahmen gegen Armut. Dankeschön. Sozialminister Johannes Rauch war das, der hier seine Partei und Regierungskollegin Leonore Gewessler verteidigt. Sie ist beim Verkehrsgipfel in Luxemburg. Staatssekretärin Hohes Haus. Und Wort ist jetzt Peter Wurm, von der FPÖ. Die heute zuschauen oder zuhören, wir erleben oder Sie erleben eine neue Runde von Traumtänzerei der politischen Eliten hier in diesem Land. Wenn man sich das anhört, Mit Unterstützung der ÖVP, der Grünen, der NEOS, aber leider Gottes auch der Sozialdemokratie über weite Strecken. Ich habe aber heute mit die Realität in Österreich, das bekommen jetzt zurzeit Hunderttausende Tiroler. Digas, der Gasversorger, der der Tiroler Bevölkerung gehört, Preiserhöhung zum 1. Juli 157%. 157%, das ist die Realität für Sie, liebe Bürger. Das, was Sie von diesen vier Parteien hören, ist politische Traumtänzerei zu Ihrem Schaden. Und das sollten Sie nicht vergessen. Ja, es ist zwar mühsam, aber man muss es wiederholen, damit man es auch nicht vergisst. Die Ursachen, warum wir heute zusammensitzen, Ursache der Problemstellung. Noch einmal natürlich die verfehlte Politik der Europäischen Union. Ein Gesetz diskutieren wir heute, auch der EZB. Der Milliardenschwemme, Geldschwemme, das jetzt in Inflation natürlich mündet, dann die vollkommen falsche Corona-Politik mit 100 Milliarden Kosten nur in Österreich und dann natürlich die vollkommen falsche Russland-Sanktionspolitik, die Sie draußen, liebe Bürger, jetzt jeden Tag bei den Lebensmitteln, bei den Mieten, beim Autofahren und bei der Energie auch zu zahlen haben, was da die netten Herren in Europa ausgeschnapst haben und natürlich dann über oben drüber noch der Öko-Wahnsinn. Und man muss ihn als Öko-Wahnsinn bezeichnen, weil er keine reale Basis hat, weder was jetzt den Anteil Österreichs am Klima- oder am CO2-Ausstoß betrifft, noch der Europäischen Union. Wenn sich jemand mit den Zahlen beschäftigen würde, wäre das für jeden vollkommen klar. Und dieser Öko-Wahnsinn geht ja jeden Tag weiter. Wir erleben es hier im Parlament und Sie erleben es draußen vielleicht, wenn Sie irgendwann Ihre Kinder nicht in die Schule bringen können, weil sich fünf Irre irgendwo auf die Straßen geklebt haben und alle zuschauen. So, das ist die politische Realität und nicht die Traumtänzerei. Zum Thema Strom, ich meine, ist ja ganz nett, dass der Minister Rauch nicht vergessen hat, dass er Konsumentenschutzminister ist. Ist ja auch ganz nett, dass er heute gesagt hat, die große Hoffnung der österreichischen Bevölkerung, der Regierung, auch von ihm, ist es der VKI. Für die Insider von Ihnen, das ist jener Verein, der ganz gezielt auch von der ÖVP und der Mithilfe der Grünen jetzt über Jahre kaputt gemacht wurde, der kurz vorm Konkurs steht, für den es bis heute keine nachhaltige Finanzierung gibt, keine langfristige. Alles Tatsachen, die ich hier sage, die Sie gerne überprüfen können. Das ist die politische Realität. Das sagt der Minister natürlich nicht, dass jetzt der VKI der große Retter sein soll. Alles, was uns selber betrifft, ich sage noch einmal, das Merit-Order-System zum Beispiel, wissen alle in ganz Europa, der volle Wahnsinn, weiß jeder, wird es abgeschafft? Nein. Weil die Europäische Union halt sagt, das ist lustig, da verdienen einige ganz gut. CO2-Steuer, auch ein eigenes Thema, wird jetzt noch erhöht. Sowieso ein Wahnsinn in Zeiten wie diesen. Und dann haben wir natürlich ein Thema, Herr Minister, das wir auch diskutiert haben. Es ist eineinhalb Jahre her, da habe ich aufmerksam gemacht, zur Verblüffung der Ministerin, die heute nicht da ist, die es ja gar nicht gewusst hat, weil sie auch nicht sehr kompetent ist, sage ich mal ganz deutlich, nämlich das gesetzlich verbriefte Recht jedes Österreichers, sein Recht auf Grundversorgung bei Strom und Gas. Wurde damals eingeführt vor 20 Jahren
aufgrund der Liberalisierung des europäischen Energiemarkts. Wer es nicht weiß, kann man alles recherchieren. So, das steht im Gesetz drinnen. Das wäre jedem zugestanden seit 1,5 Jahren. Und die Energiekonzerne haben es der Bevölkerung verwehrt. Der Minister ist hilflos, gibt er ja auch in Wahrheit zu. Da tut sich nichts, gar nichts. Diese Grundversorgung, und einige werden es wissen, die es versucht haben, da fahren sie gegen eine Betonwand bei allen Energiekonzernen. Und das kann so nicht sein. Und deshalb bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein, der Abgeordnete Peter Wurm betreffend Recht auf Grundversorgung bei Energielieferanten in Österreich. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die zuständige Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird aufgefordert, die zuständige Behörde zu veranlassen, zu überprüfen, ob die seitens der Strom- und Gashändler und sonstigen Lieferanten verlautbaren Tarife für die Grundversorgung der Höhe nach den Bestimmungen des § 77 EWOG beziehungsweise 124 GWG entsprechen. Das ist gültiges Gesetz in Österreich, das seit 1,5 Jahren vollkommen negiert wird. Und die Bundesregierung und auch Sie, liebe Kollegen von Sozialdemokratie und NEOS, schauen hier zu. Und ich sage es der Bevölkerung draußen, den Bürgern, die vielleicht hier zuschauen oder zuhören, darf ich denn schon sagen, jammern alleine, und ich erlebe das jeden Tag, alle jammern über die Preise, Lebensmittel, Strom, Gas, Mieten, jeder jammert. Ich sage das auch ganz laut und deutlich, jammern wird Ihnen nicht helfen, weil es wird eher noch schlimmer werden. Sie werden richtig wählen müssen, Sie werden auch hingehen müssen am Wahlsonntag und Sie werden Ihr Kreuz dort machen, hoffentlich, wo es für Sie vielleicht eine Verbesserung gibt, liebe Zuseher, und das kann nur eine Partei sein, nämlich die Freiheitlichen. Danke. Peter Wurm war das, der Konsumentenschutzsprecher der FPÖ, der hier zum Schluss schon die Nationalratswahl kommendes Jahr anklingen lässt und ein klein wenig Wahlwerbung betreibt. Am Wort ist jetzt der Energiesprecher der Grünen, Lukas Hammer. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es spannend, die FPÖ, der Kollege Kassiker, stellt sich hier raus und sagt, wir möchten ein Österreich, das selbstbestimmt ist. Wer soll euch das glauben? Wer soll euch das glauben? Die gesamte österreichische Wirtschaft ist abhängig von Energieimporten, die wir aus dem Ausland beziehen. 2/3 unserer Energie kommen aus Russland, Saudi-Arabien und anderen Ländern. Und ihr seid die einzige Fraktion, die sich konsequent gegen jede einzelne Maßnahme mit aller Kraft stemmt, um diese Abhängigkeit zu verringern und zu beenden. Ihr seid die Fraktion, die nicht will, dass wir selbstbestimmt sind, sondern weiterhin am Gängelband von Diktatoren und Autokraten wie Wladimir Putin ist. Und ein Weg, und die Kollegin Doppelbauer hat es angesprochen, wie wir zu dieser Unabhängigkeit kommen, ist Energieeffizienz. Wir können, wenn wir auf heimische Erneuerbare umstellen wollen, müssen wir effizienter und sparsamer mit Energie umgehen. Das ist eine Notwendigkeit. Energieeffizienz ist aber auch aus einem anderen Grund wichtig, weil es ein Kostenfaktor ist. Und zwar für Betriebe, aber auch für Haushalte, gerade jetzt. Die billigste Kilowattstunde ist diejenige, die nicht verbraucht werden muss. Die meisten Menschen verbrauchen tatsächlich nur so viel Energie, wie sie unbedingt verbrauchen müssen, weil es sehr teuer ist. Aber viele Menschen sind eben in dieser Energiekostenfalle. Und mit diesem Energieeffizienzgesetz heute machen wir einen ersten wichtigen Schritt, um den Menschen da rauszuhelfen. Ich möchte aber ganz kurz, bevor ich auf das Energieeffizienzgesetz eingehe, auch darauf eingehen, was wir bisher gemacht haben. Energieeffizienz, ja, wir haben vor allem jetzt das Gesetz mit den Zielen, aber was haben wir bisher gemacht? Eine der wichtigsten Maßnahmen für die Energieeffizienz, die thermische Sanierung von Gebäuden. Wir haben als Koalition die Budgetmittel für die thermische Sanierung mehr als verzehnfacht. Wir haben für armutsbetroffene Menschen ist der Heizungstausch auf eine saubere, effiziente Anlage gratis. Es wird 100% der neuen Anlage gefördert durch das Programm Sauberheizen für alle. Das gab es in Österreich noch nie und ist ein ganz konkretes Angebot für Menschen. Wir haben auch eingeführt eine gratis Energieberatung von Armut betroffene Menschen und einen Gratistausch von Elektro-Großgeräten. Das betrifft vor allem zum Beispiel Kühlschränke. Das heißt, armutsbetroffene Menschen können sich
beraten lassen, umsonst, und bekommen auch das größte und energieverbrauchendste Gerät umsonst getauscht. Auch das ist eine sehr konkrete Maßnahme, und der Sozialminister hat es angesprochen, wir haben auch einen Wohnschirm, wo Menschen ganz konkret geholfen sind, wenn das alles nicht hilft, dass, wenn sie die Energiekosten nicht mehr selbst bezahlen können, dass der Wohnschirm diese Energiekosten übernimmt. Aber wir brauchen natürlich auch ein Energieeffizienzgesetz. Wir brauchen es auch, um eine EU-Richtlinie umzusetzen. Die SPÖ hat unabhängig von inhaltlichen Bedenken angekündigt, keine Zweidrittelmehrheiten mehr mitzubeschließen. Das ist sehr bedauerlich. Wir haben letztes Mal auch sehr emotional darüber debattiert. Wir haben mit einer großen Kraftanstrengung jetzt ein Gesetz, das wir mit einfacher Mehrheit beschließen können. Es ist die zweitbeste Lösung, weil Energiepolitik ist nach unserer Verfassung vor allem Sache der Länder. Das heißt, wir brauchen für jedes energiepolitische Gesetz eine Verfassungsmehrheit. Wir können uns jetzt mit Hilfe des alten Energieeffizienzgesetzes eine Krücke bauen, um das heute hier mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Aber wir können mit einfacher Mehrheit nur ein bisschen weit, also nicht so weit hüpfen, wie wir das mit einem Verfassungsgesetz hätten machen können. Und eine Folge daraus ist, dass wir die Ziele der Bundesländer nicht verfassungsrechtlich verankern können. Das ist auch, wenn ich gerade auf die thermische Sanierung in Wien bei den Gemeindebauten, gibt es da sehr viel Aufholpotenzial. Wir können die Bundesländer nicht verpflichten, das ist schade. Aber wir haben ein gesetzlich festgelegtes Energiesparziel von 20%. Das ist extrem viel. Das ist so viel, wie sämtliche Haushalte in Österreich an Energie im Jahr verbrauchen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir werden das mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung, mit diesen Maßnahmen, die wir schon beschlossen haben, und mit weiteren Maßnahmen erreichen, im Sinne der Energieunabhängigkeit und eines selbstbestimmten Österreichs. Danke. Zu Wort kommt jetzt der Abgeordnete Matznetter. Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin, geschätzte Herren Bundesminister, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn man hier zuhört, glaubt man, eben hat der Kollege Hammer von den Grünen geredet, eine Botschaft aus dem Schlaraffenland wäre da gewesen. Die, die nicht so viel Geld haben hinter den Fernsehschirmen oder beim, die zuhören, mögen mal schauen, wo der neue geschenkte Kühlschrank oder die Wärmepumpe ist. Die haben andere Probleme, und zwar, weil sie nicht handeln, Herr Kollege Hammer. Die wissen nicht, wie sie die Miete nächstes Monat zahlen. Die wissen nicht, wie sie die Einkäufe zahlen. Wir haben jetzt mit 8,8%, und zwar, ich möchte daran erinnern, Spanien 3,2%, Frankreich 6% und Deutschland 6,1%. Es geht nichts weiter, sie sind untätig in dem Bereich. Und sie erklären uns, wir seien das Problem, dass ein paar Millionen Strafzahlung da ist. Sie verdonnern die Österreicherinnen und Österreicher zur wöchentlichen Millionen Strafzahlung, weil sie untätig geblieben sind. Und es völlig wurscht ist ihnen. Es ist ihnen egal, wie es den Menschen geht. Das ist das Furchtbare daran. Und zu sagen, heute war es so dringend, wir brauchen eine Sondersitzung für das Energieeffizienzgesetz. Die Richtlinie ist seit 2018 da. Ein halbes Jahrzehnt. Sie haben uns, der Kollege Schroll hat laufend Anträge gestellt, dass Sie das Gesetz beschließen. Vor Monaten, vor einem Jahr haben Sie vertagt, da war es nicht eilig. Und jetzt auf einmal in letzter Minute ist es angeblich so dringend. Das ist ja alles nicht mehr ernst zu nehmen. Wir, Sie hätten es lösen können, Zweidrittelmehrheit. Hätten Sie einen Mietendeckel eingezogen, dass die Mieten nicht jetzt nochmal erhöht werden, hätten Sie in den Energiepreisen einen Deckel eingezogen, hätten Sie ordnungspolitisch eingezogen, dann wären die Preise gesunken, wir wären im europäischen Schnitt und hätten zugestimmt. So schaut es aus, meine Damen und Herren. Christoph Matznetter, war das der SPÖ-Wirtschaftssprecher, der hier darauf verweist, dass die EU-Vorgabe bereits seit 2018 besteht, also einem halben Jahrzehnt. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Graf. Vielen Dank. Tanja Graf von der ÖVP ist am Wort. Geschätzte Regierungsmitglieder, liebe Staatssekretärin, ja, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Unser Clubobmann hat es eigentlich heute auf den Punkt gebracht. Um was geht es hier eigentlich? Es geht um ein Energieeffizienzgesetz, was zwei Sachen machen sollte. Wo wir zwei Sachen unterstützen. Das eine ist, dass wir Energie einsparen und dass wir unser Klima schützen. Diese Aufgabe hat das Gesetz und das wollen wir auf den Weg bringen. Nicht mehr und nicht weniger. Und Tatsache ist schon, dass die SPÖ mit ihrer Blockade, und da muss ich schon sagen, seit wir haben im Februar gute Gespräche geführt, wir haben auch nachher gute Gespräche geführt und seit das SPÖ-Chaos ausgebrochen ist, gibt es einfach keine Entscheidungen. Das ist so, ich weiß jetzt nicht, die Kollegen von der SPÖ, ich habe es jetzt auch gerade mit Herrn Matznetter wieder erlebt, sie bringen an den Haaren herbeigezogenen Argumente, die mit der Tatsache nichts zu tun haben, dass wir Energie einsparen wollen und das Klima schützen wollen. Die Chronologie, Kollege Scholl, die du eingebracht hast, was hat das jetzt bitte mit dem Thema zu tun? Ja? Die Aufforderung einer Lieferantenverpflichtung, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Aufklärung, was bedeutet eine Lieferantenverpflichtung eigentlich? Man würde einen Dritten damit beauftragen, dass Sie Energie sparen und die daraus resultierenden Kosten würden Sie, meine lieben Damen und Herren, bezahlen. Das bedeutet eine Lieferantenverpflichtung. Und da auch zum Thema der eingebrachten Anträge der SPÖ. Genau diese Mehrbelastung, diese Anträge, natürlich sagen wir die ab. Ich meine, wir wollen die Bürger nicht belasten. Ich will nicht, dass in dieser Situation, wo wir derzeit sind, die Rechnung, der Stromrechnung teurer wird. Das ist nicht unser Ziel. Und auch die Tatsache, dass Sie sagen, die Energieversorger verdienen Milliarden. Tatsache ist, unser Kanzler, wir haben im November letzten Jahres eine Übergewinnsteuer hier im Haus beschlossen. Tatsache ist, die SPÖ und die FPÖ war dagegen. Komisch. Wirklich. Also ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen irritierend, weil ihr sagt, jetzt wollen wir die Übergewinne, schließt sie nicht mit, aber jetzt sollen wir was machen. Also es ist total irritierend. Unser Kanzler hat es auch angekündigt, er wird es wirklich verschärfen. Ja? Und da schauen wir mal, ob ihr da dabei seid. Was war euer Argument dazu? Ihr bringt Argumente, die einfach irrsinnig sind, muss ich wirklich sagen. Aber Tatsache ist, dass wir mit diesem Gesetz, und das soll unser gemeinsames Ziel sein, und da lade ich jeden Bürger und jede Bürgerin ein, gemeinsam mit uns zu sparen. Sparen wir Energie, wir wollen 650 Petajoule kumuliert bis 2030 einsparen. Wie machen wir das? Wir werden das natürlich mit den Ländern in einen Schulterschluss machen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, weil ich habe mir die Klima- und Energieziele der Länder auch angeschaut die letzten Tage. Mein Bundesland Salzburg hat bereits eine Klima- und Energiestrategie bis 2050. Niederösterreich hat einen Klima- und Energiefahrplan. Oberösterreich unter dem Motto Energieleitregion Oberösterreich 2050. Das sind alles Maßnahmen, die uns dabei unterstützen, gemeinsam das Ziel auch zu erreichen. Und hier lade ich, wie gesagt, alle ein, mitzumachen. Machen. Bitte glauben Sie nicht der SPÖ, dass wir nicht gemeinsam etwas voranbringen können. Gemeinsam Energie einsparen, das soll unser Motto sein. Und vielleicht noch, wie machen wir das? Kollege Hammer hat es auch gesagt, wir werden eine 3%ige Renovierungsquote auferlegen, wo wir sagen, wir möchten die Häuser sanieren. Das ist wichtig. Jedes Haus, das saniert, spart auch Energie. Wir werden eine sehr gute Koordinierungsstelle haben, die gilt für Menschen, die eben nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Die sollen dort beraten werden, die Info zu bekommen, wo sie hingehen können, wo sie etwas einfordern können. Und auch die Großbetriebe werden weiterhin ihre Energieaudits machen. Sie werden abgespeckt innerhalb der Bürokratie. Das ist auch wichtig, weil die sehr, sehr bürokratisch waren, die Energieaudits. Aber auch das werden wir machen. Und wir werden ein Gesetz auf den Weg bringen, das nicht mit Verpflichtungen und Verboten arbeitet, sondern freiwillig und mit Hilfe der Bürger stattfinden wird. Sparen wir gemeinsam in diesem Bereich. Und der Minister Rauch hat es gesagt, ich bin schon gespannt, wie die SPÖ sich verhält. Wir haben letzte Woche auch in der Sitzung einen Antrag eingebracht zum ELWOG. Da geht es um die Preistransparenz, wo wir wollen, dass der Konsument auf seiner Info die Info bekommt, was ist der Preis derzeit, wie schaut er aus, wo kann ich einen günstigeren Preis bekommen. Ich bin gespannt, wie sich hier die SPÖ verhält, um eine Preistransparenz auch an den Konsumenten zu bringen, ob sie da auch wieder dagegen sind. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und zum Kollegen Wurm, weil er Tirol angesprochen hat, die DIWAG, man muss eines schon sagen, die DIWAG ist einer der wenigen Unternehmer gewesen, die
die letzten Jahre eine Preisgarantie für den Haushalt hatte und jetzt erhöht hat. Und wenn ich jetzt meinen Brief raussuche, den ich von Salzburg bekommen habe, wo ich eben einen neuen Preis bekomme, der günstiger ist. Also hier bitte schon mit Daten und Fakten arbeiten. Ja? Zum zweiten Teil dieses Tagesordnungspunkt, Strompreisausgleichsgesetz, wird meine Kollegin Nies noch einige Punkte da eingehen. Aber ich möchte eines mitgeben der SPÖ. Hier geht es um Wettbewerb und es geht um Sicherung der Arbeitsplätze. Und ich bin gespannt, ob der Kollege Keck hier den Saal verlässt bei der Abstimmung. Weil es geht um energieintensive Betriebe, um Leitbetriebe, das hat der Klubobmann schon gesagt, Gust Wöginger. Es geht um die Föst und es geht hier um Geld, was die Firma sich quasi selbst bezahlt hat. Vielen Dank. Tanja Graf war das, die Energiesprecherin der ÖVP. Am Wort ist jetzt wieder von der FPÖ Walter Rauch, Sprecher für Umweltschutz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Bundesminister, Frau Staatssekretärin Heus-Haus. Ja, heute diese Sondersitzung zu einem Zeitpunkt, wo das Jetset-Leben der Frau Bundesminister Gewessler gerade in die Quere gekommen ist, weil sie nicht da ist. Auch diese Terminfindung hätte man vielleicht anders gestalten können, aber natürlich auch der Herr, mein Namenskollege, der Herr Bundesminister Rauch, Experte für eh alles, der sekundiert sehr, sehr gut in diesem Bereich. Aber gleichzeitig sollen natürlich die Bürger und die Verbraucher dieses Landes dieses Jetset-Leben nicht in Anspruch nehmen, weder auf Urlaub fliegen oder sonst irgendwohin, sondern sehr, sehr klimaneutral und sich hier im eigenen Haus behalten oder zu Hause bleiben. Und dann komme ich zur Mobilität, generell zur Mobilität. Die Bundesregierung insgesamt hat einen Mobilitätsgipfel ins Leben gerufen. Dieser Mobilitätsgipfel hatte das Ziel, den Verbrennungsmotor wieder ins Leben zu bringen, zurück, weg von dieser EU-Linie und wieder zurück zur Normalität. Der Bundeskanzler hat diesen Mobilitätsgipfel eingerichtet oder einberufen und Verbrennungsmotor versus E-Mobilität, das war so der Tenor. Diese Geschichte ist natürlich relativ schnell zum Stocken gekommen, auch inhaltlich und vor allem auch bei den Protagonisten, die dabei waren, die sich hier natürlich sehr, sehr, sehr kontroversiell verhalten haben. Auf der einen Seite das Verbot der Verbrenner bis 2035, dann kommt der Querschuss von der Frau Bundesminister Gewessler. Deswegen ist es ja schade, dass sie nicht da ist. Das müssen wir schon 2027 vonstatten bringen. 2027 müssen die Verbrenner weg sein. Das heißt, wo ist hier die Planungssicherheit auf der einen Seite der Automotive-Industrie und auf der anderen Seite natürlich auch für die Verbraucher und Konsumenten, aber natürlich auch der Wirtschaft. Und diesbezüglich bringe ich einen Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Walter Rauch, Kasecker und weitere Abgeordneten betreffend Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen muss verhindert werden. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, sich vehement gegen das von den Institutionen der Europäischen Union forcierten Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen zu positionieren. Darüber hinaus wird die Bundesregierung mit Nachdruck aufgefordert, sämtliche Pläne, welche eine Verschärfung des Verbrennungsmotorverbots bedeuten würde, sofort fallen zu lassen. Und nachdem ja auch der Bundesminister für Finanzen da sitzt, Herr Bundesminister, das würde auch gleichzeitig bedeuten, ein Ausfall der Mineralölsteuer. Vor allem alles, was damit mitschwingt. Das wären ja weniger Einnahmen bei der Mineralölsteuer. Wesentlich weniger, alles was im Verkehrsbereich betrifft, also alles was die Mobilität betrifft. Jetzt meine Frage, Herr Bundesminister, Sie sind ja einer meiner nächsten oder übernächsten Redner. Wie wollen Sie das kompensieren? Wie wollen Sie diesen Ausfall der Mineralölsteuer in dieser Art und Weise kompensieren an Einnahmen? Das ist wirklich eine Herausforderung, auch für den Staatshaushalt auf der einen Seite, aber natürlich auch gleichzeitig, was ist der Ansatz? Gibt es dann eine neue Pkw-Steuer auf alle E-Fahrzeuge? Gibt es dann vielleicht eine flächendeckende Straßen- oder Kilometermaut auf alle Verkehrsteilnehmer? Also Sie werden hier einen Plan haben, wie Sie diesen Ausfall der Mineralölsteuer in dieser Art und Weise kompensieren wollen. Und hier bin ich gespannt, wie Ihre Antworten in diesem Bereich auch sein sollen, was den Verbrenner in dieser Art und Weise betrifft. Vor allem wird es
spannend, Ihre Erklärung in dem Bereich. Wir sagen ja ganz klipp und klar, wir sind gegen diese grüne Inflation, das Aussetzen vor allem im Energiebereich des Merit-Order-Systems, der Wegfall der CO2-Steuer, was ein wesentlicher Punkt ist, und natürlich auch, was wichtig ist, gegen die Sanktionen gegen Russland. Und einen Punkt, weil auch der Herr Bundesminister raucht als Konsumentenschutzminister, und das war es gerade aktuell jetzt auch in den Medien wieder war. Es war der Punkt betreffend Bargeld, war ja sehr präsent. Jetzt hat der Rewe-Konzern angekündigt, über 100 Bankomaten aus den Filialen zu schließen, abzubauen, wegzutransportieren. Das heißt, so weit weg ist unser Antrag nicht, dass wir das Bargeld auch in der Verfassung haben wollen und brauchen. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht daher auch mit in Verhandlungen, Herr Abgeordneter Gerald Luarca. Am Wort ist jetzt Gerald Luarca, der Sprecher für Wirtschaft und Industrie bei den NEOS. Liebe Frau Adelberger in der Bundesregierung, geschätzte Frau Staatssekretärin, dass wir uns heute hier zu diesem Themenpunkt unterhalten, hat zwei Gründe. Ein Grund ist, dass die SPÖ einen Justamentstandpunkt einnimmt. Opposition ist, wenn man es seriös betreibt, ein schwieriges Geschäft, wenn man sich jedes einzelne Abstimmungsstück genau anschauen muss und halt manchmal mit der Regierung mitstimmt und manchmal dagegen. Man macht es sich zu einfach, wenn man grundsätzlich dagegen ist, ohne nachzudenken. Der zweite Grund ist, dass dieses Parlament die technischen Möglichkeiten einer elektronischen Abstimmung nicht nützt. Wenn wir das nämlich nicht letzte Woche gehabt hätten, hätten wir die Abstimmung gewonnen mit 2/3 und wir könnten uns das heute schenken. Und warum, wenn sich die geschätzten Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, warum haben wir dann keine elektronische Abstimmung? Weil die alten Parteien gerne ihre Abgeordneten kontrollieren wollen und das kann man besser, wenn die aufstehen müssen, als wenn sie einen Knopf drücken. Ja. Warum braucht es dieses Energieeffizienzgesetz? Wir haben ein Interesse an der Versorgungssicherheit mit Energie und zwar brauchen die Unternehmen diese Versorgungssicherheit. Das nämlich im Lichte dessen, dass in den USA und in Kanada die Energiepreise ein Viertel dessen betragen, was sie bei uns betragen. Und wenn man dann noch sagt, in Amerika, in Kanada ist die Energie billiger, ich habe weniger Bürokratie, ich habe auch keinen schlimmeren Arbeitskräftemangel als hier und ich habe weniger Steuern, dann könnte natürlich ein Unternehmen aus der Metallverarbeitung, aus der Stahlindustrie, aus der Chemie, Pharmawirtschaft oder Papierproduktion auf die Idee kommen, dann gehe ich halt woanders hin. Und um denen die Sicherheit zu geben, dass sie in Österreich gut aufgehoben sind, dafür brauchen wir dieses Gesetz. Und die Strompreiskompensation, die Kollegin Graf schon angesprochen hat, die wird halt rückwirkend für das Jahr 2022 beschlossen. 20 von 27 EU-Mitgliedstaaten haben eine langfristige Lösung gefunden für den Unterschied der Strompreisniveaus. Wir machen in Österreich nur eine rückwirkende Lösung für ein Jahr. Das Problem ist also aktuell wieder für die Unternehmen vorhanden. Antrag zum Energieeffizienzgesetz, der keine Zweidrittelmehrheit gehabt hat im letzten Plenum, der wurde jetzt abgeschlankt, damit er keine Zweidrittelmehrheit braucht, aber jetzt ist er halt auch nicht viel mehr als eine Willenserklärung, den Energieverbrauch zu reduzieren. Das ist halt substanziell wenig, weil die Zweidrittel nicht vorhanden sind. So kommen auch andere Materien nicht in die Gänge, das Erneuerbaren Wärmegesetz, Grüngasgesetz und so weiter. Und dann fragen Sie sich vielleicht als Zuschauer, warum wollen jetzt die Liberalen für alles ein Gesetz haben? Weil die Unternehmen Rechtssicherheit brauchen, damit sie wissen, was gilt denn in ein paar Jahren? Unter welchen Voraussetzungen arbeiten wir hier, produzieren wir hier und schaffen wir hier Arbeitsplätze? Das betrifft Bauträger, Installateure, betrifft Produktionsbetriebe, die müssen wissen, was für sie gilt, weil Rechtssicherheit ein Standortfaktor ist. Und es ist ein bisschen bedauerlich, dass gerade Österreich bei Rechtssicherheit nicht stark aufscheint. Und wenn Sie dann wollen als Bundesregierung, dass diese Industriebetriebe ihre Prozesse elektrifizieren und von fossilen Brennstoffen wegkommen, dann müssen die aber auch wissen, wann kommt meine Stromleitung. Dann können sie es nicht brauchen, dass 3 Anrainerorganisationen und 4 NGOs alles blockieren und ein Bürgermeister auf die Trasse einen Hühnerstall widmet.
dann will nämlich unter diesen Voraussetzungen das Unternehmen vielleicht doch lieber das billige Gas in Texas haben und wandert ab. Und dann haben wir das Unternehmen nicht mehr und die Arbeitsplätze nicht mehr. Wir brauchen diese Klarheit über die Gesetze und wir brauchen von der Regierung einen glaubhaften Plan, wie die Energie zu konkurrenzfähigen Preisen für die Unternehmen zur Verfügung steht. Dankeschön. Nun hat sich der Herr Finanzminister Magnus Brunner gemeldet. Bitte, Herr Minister. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Wir haben als Bundesregierung sehr umfassende, zahlreiche Maßnahmenpakete gegen die Teuerung geschnürt bereits. Wir haben versucht, gezielt den Schwächsten auch in der Gesellschaft zu helfen, den Familien vor allem auch. Ich darf aus dem Budgetdienst, vom Budgetdienst des Parlaments auch zitieren, der klar festhält, dass an Personen in der unteren Einkommenshälfte insgesamt 92% der Gesamtmittel ausgeschüttet werden. Das ist doch beeindruckend. Und die untere Einkommenshälfte knapp 580 Millionen Euro, also 80% des Gesamtvolumens aller Hilfsmaßnahmen erhält. Das ist, glaube ich, gut, weil wir versuchen, treffsicher zu sein, zielgerichtet zu sein. Und der Standort ist natürlich auch stark betroffen von diesen Teuerungen. Und damit Österreich auch in Zukunft einen wettbewerbsfähigen Standort beibehalten kann, Arbeitsplätze natürlich auch erhalten werden können, sind weitere Verbesserungen aufgrund dieser zahlreichen Krisen natürlich auch notwendig. Und wir haben auch in dem Bereich umfassende Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ich denke an die Körperschaftssteuersenkung, ich denke auch an die steuerfreie Mitarbeiterprämie beispielsweise, ein wichtiger Punkt, aber auch die Steuerreform, die wir durchgezogen haben, ganz zu schweigen von der Abschaffung der kalten Progression und anderen Dingen. Vielleicht darf ich mich kurz, weil das Energieeffizienzgesetz schon von unterschiedlichsten Redner und Rednerinnen berührt worden ist, mich auf die Strompreiskompensation beziehen, weil das für den Standort Österreich natürlich ganz entscheidend auch ist. Die Strompreise in Europa sind vor allem natürlich auch aufgrund der hohen Zertifikatspreise im europäischen Emissionshandel, aber auch aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine signifikant gestiegen in den letzten Monaten. Und deswegen haben insbesondere energieintensive Unternehmen, Stahlbereich, Papierbereich, Chemieindustrie natürlich auch im internationalen Wettbewerb gewisse Nachteile. Und ja, wurde vorher erwähnt, andere Staaten sind bereits diesen Weg gegangen und wir gehen diesen Weg jetzt auch, um die Kostenbelastung der Unternehmen zu mindern und die Bedrohung auch von Carbon Leakage, also von diesem Abwandern der energieintensiven Industrie ins Ausland aufgrund von niedrigeren CO2- und Energiepreisen, also in Drittländer, auch entsprechend zu verhindern. Und deswegen haben wir dieses Stromkostenausgleichsgesetz jetzt auf den Weg gebracht. Übrigens 233 Millionen Euro, die hierfür budgetiert werden. Das ist ein wichtiger Schritt für den Standort, für den Erhalt auch der Arbeitsplätze. Jetzt ist der Kollege Keck leider nach draußen gegangen, aber ich kann mich da nur anschließen. Das ist wirklich interessant, gegen ein solches Gesetz zu stimmen, das insbesondere die energieintensive Industrie, und für die setzt er sich ja normalerweise intensiv auch ein, heute dagegen stimmt. Vielleicht auch zum Standort noch ein paar Sätze, weil die Inflation vom Kollegen Matznet auch angesprochen worden ist. Die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich ist gerade im Vergleich, im europäischen Vergleich, eine durchaus positive. Wir hatten letztes Jahr ein Wachstum von 5%. Dieses Jahr liegen wir jetzt bei 0,4, 0,5, weit über dem europäischen Schnitt, weit über Deutschland natürlich auch. Das ist sicher gut und wichtig. So, und warum sind wir jetzt bei der Inflation, Kollege Matznetter, da sollte man schon etwas faktenbasierter, glaube ich, argumentieren. Warum sind wir höher wie beispielsweise Spanien oder Frankreich? Spanien hat eine Reduktion des realen Haushaltseinkommens von 6%. Wir haben eine Steigerung. Frankreich hat ein Minus von 4%. Wir haben eine Steigerung. Es gibt kein Land auf dieser Welt, das eine niedrige Inflation, ein hohes reales Haushaltseinkommen, hohe Lohnabschlüsse, ein hohes Wachstum, eine hohe Kaufkraft und vielleicht gerade ein ausgeglichenes Budget auch noch hat. Also hier sollte man etwas faktenbasierter, glaube ich, argumentieren. Danke. Finanzminister Magnus Brunner war das, der hier über das Strompreiskostenausgleichsgesetz referiert hat, es verteidigt hat. Es geht darum, energieintensive Industrie
zu unterstützen, damit sie im internationalen Wettbewerb gut bestehen kann. Am Wort ist jetzt von der SPÖ Petra Oberrauner. Geschätzte Minister, Frau Staatssekretärin, ich darf zuallererst die HTL Pinkerfeld Gebäudetechnik 4. Klasse bei uns heute begrüßen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf jetzt Stellung nehmen zum Energieeffizienzgesetz und die Gründe, warum die SPÖ sich so benimmt, wie sie sich benimmt. Viele finden das ja, wir machen es uns leicht, Herr Lorca, wir machen es uns nicht leicht, wir machen es uns ganz genau so schwer, wie es die Menschen in diesem Lande haben. Wir versuchen, die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger, für die wir auch gewählt wurden, zu unterstützen, auch in schwierigen Zeiten. Und den Herrn Würginger, auf den komme ich auch gleich zu sprechen. Was führen wir auf? Ja, wir führen auf, dass wir uns genau anschauen, ob es eine Verteilungsgerechtigkeit und eine Chancengleichheit gibt in diesem Lande, auch in diesem Bereich. Und wenn der Herr Würginger sich herstellt und sagt, ja, das nehmen wir ja eh aus den CO2-Zertifikaten, aus diesem Topf, dann darf ich Sie informieren, das ist ein Topf, der handelt die Emissionen. Und am Ende des Tages wird das, was dort gezahlt wird von den Verursachern, auf die Preise aufgerechnet und die Bürgerinnen und Bürger zahlen sich das wieder. Also was ist das? Es sind nicht Steuern, aber es ist etwas, was der Bürger schon gezahlt hat und die Bürgerin. Warum sollen wir 105 Millionen akzeptieren, die schon vorher von der Bevölkerung bezahlt worden sind? Wir wollen Geld und wir wollen vor allem strukturelle Maßnahmen, die langfristig wirken. Und ehrlich gesagt, dass Ihnen 200 Euro im Monat, die man beantragen muss, was die alten Menschen nicht einmal machen mit dem Computer, weil sie das gar nicht haben, für einen Monat und 12 Monate Zahlung, das ist ein Witz und das ist eine Verhöhnung der Bevölkerung. Wir sind alle nicht dumm. Das ist leider so für Sie. Und wenn Sie schon uns nicht glauben, dann reden wir über die EU und über das Vertragsverletzungssystem. Wie der Name schon sagt, Vertragsverletzung ist eine Verletzung eines Vertrages, den wir abgeschlossen haben. Sie haben nicht umsonst diese Route im Fenster und Strafzahlungen, weil Sie Ihre Aufgaben nicht erfüllen. Und nur das ist das, was wir auch sagen. Und dann daher zu kommen und zu sagen, die SPÖ verhindert das. Wir verhindern nicht, dass das Gesetz stattfindet. Wir verhindern, dass sie die Bevölkerung links liegen lassen, die jetzt schon mit ihrem Leben nicht zurechtkommen finanziell. Also die EU gehört sicher, ist kein Mitglied der SPÖ. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir haben aber noch einen zweiten Punkt, den ich da ansprechen will. Auch der Rechnungshof hat zu ihrem Entwurf gesagt und beanstandet, dass es keine Regelungen etwa im Hinblick auf eine Gesamtstrategie zur Vermeidung und Verringerung von Energiearmut gibt oder eine Definition für Energiearmut, die überhaupt definiert ist. Also bitte, der Rechnungshof gehört auch nicht zur SPÖ meines Wissens. Und beim ersten Mal, weil Sie immer sagen, Sie vertreten die Menschen, beim ersten Ausschuss, wo es möglich war, durch die EU Mehrwertsteuer zu halbieren und Förderungen zu geben für die Menschen, hat der Herr Kollege Hammer im Ausschuss gesagt, was wir überhaupt glauben, sowas auf den Tisch zu bringen, Sie werden ja nicht die fossilen Verbrenner unterstützen. Diese fossilen Verbrenner leben in Mietwohnungen, können sich die Miete kaum leisten, die Energie schon sowieso nicht heute, und die suchen sich die Heizung nicht aus. Und da sei Ihnen einmal ins Standbuch geschrieben, Ihre theoretischen Möglichkeiten, die Sie aus den, in den Reden sozusagen forcieren, bringt für die Menschen gar nichts. Und der Herr Kollege Schroll heute im Ausschuss hat von der Frau Tanja Graf zu hören bekommen, er ist verwirrt. Ich möchte Ihnen nur sagen, seine Haltung ist ein Zeichen höchster Intelligenz. Nächster Redner, Herr Martin, Abgeordneter Martin Litschauer. Konversation. Zwischenrufe sind zwar möglich, aber am Wort ist der Herr Abgeordneter Litschauer und er hat noch nicht die Gelegenheit gehabt, also wir geben sie ihm jetzt. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, sehr geehrte Präsidentin, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, auch ein
danke, dass die HTL für Gebäudetechnik heute da ist. Da vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe 2010 ein Haus gekauft. Das hatte damals bei den Vorbesitzern einen Stromverbrauch von 9000 Kilowattstunden. Jetzt bin ich Energieberater und habe das dann optimiert. Nach 2 Jahren war der Stromverbrauch bei 1500 Kilowattstunden, ein Sechstel des ursprünglichen Verbrauches. Das nennt sich Energieeffizienz. Und das geht manchmal relativ leicht erreichen. Und Energieeffizienz ist Energieverbrauchen, das heißt weniger verbrauchen, ohne dass man es merkt. Oder idealerweise nur dann auf der Stromrechnung, wenn nämlich die kleiner geworden ist. Und deswegen ist dieser Punkt der Energieeffizienz ganz wichtig, denn Energieeffizienz trägt dazu bei, dass die Nachfrage reduziert wird an Energie und das senkt die Preise. Und das ist eigentlich der springende Punkt für dieses Energieeffizienzgesetz. Und da kann ich die Freiheitliche Partei überhaupt nicht verstehen, wenn sie sagen, wir können dem nicht zustimmen, weil das ist eine Vorgabe der EU. Das ist eigentlich nur sekundär. Energieeffizienz heißt Energienachfrage senken, heißt Energiepreise senken, heißt Standort sichern. Ja? Sie wollen offensichtlich nicht den österreichischen Standort sichern. Sie wollen nur sichern, dass weiter russisches Gas nach Österreich fließt. Andere Interessen kann ich leider nicht erkennen. Und auch an die SPÖ, ich habe gesagt, wir senken mit Energieeffizienz Energiepreise. Das Energieeffizienzgesetz wurde zwar als Klimaschutzgesetz angesprochen, aber es ist ein maßgebliches Gesetz gegen die Teuerung. Gerade beim Energiebereich ein maßgebliches Gesetz gegen die Teuerung. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass Sie einem Gesetz, das der Teuerung entgegenwirkt, nicht zustimmen können. Und wenn Sie hier sprechen, es ist nichts passiert, dann würde ich Ihnen mal empfehlen, schauen Sie mal auf die Homepage energie.gv.at, da sehen Sie nämlich, was passiert ist. Die Klimaministerin war sehr wohl aktiv und wir sehen das dort in einem Jahr, vom März 2022 auf März 2023. Minus 7% beim Stromverbrauch in Österreich, minus 24,9% beim Gasverbrauch. Die Bundesregierung hat hier geliefert. Und da brauchen Sie nicht erklären, es ist nichts passiert. Zeigen Sie mir eine Bundesregierung in der Vergangenheit, die jemals mehr innerhalb eines Jahres an Strom und Gas eingespart hat. Die finden Sie nicht. Und jetzt müssen wir fortsetzen. Und die Fortsetzung heißt Energieeffizienzgesetz. Und natürlich hätte man die Bundesländer mit verpflichten müssen. Aber vielleicht war das ja genau Ihr Ansinnen bei der SPÖ und auch bei den Freiheitlichen. Vielleicht wollen Sie ja nicht in den Bundesländern, wo Sie mitregieren müssen, wo Sie Verantwortung haben, auch Verantwortung nehmen und lehnen deshalb auch diese Zustimmung ab. Ja? Weil es ist ja bequem, wenn man sich in den Bundesländern zurücklehnen kann und die Verantwortung nicht tragen wollen. Stellen Sie sich nicht her und sagen, Sie tragen Verantwortung. Nein, das tun Sie nicht. Und beim Stromkostenausgleichsgesetz unterstützen wir natürlich Energieunternehmen, die getroffen sind von diesen Preissteigerungen, auch beim CO2. Da geht es darum, dass wir den Standort sichern, dass wir die Lieferketten in Österreich instand halten und die Transformation einleiten. Mit Energieaudits, auch hier mit Energieeffizienz, die Unternehmen in eine klimaneutrale Zukunft leiten. Das ist unsere Aufgabe, das wollen wir umsetzen. Hier zwei Parteien offenbar nicht. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Maximilian Lindner. Martin Litschauer war das von den Grünen, der hier sich deutlich für das Energieeffizienzgesetz ausspricht. Eine höhere Energieeffizienz würde auch eine geringere Nachfrage bedeuten und das wiederum würde die Preise sinken lassen. Geschätzte Kollegen, liebe Damen und Herren, Kollege Litschau, wenn man Zweidrittelmehrheit hat, kann man alleine entscheiden. Wenn man sie nicht hat, muss man verhandeln. Und verhandeln heißt nicht herstehen und anschaffen, sondern das heißt, mit dem Regierungspartner oder mit dem Koalitionspartner oder mit der Opposition zu reden, welche Ideen die Koalition hat. Das funktioniert nur in autoritären Staaten, dass die Regierung anschafft, was das Parlament zu tun hat. Mag sein, dass das ihre Denkweise ist. Unsere ist es nicht. Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, wir haben gehört, dass es mitunter eine Forderung der SPÖ und auch der Arbeiterkammer war, diese Koordinierungsstelle einzurichten zur Bekämpfung der Energiearmut. Als wir mitgekommen, dass die SPÖ nicht zustimmt, der Zweidrittelmehrheit, war es für uns eigentlich klar, dass diese Koordinierungsstelle nicht kommt.
sind wir aber heute eines Besseren belehrt worden im Ausschuss, dass der Herr Minister ganz heute da im Parlament ganz stolz gesagt hat, sie kommt. Der Kollege Hammer hat im Ausschuss gesagt, wow, die kommt, die ist wichtig. Liebe Damen und Herren, was heißt diese Koordinierungsstelle, dass man sich das noch ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt? Diese Koordinierungsstelle zur Bekämpfung der Energiearmut bedeutet, dass als erstes einmal eine Geschäftsstelle eingerichtet wird. Eine Geschäftsstelle, die jährlich 1 Million Euro kostet. Aber nicht, weil sie Geld verteilen können, nicht, weil sie irgendjemand helfen wollen. Nein, das braucht der Apparat selbst. Die Verwaltung braucht 1 Million Euro im Jahr. Die Aufgaben dieser Koordinierungsstelle ist die Beauftragung und Erstellung von Studien. Das Erstellen von periodischen Berichten. Und meine Damen und Herren, das ist etwas ganz Wichtiges für die Menschen, die sich in Strom nicht erzeugen können, die vielleicht in manchen Bereichen nicht mehr in der Lage sind, ihren Haushalt so zu führen, wie es passt. Für die ist ganz wichtig, dass sie periodische Berichte kriegen, dass sie die anschauen können, damit sie wissen, was los ist. Es ist auch ganz wichtig, dass eine Kommission eingerichtet wird. 15 bis 20 Regierungsstellen werden in dieser Kommission mitarbeiten. Diese Kommission, diese Koordinierungsstelle hat die Aufgabe, die Abgabe von Empfehlungen gegen die Energiearmut. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wisst ihr, mit was ich das vergleiche? Wenn man beim See einen zuschaut, der ertrinkt, dass ich dann hinstehe und sage, du, es gibt einen Schwimmkurs und die Formulare für den Schwimmkurs kannst du da drüben runterladen. Genau mit dem kann man es vergleichen. Nein, die Leute brauchen Hilfe draußen und nicht irgendwelche Berichte und Koordinierungsstellen und periodische Berichte. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, diese Koordinierungsstelle macht eines. Sie produziert Verwaltung, Verwaltung und noch einmal Verwaltung. Ich habe das schon letztens im Plenum gesagt. Und was mir eigentlich ein bisschen enttäuscht ist, seid ihr, liebe Kollegen von der ÖVP. Wir haben im Regierungsprogramm mit den gemeinsamen 2017er Jahr als eines der wichtigsten Überschriften gehabt, Abbau von Strukturen und Abbau von Verwaltung und einen schlankeren Staat. Meine Damen und Herren, ich glaube, wenn ihr von dem Prinzip auch verabschiedet habt, ist es höchste Zeit für Neuwahlen, Zeit für eine FPÖ-geführte Bundesregierung, damit das Geld wieder bei den Menschen ankommt und nicht in den Strukturen und in der Verwaltung versickert. Maximilian Lindner von der FPÖ war das. Der vorerst letzte Redner für die Tagesordnungspunkte 1 und 2 ist jetzt von der ÖVP, Joachim Schnabel. Herr Minister, Frau Staatssekretärin, hohes Haus, geschätzte Damen und Herren. Ja, der Herr Kollege Linder von der FPÖ hat gesagt, die Regierungsparteien sollen mit der Opposition miteinander sprechen, um auf die Ideen der FPÖ im Klimaschutz zu gehen. Kollege Lindner, geschätzte FPÖ-Fraktion, seit fast vier Jahren habe ich Ihnen zugehört und Sie haben keine einzige Idee zum Klimaschutz. Sie sagen immer nur, Klimaschutz ist wichtig, präsentieren keine Maßnahme und man muss wirklich sagen, Sie schwadronieren oft in gewissen Dingen etwas daher, was nicht passt. Der Kollege Kasecker von der FPÖ hat in seiner ersten Rede so militant mit Torpedos herumgesprochen. Klimaschutz gefährdet Demokratie, haben Sie ausgesprochen. Umgekehrt ist es. Kein Klimaschutz gefährdet Demokratie, kein Klimaschutz führt dazu, dass die Autokratien stärker werden. Und mit ihrer Art und Weise, wie sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern umgehen, das geht nicht mehr weiter, weil sie akzeptieren überhaupt nicht, ob das jetzt Corona ist, ob das das Klima betrifft, was die Wissenschaft sagt. Und vor allem im Klimaschutz gibt es über 90.000 Wissenschaftler, die hier ganz klar sagen, wir haben eine Erderwärmung und wir müssen hier Maßnahmen treffen. Ja, Herr Kollege Kickl, und weil immer wieder China als Beispiel genannt wird, man muss schon kurz zusammenfassen, China macht mehr in erneuerbarer Energie als Amerika und die Europäische Union zusammen. 49% der Windkraftwerke entstehen in China, 44% der Photovoltaikanlagen weltweit entstehen in China. Also auch da hinkt der Vergleich und sind sie leider nicht richtig. Genauso wie sie nicht richtig sind, dass der CO2-Bepreis oder die CO2-Bepreisung nur in Österreich, nur in der EU stattfindet. 50 Staaten weltweit haben mittlerweile ein CO2-Bepreisungssystem. Ja, Herr Kollege Rauch, danke, dass Sie sich zu meinem Outfit äußern. Ich würde aber Ihnen empfehlen, was das Thema
Energiewende im Verkehrssektor betrifft, sich beim Kollegen Hofer zu erkundigen, weil der hat am 28. Mai 2018 gesagt, das Elektroauto wird in Zukunft in Österreich auch eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Also erkundigen Sie sich selbst einmal im Club intern. Und ich sage Ihnen, wir von der ÖVP, wir betreiben den Klimaschutz so, dass Wertschöpfung passiert und dass dementsprechend auch die Natur und das Lebensumfeld für unsere nachhaltige Generation da ist. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, was ist eine staatstragende Partei? Ich habe mich in der letzten Zeit sehr oft gefragt, warum Sie wirklich aus einer geschichtlichen Dimension heraus Ihre Werte verloren haben. Wie die ÖVP unter Kreisky in der Opposition war, hat die ÖVP bei 76 Zweidrittelgesetzen mitgestimmt. Bei 76 Zweidrittelgesetzen. Also wir haben immer gewusst, was es heißt, für dieses Land zu arbeiten und wie wichtig es ist, als staatstragende Partei hier bei gewissen Gesetzen mitzustimmen. Wir waren immer konstruktiv und haben das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Auge behalten. Die Kollegin Heer ist wirklich vermutlich die Einzige in ihrer Partei oder eine der wenigen, die sich effektiv für den Klimaschutz einsetzt. Und es ist wirklich betrüblich, dass Sie von der Abschaffung der CO2-Bepreisung bis allen anderen Dingen nicht mehr mitstimmen und keinen Klimaschutz mehr mitbeschließen. Sie fordern ihn und setzen ihn nicht um. Und eines muss man noch sagen, weil es noch nicht angesprochen wurde, zum Energieeffizienzgesetz. Wir haben im vergangenen Jahr 2022 376 Terawattstunden Gesamtenergie in Österreich verbraucht und schon 5% gegenüber dem Jahr 2021 einsparen können, zugegebenermaßen mit viel Aufwand. Aber es zeigt auch, dass vieles möglich ist und dass diese 18%, die wir mit diesem Energieeffizienzgesetz beschließen, durchaus umsetzbar sind. Und vor allem, wie der Kollege Hammer von den Grünen gesagt hat, dass eingesparte Energie die beste Energie ist. Und ich verstehe es auch nicht ganz, warum vor allem aus Sicht der Bauwirtschaft, die SPÖ, der Baugewerkschaft der Muchitsch hier nicht zustimmt. 190 Millionen, die vor allem im Bereich der Gebäudesanierung investiert werden, die vor allem jetzt, wo die Baukonjunktur quasi das Hoch erlebt hat und vor allem die Gebäudesanierung ein wesentlicher Faktor ist, um hier dementsprechend Arbeitsplätze zu schaffen. Sie stimmen nicht zu, 190 Millionen in die Bauwirtschaft zu investieren. Geschätzte Damen und Herren, wir von Seiten der ÖVP tragen eben mit dem Beschluss des Energieeffizienzgesetzes gemeinsam mit den Koalitionspartnern und dem Stromkostenausgleichsgesetz Verantwortung für Österreich. Wir ersparen den österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern 7 Millionen Euro an Strafzahlungen. Wir sichern den Standort ab. Wir haben Maßnahmen gegen Carbon Leakage, wir unterstützen die Industrie und vor allem für den Klimaschutz gehen wir mit Verantwortung voraus, weil auch Klimaschutz braucht Verantwortung und Klimaschutz gelingt nur mit Wertschöpfung. Vielen Dank. Joachim Schnabel von der ÖVP war das, der hier nicht mit Kritik an den Oppositionsparteien spart. Letzte gemeldete Rednerin ist jetzt ebenfalls von der ÖVP, Maria Theresia Niss. Sehr geschätzter Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn ich Sie jetzt nicht hier im Saal sehe, möchte ich trotzdem die Möglichkeit nutzen, mich auch bei der Kollegin Randy Wagner zu bedanken. Ich habe Ihren Einsatz immer sehr geschätzt oder ich schätze ihn, auch den Respekt, wie respektvoll sie mit Kollegen und Kolleginnen umgegangen ist. Und ich habe wirklich ihre Standhaftigkeit bewundert, mit der sie mit Querelen aus der eigenen Partei umgegangen ist. Und ich möchte wirklich für die Zukunft alles, alles Gute wünschen. Möchte ich aber zum Thema kommen. Der Tag heute ist ein guter und ein wichtiger für die Industrie und vor allem für die Leute und für die Arbeiter, die darin arbeiten und vor allem in der energieintensiven Industrie. Denn wir sichern heute mit dem Stromkostenausgleichsgesetz, dass die Industrie wettbewerbsfähig bleibt. Vielleicht erkläre ich Ihnen auch, was wir hier beschließen, weil das ist gar nicht so einfach zu verstehen.
Es ist so, dass die Kosten, die durch den Kauf von Zertifikaten entstehen, die in letzter Zeit natürlich stark gestiegen sind, an die Kunden weitergegeben werden. Und das ist natürlich gerade für die energieintensive Industrie, die Metallindustrie, die Stahlindustrie, die Chemieindustrie, die Papierindustrie, wo wir ja einen sehr, sehr starken Sektoren in Österreich auch haben, tatsächlich wettbewerbsfähig nachteilig. Und es ist tatsächlich die Gefahr, dass viele von diesen Industrien, Betrieben etc. auch abwandern. Diese Gefahr ist real, sie nennt sich Carbon Leakage und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Betriebe und ich habe die Industrie schon lange nicht mehr so besorgt gesehen wie in letzter Zeit. Das ist aber nicht nur schlecht für den Standort, sondern, meine Damen und Herren, das ist auch schlecht für das Klima und zwar für das Weltklima. Denn was passiert denn? Wir in Österreichs Industrie produzieren normalerweise sehr, sehr umweltfreundlich. Das ist in der Papierindustrie so, das ist in der Stahlindustrie so, in der Metallindustrie so, überall. Und es ist ja so, dass die Industrie nicht einstellt, sondern dass sie abwandert. Ja, also die Emissionen wandern ab und mit ihnen aber eben auch die Arbeitsplätze. Und ich glaube, das ist nicht im Sinne von Österreich. Daher hat die EU auch die Möglichkeit eingeräumt, dass eben diese Ausgleichskosten auch ausgeglichen werden. Das war 2013 so und viele der Länder in unserem Umfeld haben das auch schon in Anspruch genommen. Ich darf Ihnen hier eine Grafik nehmen. Sie sehen, wir sind hier umgeben von Ländern, die das schon haben. Das ist Deutschland, das ist Frankreich etc. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir das jetzt auch tun, dass wir dieses Stromkostenausgleichsgesetz auch heute beschließen. Es ist höchste Eisenbahn für das Klima, für den Standort, aber vor allem auch für die Arbeitsplätze. Und deswegen möchte ich auch zur SPÖ kommen. Ich verstehe wirklich nicht, wie ihr hier dagegen stimmen könnt. Ich meine, ich merke es eh schon, es ist euch ein bisschen unangenehm, weil es hat niemand von euch das jetzt im Plenum erwähnt. Ihr könnt es nämlich gar nicht verteidigen. Ja? Der Kollege Matznetter hat im Ausschuss all sein Pulver verschossen. Ich glaube, er wurde auch widerlegt. Deswegen hat er es wahrscheinlich jetzt auch gar nicht erwähnt. Aber Herr Kollege Keck, ich verstehe einfach nicht, wie Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen erklären können, dass Sie hier heute tatsächlich dagegen stimmen, dass Sie es in Kauf nehmen, dass Arbeitsplätze abwandern. Wie funktioniert das? Erklären Sie mir das. Wie stehen Sie morgen oder nächste Woche vor Ihren Kollegen und Kolleginnen? Bitte überlegen Sie sich vielleicht doch noch einmal. Das, was man nämlich auch sagen muss, das, was wir hier beschließen, ist treffsicher. Denn wen fördern wir? Wir fördern nur die Betriebe, die tatsächlich diesen erhöhten Kosten auch ausgesetzt sind und wo es eine tatsächliche Gefahr einer realen Abwanderung geht. Noch genauer und noch treffersicherer können wir diese Förderung gar nicht machen. Und zweitens, es ist eine Förderung, die sich die Industrie selbst zahlt. Es werden nämlich 75% von den Erlösen, die von den CO2-Zertifikaten kommen, dafür verwendet. Der Minister hat schon erwähnt, 233 Millionen Euro, sie kommen aus der Industrie. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir dieses Gesetz heute auf den Weg bringen. Wir machen es rückwirkend, wir machen es für 2022. Und es ist mein dringlicher Appell, und hier schaue ich auch zu unserem Koalitionspartner, dass wir das erweitern. Ich sage es auch deswegen, es ist wichtig für das Land. Wir sind ein Industriestandort und es ist mir lieber, als wir sind ein Industriestandort, als wir sagen irgendwann einmal, die Industrie stand dort. Es ist im Interesse der Arbeitsplätze, des Wohlstands, des Klimas und eigentlich dachte ich mir auch immer im Interesse der SPÖ, aber dessen werde ich heute leider eines Besseren belehrt. Danke. Nun ist der Herr Abgeordnete Dietmar Keck am Wort. Da gibt es offenbar noch eine Nachmeldung. Danke, Frau Dietmar Keck hat sich noch zu Wort gemeldet. Es ist schon eine Freude, wenn sich die ÖVP freut, wenn ein SPÖ-Abgeordneter rausgeht. Aber nur zur Thematik, meine Damen und Herren. Einmal das Erste, was ich hier klarstelle. Ich bin kein Abgeordneter der Voestalpine. Ich bin Abgeordneter des Bezirkes Linz und gewählt von den Bewohnerinnen und von den Bewohnern meines Wahlkreises des Bezirkes Linz und des Bezirkes Linzland. Um einmal das hier klarzustellen zum Ersten. Zum Zweiten, meine Damen und Herren, wieso sind denn wir dagegen? Und das ist auch, glaube ich,
sehr klar gebracht worden. Wir sind gegen die bei der Strompreiskompensierung dagegen, weil sie es nur rückwirkend für 2022 machen. Schauen Sie sich alle anderen Länder in Europa an, die haben es bis 2030 gemacht. Aber zu dem sind ja Sie nicht fähig. Wenn Ihnen wirklich was an der Industrie liegt, liebe Kollegin Graf, dann bringen Sie jetzt hier einen Entschließungsantrag ein, dass Sie die Strompreiskompensation wie in allen anderen Ländern auch bis 2030 machen. Das wäre fair für die Beschäftigten, das wäre fair für die Bevölkerung, aber nicht das, was Sie hier betreiben, liebe Frau Kollegin Graf. Und zum Energieeffizienzgesetz, liebe Kollegin Graf, was machen denn Sie mit diesem Gesetz? Genau diese, die die Gewinne abgeschöpft haben, nehmen Sie raus. Genau die stellen Sie frei und alle anderen, genau die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, genau die kleinen Leute in Österreich, lassen Sie das bezahlen. Das ist unfair, das ist ungerecht, daher sind wir dagegen. Dietmar Keck von der SPÖ ist das, der sich hier noch lautstark zu Wort meldet. Er ist seit 1998 Zentral- und Konzernbetriebsrat bei der Voestalpine. Schlusswort gewünscht. Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir jetzt zu den Abstimmungen, die ich über jeden Ausschussantrag wie immer getrennt vornehme. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 1, Entwurf betreffenden Bundesgesetz. Der Tagesordnungspunkt 1 zur Erinnerung ist das Energieeffizienzgesetz, das bei der letzten Nationalratssitzung nicht mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden konnte und heute in abgeänderter Form hier Zustimmung findet. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Alois Schroll, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Regierung muss endlich Blockadehaltung im Kampf gegen die Teuerung aufgeben. Wer spricht sich dafür aus? Das ist die Minderheit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Recht auf Grundversorgung bei Energielieferanten in Österreich. Entschuldigung? Wir haben im Croquis diesen Antrag in dieser Form, Herr Abgeordneter Wurm. Herr Abgeordneter Wurm, Kollegen, betreffend Recht auf Grundversorgung bei Energielieferanten in Österreich. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit abgelehnt. Damit haben wir jetzt noch einen Entschließungsantrag des Herrn Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen muss verhindert werden. Wer ist dafür? Das ist die Minderheit abgelehnt. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 2. Entwurf betreffend Stromkostenausgleichsgesetz 2022 samt Titel und Eingang in 2051 der Beilagen. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Damit kommen wir nun zum dritten Tagesordnungspunkt. Der dritte und für heute letzte Tagesordnungspunkt betrifft das Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleichsgesetz. Dahinter verbirgt sich ein Gesetzespaket gegen Kinderarmut. Konkret geht es darum, dass Menschen, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, in Zukunft auch 60 Euro pro Monat zusätzlich bekommen sollen. Das ist eine befristete Maßnahme, um die allgemeine Teuerung abzufedern. Dazu kommt, dass, sollten sich Kinder im Haushalt befinden, es dafür auch noch einmal 60 Euro pro Monat gibt. Diese Maßnahme ist bis Ende Dezember 2024 befristet. Ich erteile der ersten Rednerin, der Frau Abgeordneten Eva-Maria Holzleitner, das Wort. Danke. Von der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen hier heute zu einer Sondersitzung zusammen, weil vollmundig vor Wochen angekündigt worden ist, seitens der Regierungsfraktionen, und der Bundeskanzler hat es selber hier auch verkündet, dass ein großes Paket gegen die Kinderarmut kommen wird. Und was ist hier in diesem Tagesordnungspunkt enthalten? Na, nicht einmal eine Schmalspurversion, wenn wir uns ehrlich sind. Und diese einberufene Sondersitzung von uns
Diese einberufene Sondersitzung vor uns vor Wochen wurde gerade deshalb abgetan, weil die Regierung ja ach so viel gegen die Teuerung und insbesondere die Kinderarmut vorhat und einen ganz großen Wurf plane. Aber dieser große Wurf ist wirklich absolut nicht zu finden in dem vorliegenden Gesetzesantrag. Versprochen wurden Zahlungen für Kinder aus Familien, die Mindestsicherung, Sozialhilfe beziehen, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder für Alleinerzieherinnen, die weniger als 2.000 Euro brutto verdienen. Und von Beginn an war zum Beispiel unklar, was in die 2.000 Euro brutto auch tatsächlich mit einkalkuliert wird. Werden da andere Beihilfen mit einbezogen? Bezieht sich das rein auf das Gehalt? Alles unklar. Und heute wird ein Großteil dieser Zielgruppen weiterhin im Regen stehen gelassen, weil der vorliegende Antrag sich ausschließlich auf Bezieherinnen von Mindestsicherung und Sozialhilfe bezieht. Für alle anderen Zielgruppen wird mit dem heutigen Tag genau gar nichts beschlossen. Kein einziger Euro. Und außerdem parlamentarisch brauchen wir über diesen Murks gar nicht mehr weiter diskutieren, weil er kommt aus dem Wirtschaftsausschuss und nicht aus den zuständigen Ausschüssen hier im Parlament. Und es wäre höchst an der Zeit, dass die Regierungsfraktionen und die Regierung tatsächlich auch ins Arbeiten kommen würde. Halbierung der Armut stand im Regierungsprogramm. Ein Jahr haben Sie noch Zeit maximal. Und wo ist diese Halbierung der Armut? Wir sehen sie nicht. Die Zahlen geben sie nicht her. Die Armut steigt. Und salbungsvolle Worte füllen keine leeren Teller, werte Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir sehen, dass jedes fünfte, beinahe jedes vierte Kind in Österreich von Armut betroffen oder bedroht ist, so heißt das weniger Bildungschancen, weniger Teilhabe, weniger Freizeitmöglichkeiten, weniger Kreativchancen, nicht am Kindergeburtstag der Schulkolleginnen und Schulkollegen teilnehmen und vor allem auch kein gesundes oder warmes Essen regelmäßig. 17,5% der österreichischen Bevölkerung sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das heißt, dass Einkommen liegt unter der Armutsschwelle. Personen sind erheblich materiell depriviert oder leben in einem Haushalt mit geringer Erwerbsintensität. Und viele davon sind Frauen. Und wir müssen nach wie vor warten, dass sie 2 Euro am Tag Kindern zusprechen. Aus diesen Zielgruppen. Wir müssen noch immer warten. Es handelt sich um 2 Euro pro Tag, die diese Teuerung nicht abfedern werden, die Kinderarmut nicht abwenden werden. Und diese 2 Euro haben Sie nicht auf die Reihe bekommen seit Wochen. Nur vollmundige Ankündigungen. Notwendig wäre aber eine gute Absicherung. Keine Almosen. Eine Unterhaltsgarantie, die auch tatsächlich Alleinerzieherinnen und ihre Kinder unterstützt. Eine Kindergrundsicherung, keine Almosen, keine Einmalzahlungen, sondern tatsächlich ein armutsfestes Sozialnetz. Rechtsansprüche und kein Bittstellerinnentum, insbesondere weil man Angst hat vor den nächsten Wahlen und um die Gunst so mancher Wählerin oder so manchen Wähler buhlt. Sondern tatsächlich Selbstbestimmung für Kinder, für Alleinerzieherinnen, für Frauen, für die Menschen. Das Beste aus beiden Welten wurde angekündigt. Eine Versprechung. Wahrscheinlich schon eine Verheißung, würde ich fast meinen. Statt Halbierung der Armut wachsende Ungleichheit und noch immer keine wirkliche Beteiligung von Millionärinnen, Millionäre, Milliardäre, dass sie auch zur Kasse gebeten werden und ihren Beitrag leisten. Und ein kurzer Exkurs noch, weil ich bin mit wirklich viel Bauchweh zu dieser Sondersitzung gefahren. Gestern eine Veranstaltung in Linz, einige Kolleginnen und Kollegen waren auch dabei, Jugend im Dialog, wo mit jungen Menschen, die in Projekten für Arbeitssuchende dabei sind. Und diese jungen Menschen haben berichtet, sie haben kein Geld und wenn sie Hunger haben, essen sie den ganzen Tag nichts. Wenn sie Einladungen zu Schnuppertagen in Betrieben haben und dieser Betrieb nicht fußläufig erreichbar ist, müssen sie zu Hause bleiben, weil sie sich das Busticket nicht leisten können. Diese jungen Menschen dürfen wir nicht im Stich lassen. Nun ist der Herr Abgeordnete Markus Kotz am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, heute beschließen wir ein Gesetz, das
aus meiner ganz persönlichen Sicht wahrscheinlich eines der wichtigsten Hilfspakete ist, das im Rahmen dieser Teuerungsmaßnahmen beschließen bzw. dann ab morgen beschlossen haben. Heute setzen wir tatsächlich Maßnahmen zur Unterstützung von besonders armutsgefährdeten Familien und ganz besonders von armutsgefährdeten Kindern. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema, das eignet sich wirklich nicht für Polemik. Das Thema eignet sich nicht für Verunsicherungen. Wenn Verunsicherung dort herrscht, soll sie dort bitte bleiben, aber nicht bei den Betroffenen landen, die dringend diese Hilfe und Unterstützung brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil wir beschließen heute, und das war bei der letzten Sitzung eingebracht, heute beschließen wir ein Gesetz, das sicherstellt, dass Menschen, die in Mindestsicherung und Sozialhilfe sind und die Kinder haben, ab 1. Juli bis Ende Dezember nächsten Jahres, über 1,5 Jahre, monatlich zusätzlich 60 Euro für jedes Kind, das sie haben, bekommen. Und nicht nur das, Menschen in Mindestsicherung bekommen künftig auch bis zu Ende des Jahres ebenfalls 60 Euro zusätzlich. Und wir beschließen ein Gesetz, wo das Schulstartpaket für Schülerinnen, deren Eltern Mindestsicherung und Sozialhilfe bekommen, von 120 Euro auf 150 Euro aufgestockt wird und nicht nur einmal im Jahr ausbezahlt wird, sondern zweimal im Jahr ausbezahlt wird. Und davon zu sprechen, dass das keine entsprechende, dass das eine Pipifax-Maßnahme wäre, ja? Das halte ich ehrlich gesagt für den Anlass überhaupt nicht angebracht, weil es eine Hilfe für Zehntausende Menschen ist, für Zehntausende Kinder und deren Familien. Und das lasse ich mir auch nicht schlecht machen. Und wir haben heute, und da bin ich auch sehr froh, wie wir es angekündigt haben, wie es der Sozialminister angekündigt hat, wir haben heute auch die anderen Gesetzestexte eingebracht, wo ganz klar geregelt ist, dass auch jene Kinder, die aus Familien von Alleinerzieherinnen stammen, von Alleinverdienerinnen, von Kindern aus Familien, wo es Arbeitslosengeldbezieherinnen, Notstandshilfebezieherinnen gibt, die Ausgleichszulage bekommen, dass die genau die gleiche Leistung bekommen, wie es im Ministerratsvortrag auch drinnen steht. Und ich bin wirklich froh, dass damit ein für alle Mal diese Verunsicherung ein Ende hat. Klar ist, dass die Menschen, wo man gesagt hat, ihr bekommt die Hilfe, die auch entsprechend kriegen. Weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um Hunderttausende Kinder. Es geht um Hunderttausende Kinder, die von Armut betroffen sind, die armutsgefährdet sind. Und wie gesagt, da besteht dringender Handlungsbedarf. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und diese Regierung geht auch nicht zur Tagesordnung über, sondern sie handelt. Ja. Zuletzt eine reiche Gesellschaft wie die österreichische, die darf Kinderarmut nur nicht hinnehmen. Sie muss sie bekämpfen, weil kein Kind übrig bleiben darf. Und ich bin sehr froh, dass zahlreiche NGOs, Sozialinitiativen, die Wirtschaftsforscher und Expertinnen dieses Paket ausdrücklich begrüßen. Und ich bin außerordentlich froh, dass wir mit diesem Paket die finanzielle Situation von armutsgefährdeten Familien verbessern. Und wer hier ständig davon spricht, dass Maßnahmen gegen Teuerung gesetzt werden müssen, der muss diesem Paket auch zustimmen. Danke. Markus Kotzer war das, Sprecher für Arbeit und Soziales bei den Grünen. Dritte Rednerin bei diesem dritten Tagesordnungspunkt ist jetzt Beate Meinl-Reisinger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Pamela, von Herzen vielen Dank für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Ich möchte das auch persönlich dir sagen, dass ich diese Zusammenarbeit, auch deine Expertise in so schwierigen Zeiten wie der Pandemie unendlich geschätzt habe. Ich habe dich oft angerufen und gefragt, wie du etwas siehst. Und ich möchte im Namen meiner Fraktion auch sagen, dass wir deine Sachlichkeit und Integrität sehr geschätzt haben und der Meinung sind, das könnte durchaus eine höhere Dosis in der Politik vertragen. Und von Herzen alles Gute für die Zukunft. Heimat großer Töchter und Söhne. So sagt es unsere Bundeshymne, ein großes Versprechen. Aber haben alle Kinder die Chance, in Österreich große Töchter und Söhne zu werden? Können wir davon sprechen, wenn
368.000 Kinder und Jugendliche in Österreich armutsgefährdet sind, dass wir wirklich ein Versprechen abgeben, der Chancengerechtigkeit in Österreich. Das ist ein Umstand, der für eine angeblich christlich-soziale Volkspartei, die seit 1986 in der Regierung ist, eigentlich ein Armutszeugnis ist, diese Zahl. 368.000 Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind und die haben nicht diese Chancen, wie es andere Kinder haben, sich zu entfalten, ein eigenständiges Leben zu leben und ihre Talente, Neigungen und Begabungen auch zur vollen Entfaltung zu bringen. Jetzt gibt es die Inflation und das ist natürlich ein Thema, das vor allem die Schwächsten ganz besonders trifft. Wir haben in den vergangenen Monaten massiv kritisiert, wie übrigens jetzt auch alle Wirtschaftsforscher, dass sie mit der Gießkanne durchs Land gegangen sind und eigentlich jedes Problem, das sie gesehen haben, mit Geld beworfen haben. Sie haben damit die Inflation auch noch angefacht. Sie ist höher als in anderen europäischen Ländern. Das heißt, die Menschen leiden in Österreich noch mehr darunter. Unser Vorschlag war immer treffsicher zu helfen, gerade denen, die es brauchen. Das sind sicher gerade armutsgefährdete Kinder und Jugendliche. Deshalb haben wir sehr begrüßt, dass Sie eine Ankündigung gemacht haben mit einem großen Kinderarmutspaket. Und das ist das Problem hier. Sie machen eine Sondersitzung für ein Paket mit einer großen Ankündigung, eine Politik der Schlagzeilen und des Versprechens und kommen heute mit einem mageren Teil, mit einem Fünftel dessen, was Sie eigentlich angekündigt haben. Und sehr geehrte Damen und Herren von ÖVP und Grüne, das ist eine Verhöhnung, das reicht nicht, also brauchen wir keine Sondersitzung. Ich finde das eigentlich grotesk. Es erinnert mich ein bisschen an den ehemaligen Bundeskanzler Kurz, wo ich immer den Eindruck gewonnen habe, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Legen Sie ein Paket am Tisch, das ordentlich durchdacht ist, dann werden wir dem auch zustimmen. Aber nur Ankündigungen, das sollte man gerade am Rücken der Schwächsten in unserer Gesellschaft nicht tun. Es gibt ein anderes Thema, das ich aber an der Stelle auch ansprechen möchte. Also wir hätten das schon mitgetragen, das Paket, heute tragen wir es einmal nicht mit. Wir warten auf das, was da noch kommt, weil ich finde, das ist wirklich für eine Sondersitzung unwürdig, was Sie da vorlegen. Aber wir müssen noch strukturell das Thema Kinderarmut bekämpfen. Natürlich ist es richtig, in Zeiten der Teuerung mehr Geld zu geben den Schwächsten, den Kindern und Familien, die armutsgefährdet sind. Aber in Wirklichkeit haben wir ein strukturelles Problem mit Chancenungerechtigkeit in Österreich, mit Kinderarmut in Österreich. Und ich vermisse eine tatkräftige, zukunftsorientierte Bundesregierung, die sagt, so, jetzt krempeln wir mal die Ärmel hoch und schauen wir, dass wir das Problem strukturell an der Wurzel packen. Wir leben in enormen Umbrüchen und gerade jetzt muss ich doch die Weichenstellungen bieten, dass ich nicht eigentlich in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren auch nur eine Fantasie bekomme, weiter Geldgeschenke zu verteilen, sondern wirklich zu sagen, wie schaffen wir eine gerechte, freie Chancengesellschaft in Österreich. Und es ist eigentlich ganz simpel. Weil der Hebel dafür ist, und das wissen wir, die beste Bildung und Ausbildung für unsere Kinder. Das heißt, der Hebel beginnt natürlich in der Frühkindpädagogik, in der allerbesten Kinderbetreuung. Und wir wissen, dass wir da hinten nachhinken in Österreich. Das wäre doch eine strukturelle Maßnahme, die ich mir gerade auch übrigens von den Grünen erwarten würde in einer Bundesregierung, dass sie sagen, jetzt kommt der große Masterplan, wie wir das Thema Chancengerechtigkeit und damit auch Kinderarmut an der Wurzel packen. Bauen wir die Kinderbetreuung wirklich aus, schaffen wir einen Rechtsanspruch und machen wir verdammt nochmal jede Schule zu einer Ganztagesschule. Aber was machen Sie? Sie predigen ein reaktionäres Familien- und Frauenbild und geben Zahlen Frauen, damit, wenn sie ihre Kinder nicht in Betreuung geben, zukünftig Herdprämien aus. Das ist, schafft keine Chancengerechtigkeit. Das ist auch nicht das Bild einer modernen Familie, einer modernen Frau. Und es ist ein Schaden für die Kinder, denen sie die beste Bildung auch vorenthalten. Wissen Sie, was richtig ist? Das ist das, was unser Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr in Wien macht, der das ganz strukturell an der Wurzel packt. Er hat ein Paket vor, er baut die Kinderbetreuung massiv aus, er baut die Ganztagesschulen massiv aus, er hat ein Paket gegen Kinderarmut auf den Tisch gelegt, wo armutsgefährdete Familien zunächst einmal in allen Kindergärten und allen Schulen keinen Essensbeitrag, keinen Nachmittagsbeitrag mehr zahlen. In dem Paket ist beinhaltet, dass Schulen gerade für die schwächsten Kinder zukünftig auch kostenlose Schulmaterialien zur Verfügung stellen. Übrigens etwas, was Standard ist in Finnland, wo übrigens alle auch besser
abschneiden bei den PISA-Tests im Bildungsbereich. Und jetzt legt er noch eines drauf, und das ist eine wirkliche Sensation und strukturelle Maßnahme. Zukünftig sind allen Wiener Pflichtschulen für alle Kinder das, was wahrscheinlich der größte Hebel ist, auch wenn es so einfach klingt, ein gesundes, warmes Mittagessen, kostenlos. Nehmen Sie sich daran ein Vorbild. Beate Meinl-Reisinger war das, die Klubobfrau der NEOS, die hier von 368.000 Kindern und Jugendlichen in Österreich spricht, die von Armut betroffen sind. Übrigens, die meisten Kinder in Ein-Elternhaushalten sind armutsgefährdet, nämlich fast die Hälfte, 52%. Am Wort ist jetzt von der FPÖ Philipp Schrangl. Versagt auch in der Bekämpfung der Auswirkungen dieser Teuerungskrise auf dem Wohnungsmarkt. Die schwarz-grüne Koalition steht wohnpolitisch leider konsequent auf der Seite von Vermietern und Anlegern. So wurde es zum Beispiel im Bereich des sozialen Wohnbaus, ich muss immer wieder darauf hinweisen, weil sich leider immer noch nichts geändert hat, konkret bei der Wohnungsgemeinnützigkeit wurde es Anlegern ermöglicht, gemeinnützige Wohnungen zum Sozialtarif zu kaufen und anschließend frei zu vermieten. Dadurch werden leistbare Sozialwohnungen in gewinnträchtige Renditeobjekte transformiert, die man jetzt so dringend brauchen würde, um die Wohnkosten zu dämpfen. Man hält noch leider immer noch an dieser Maßnahme fest, sowohl gegen jedwede Vernunft wie auch gegen umfassende Expertisen, entgegen der Warnungen der gemeinnützigen Branche selbst, entgegen der Kritik an der mehr als zweifelhaften Logistik durch Verfassungsrichter Michael Holobeck und entgegen der Warnungen der Sozialpartnern in Gestalt der Wirtschaft und der Arbeiterkammer. Doch diese von ÖVP-Partikularinteressen gesteuerte Wohnpolitik setzt sich auch im Geltungsbereich des Mietrechtsgesetzes konsequent und systematisch fort. Die ungeheuren Lasten dieser Teuerungskrise werden mietrechtlich unmittelbar und faktisch ausschließlich auf die Bewohner überwälzt. Eine gesellschafts- und sozialpolitisch unverantwortliche Politik, die weite Teile der Menschen in unserem Land an den Rand der Armut oder darüber hinaus drängt. Mieten steigen so stark wie noch nie, berichtete die Presse am 31.05.2023. Immer mehr Menschen befürchten Zahlungsprobleme beim Wohnen, sagt der Standard. Die Statistik Austria weist das nach. Tatsächlich sind seit Beginn der Erhebungen die Mieten nie so stark gestiegen wie gegenwärtig. Und ein Ende dieser Entwicklung in Österreich ist leider nicht in Sicht. Im Gegenteil, die nächsten Mieterhöhungen stehen vor der Tür. Um 5,51% sollen die Kategoriemieten im Juli steigen, nachdem sie, bitte meine sehr verehrten Damen und Herren, allein im Jahr 2022 bereits dreimal erhöht wurden. Diese 4 Mietsprünge kumulieren sich auf dramatische 24%, wie etwa die Arbeiterkammer nachweist. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese katastrophale Entwicklung ist aber alles andere als alternativlos. Es gäbe die Alternative. Ich freue mich, dass auch die Katholische Aktion Österreichs, wie ich gerade gelesen habe, die Forderung nach einer Mietpreisbremse unterstützt. Und es gibt auch internationale Vorbilder, die dieses Problem anders regeln. Im Bereich der Eidgenossenschaft Schweiz zum Beispiel, und das ist wirklich nicht für ihre besondere sozialistische oder kommunistische Politik bekannt, dürfen Indexierungen der Miete lediglich 40% der Inflationsrate ausmachen, bei einer dortigen Inflationsrate von weniger als 3%. In Schottland und Wales, auch das normalerweise als besonders neoliberales Musterland gescholten, wurden die Mieterhöhungen ausgesetzt und ein Mietendeckel eingezogen, um nur wenige Beispiele herauszugreifen. Portugal, Spanien, 2%. Währenddessen werden die Menschen in Österreich mit Almosen in Form von Einmalzahlungen vertröstet. Was hinter dieser wohnpolitischen Totalversagen steckt, hat die grüne Bautensprecherin Nina Tomaselli vom Pult hier bereits einmal offenbart. Und sie hat gesagt, ich zitiere wörtlich, die ÖVP stellt immer neue Gegenforderungen für eine Mietkostenbremse auf. Warum? Die ÖVP möchte ihre wohlhabenden Klientel beschützen. Das Schicksal der vielen Mieterinnen und Mietern darf da nicht stören.
Sehr verehrte Damen und Herren, daher stellt der Abgeordnete Schrangl und weitere Abgeordneten folgenden Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Justiz, der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft und der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat schnellstmöglich eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die einen Mietenstopp und folgende Sofortmaßnahmen für leistbares Wohnen vorsieht. Erstens, Schaffung einer gesetzlichen Regelung zum Einfrieren der Richtwert- und Kategoriemieten bis inklusive 2026 sowie daran anschließend eine Indexierungsmöglichkeit von maximal 2%. Ausdehnung des Vollanwendungsbereichs des Mietrechtsgesetzes anhand thermisch-energetischer Kriterien, Befristungsverbot für gewerbliche bzw. institutionelle Vermieter im Wohnbereich, gesetzliche mieterseitige Verlängerungsoption um ein Jahr bei gleichbleibender Miete für alle Bestandsverträge, die innerhalb dieses Jahres auslaufen, Bundeszuschuss zur Wohnbauförderung im Ausmaß von 0,6% des BIP für jedenfalls 15 Jahre, eine Wiederbelebung der Wohnbauinvestitionsbank, wirksame Steuerbegünstigungen für Sanierungen und Investitionen und verbesserte und verschnellerte Abschreibemöglichkeiten für Vermieterinnen und Mieter, wenn sie thermisch-energetisch sanieren. Herzlichen Dank. Herr Abgeordneter, den letzten Punkt habe ich ja im Entschließungsantrag nicht. Wirksame Steuerbegünstigung für Sanierung und Investitionen, Punkt. Okay. Entschuldigung, das ist doppelt hineingerutscht. Sie haben recht. Ja, gut. Und dann beim Punkt 5 ist es nicht innerhalb dieses, sondern innerhalb eines Jahres auslaufen. Nein, nur, dass wir das ordnungsgemäß auch einbringen. Und das ist damit auch erfolgt und der Entschließungsantrag steht mit in Verhandlung. Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Petra Wimmer. Philipp Schrangl war das von der FPÖ, der Sprecher für Wohnbauten. Am Wort ist jetzt von der SPÖ die Familiensprecherin Petra Wimmer. Meine Damen und Herren, auf der Regierungsbank, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus. Sehr geehrte Regierungsfraktionen, als Sie nach großem Druck endlich ein Paket für von Armut betroffene Familien angekündigt haben, dann dachte ich, endlich. Endlich hat die Regierung die Notlage von den vielen Familien in Österreich erkannt, die durch die Teuerungen und die anhaltende hohe Inflation kaum über die Runden kommen. Und nachdem Sie genau heute, am Tag des Kindes, eine Sondersitzung einberufen haben, dachte ich, Sie nutzen die Gelegenheit, die Bekämpfung von Kinderarmut endlich strukturell und nachhaltig anzugehen. Meine Hoffnung war, dass die Regierung Kinderarmut endlich in den Fokus nimmt und Modelle ausarbeitet. Oder dass die Regierung zumindest heute den Tag nutzt, um nach 1,5 Jahren Koordinierung endlich den nationalen Aktionsplan zur Kindergarantie vorlegt. Das wäre ein notwendiger und längst überfälliger Schritt zur Bekämpfung von Kinderarmut. Was die Regierung heute vorlegt, ist nichts davon. Denn 60 Euro im Monat lösen kein strukturelles Problem. Die Familien wissen nicht mehr, wie sie ihre Kosten bezahlen sollen. Das sind 60 Euro im Monat für jemanden, der jeden Euro dreimal umdrehen muss, bevor er ihn ausgibt, keine nachhaltige Unterstützung. Strukturelle Probleme werden also dieses Mal nicht gelöst. Wieder setzt die Regierung auf Sonderzahlungen, die keinen einzigen Preis senken, die kein einziges Kind aus der Armut holen. Diese mangelnde Ernsthaftigkeit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zeigt die Regierung eben auch, dass sie beim nationalen Aktionsplan zur Kindergarantie säumig bleibt. Dieser wird seit 1,5 Jahren von den Regierungsfraktionen koordiniert. Und auf die mehrmalige Frage, wann er denn nun endlich vorgelegt wird, wann er fertig ist, wenn wir zu arbeiten beginnen können, habe ich immer die gleiche Antwort in verschiedenen Variationen bekommen. Bald. Demnächst zeitnah in der finalen Abstimmung und das seit Monaten. Sehr geehrte Damen und Herren, 1,5 Jahre sind im Leben eines Kindes eine sehr, sehr lange Zeit. Und jedes Kind sollte das Potenzial, das es in sich trägt, auch entwickeln können. Unabhängig vom Schulabschluss der Eltern oder von der Geldbörse, wie viel sie verdienen. Und das wird mit Ihrem Paket nicht möglich sein. Es wird heute lediglich eine befristete Sonderzahlung für Bezieherinnen von Sozialhilfe und ihre Kinder geben. Das ist eine wichtige Unterstützung für diese Familien, ohne Zweifel.
Aber eben nur mit dieser Sonderzahlung kann es nicht getan sein. Nicht nur, weil vier von den angekündigten fünf Gruppen heute gar nichts erhalten, sondern auch, weil Sonderzahlungen nicht nachhaltig sind und kein einziges Kind in Österreich aus der Armut holen. Wir wollen keine Einmalzahlungen mehr. Wir wollen keine Sonderzahlungen mehr. Wir wollen die Menschen nicht mehr zu Bittstellern machen. Wir wollen Kinderarmut in Österreich abschaffen. Und daher bringe ich für meine Fraktion einen Entschließungsantrag ein, mit dem das möglich wäre. Und zwar den Entschließungsantrag der Abgeordneten Petra Wimmer, Christian Oksunitsch, Eva-Maria Holz-Leitner, Genossinnen und Genossen, Bekämpfung von Kinderarmut. Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Medien und Integration im Bundeskanzleramt sowie der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend ein Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut vorzulegen, welches eine Kindergrundsicherung, einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz sowie ein gesundes, warmes Essen am Tag für jedes Kind in allen Bildungseinrichtungen vorsieht. Sehr geehrte Mitglieder der Regierungsfraktionen, Sie haben im Koalitionsabkommen versprochen, die Armut in Österreich zu halbieren. Was passiert ist, ist, dass die Armut unter dieser Regierung gestiegen ist. Das sind 4 Jahre verlorene Zeit. Es liegen genug Vorschläge auf dem Tisch. Es gibt genug Expertinnen und Experten, die hier mitarbeiten möchten, hier mitwirken können. Fangen Sie endlich an, Kinderarmut in Österreich nachhaltig zu bekämpfen. Mit Sonderzahlungen würde man keine strukturellen Probleme lösen, sagt hier Petra Wimmer, die Familiensprecherin der SPÖ. Am Wort ist jetzt der Familiensprecher der ÖVP, Norbert Sieber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Minister, Herr Minister, Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren, ja, bedingt durch eine Vielzahl von multiplen Krisen weltweit und einer dadurch hohen Teuerung wird das Leben teurer und für manche schwerer leistbar. Die gute Nachricht ist, in dieser Situation steht diese Regierung helfend an der Seite der Menschen. Aber das nicht erst jetzt, wie ein Blick auf die vielen Maßnahmen der Bundesregierung zeigt. Und auch wenn Sie es nicht mehr hören können, es hat begonnen mit der Erhöhung des Familienbonus auf jährlich bis zu 2.000 Euro pro Kind für Kinder bis 18 Jahre. Für über 18-Jährige sind es jährlich 650 Euro. Für Personen mit geringem Einkommen wurde der Kindermehrbetrag auf 550 Euro pro Kind erhöht. Es gab einen Teuerungsausgleich für vulnerable Gruppen in Höhe von 300 Euro. Auch der Klima- und Antiteuerungsbonus von 500 Euro pro Erwachsenen und 250 Euro pro Kind hat den Menschen spürbar geholfen. Eine zusätzliche Familienbeihilfe hat den Familien automatisch 180 Euro pro Kind mehr gebracht. Unser Beschluss, sämtliche Familienleistungen automatisch jährlich zu valorisieren, wirkt bereits und entlastet Menschen und vor allem Familien, die unter dieser Teuerung leiden. Auch die Abschaffung der kalten Progression, die lange diskutiert wurde und von uns nun umgesetzt wird, hilft und entlastet. Eine Entlastung, wenn auch nicht von der Regierung kommend, sondern von unseren Betrieben geleistet, sind die durchwegs hohen Lohnabschlüsse. Ein wichtiger Hebel zur Bewältigung dieser Krise. Und ich danke den Sozialpartnern, der Wirtschaft, aber vor allem unseren Unternehmerinnen und Unternehmern ausdrücklich, dass hier eine wichtige Antwort auf die Herausforderungen der Teuerung gegeben wurde. Meine Damen und Herren, die Summe dieser Maßnahme bewirkt, dass in Österreich die Reallöhne gestiegen sind und die Kaufkraft gestärkt wurde. Ich glaube, das ist ein Riesenerfolg dieser Regierung. Weil nun aber besonders vulnerable Gruppen von der Teuerung in besonderem Ausmaß betroffen sind, kommt die Bundesregierung einmal mehr ihrer Verantwortung nach und hat ein umfassendes Maßnahmenpaket im Besonderen gegen die Kinderarmut geschnürt. Der heutige Antrag bezieht sich auf den Bereich der Sozialhilfe und Mindestsicherung, die im Unterschied zu den anderen Maßnahmen von den Ländern ausbezahlt werden. Es werden auch den Personen, die dieser vulnerablen Gruppe angehören, bis Dezember 2024 60 Euro pro Kind und Monat und Unterstützung gewährt. Einer Familie mit 2 Kindern, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung bezieht, wird bis Dezember 2024 zusätzlich
zu allen anderen Unterstützungen automatisiert und antragsfrei 2.160 Euro überwiesen. Diese Regierung ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Unsere Bevölkerung kann sich auf sie verlassen. Aber weil von der Sozialdemokratie in Bezug auf dieses Gesetz wieder einmal der Sturm im Wasserglas entfacht wurde. Natürlich haben wir die Alleinerziehenden und Arbeitslosen nicht vergessen, sondern es war immer klar und geplant, diese Gruppe, weil nicht von den Ländern ausbezahlt, in einem eigenen Antrag zu regeln. Dieser Antrag 3430 liegt Ihnen bereits vor. Weil aber die Kritik von den Sozialdemokraten so besonders laut ist, schauen wir uns doch einmal an, was Sie dort, wo Sie Verantwortung tragen, so machen. Während wir hier auf Bundesebene ein Gesetz beschlossen haben, das Familien- und Sozialleistungen automatisch valorisiert, also Wert anpasst, gibt es in Wien ein Valorisierungsgesetz, das die Gebühren anpasst. Diese Bundesregierung entlastet die Menschen, doch die Wiener Sozialdemokraten lassen dieses Geld den Menschen nicht. Durch erhöhte Gebühren steckt man es in die eigenen Budgettaschen. Ein paar Beispiele, meine Damen und Herren. Im Zeitraum 2010 bis 2022 betrug die Inflation insgesamt 23%. Die Mieten im Gewiener Gemeindebau wurden aber weit darüber um 35% gesteigert. Politik der SPÖ. Die Wassergebühr wurde nicht um 23%, sondern um 55% gesteigert. Politik der SPÖ. Und meine Damen und Herren, sogar das Sterben musste teuer werden, denn die Gräbergebühr wurde um satte 88% gesteigert. Politik der SPÖ. Aber meine Damen und Herren, nehmen wir nicht den 10-Jahres-Vergleich. Nehmen wir die Gebührenerhöhungen im Jahr 2023 der Stadt Wien. Anstatt die Menschen zu entlasten, wurden die Abwasser-, Müll- und Wassergebühren um 5,2% gesteigert. Die Parkgebühren um satte 13,6%. Der Besuch der Bäder, der so wichtig für die Gesundheit der Menschen ist, wurde um 16,7% gesteigert. Und die ORF-Landesabgabe der Stadt Wien wurde auf 69,6 Euro, also um 7,4% gesteigert. Andere Länder wie Niederösterreich streichen diese Gebühr oder andere wie Vorarlberg, die hatten sie gar nie. Wiederum Politik der SPÖ. Aber meine Damen und Herren, der Gipfel ist schon, und da möchte ich auch die Kollegin Meinl-Reisinger ansprechen, hier reden Sie von einer Forderung der ÖVP, die nun von Wiederkehr umgesetzt wird. Aber in Wirklichkeit haben Sie das Essen für die Kinder um über 10% gesteigert. Schämen Sie sich. Meine Damen und Herren, nicht, dass Sie glauben, nur uns fallen diese Zahlen auf. Nein, auch der Rechnungshof kritisiert immer wieder, dass die Stadt Wien mit ihren Gebühren nicht nur die Kosten abdeckt, sondern sich vielmehr auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener die Budgettaschen füllt. Man fragt sich ja wirklich, wem fällt ein solches, die Menschen belastendes Valorisierungsgesetz ein? Es wurde gegen die Stimmen der ÖVP, der FPÖ und der Grünen in einer SPÖ-Alleinregierung beschlossen. Wiederum Politik der SPÖ. Wenn Sie nun glauben, dass diese Gebührenüberschüsse, also das Geld, das man den Wienerinnen und Wienern über der Kostenabdeckung aus der Tasche zieht, nur eine Kleinigkeit sind, dann bitte ich Sie, sich festzuhalten. Im Zeitraum 2012 bis 2021 machten diese Gebührenüberschüsse in Wien 1,6 Milliarden Euro aus. 1,6 Milliarden Euro. Also dort, wo die SPÖ Verantwortung trägt, da stopft man sich ungeniert die Budgettaschen voll. Und hier, wo die Bundesregierung Entlastungen für die Menschen beschließt, da springt man auf und ruft, haltet den Dieb. Das geht so nicht, meine Damen und Herren. Das werden die Menschen auch erkennen. Wir, meine Damen und Herren, wir bleiben bei unserem Weg an der Seite der österreichischen Bevölkerung. Wir entlasten und helfen dort, wo es notwendig ist. Diese Regierung ist sich ihrer Verantwortung zu jeder Stunde bewusst. Wir laden Sie ein, diesem vorliegenden Entlastungspaket vollem Herzens zuzustimmen. Nun hat sich der Herr Bundesminister Johannes Rauch gemeldet. Bitte, Herr Minister. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, Hoher Landtag, ich nicht, Herr Kollege Leichtfried, ich nicht. Ich bin
bewerbe mich nicht dafür. Vielleicht zur Einordnung in Summe der Pakete, die die Bundesregierung schon beschlossen hat. Es ist ja nicht das erste Paket. Ja? Wir haben in den vergangenen Jahren als Bundesregierung, jedenfalls als Reaktion darauf, dass wir natürlich wissen und das auch wahrnehmen, und glauben Sie mir, als Sozialminister weiß ich das sehr genau, weil ich sehr oft erstens mit den Einrichtungen im Gespräch bin, die Hilfe und Unterstützung anbieten, auch draußen bin, mit Betroffenen rede, und mir klar ist, dass die Situation, die wir haben, für viele eine ganz, ganz schwierige ist und dass die letzten Jahre der Pandemie natürlich ihre Spuren hinterlassen haben, auch dann in Kombination mit Energiekrise und Teuerung an der Supermarktkasse, wenn es um den Einkauf geht. Und das war ja der Punkt, warum die Bundesregierung beginnend schon sehr früh sich auf den Weg gemacht hat und Hilfszahlungen auf den Weg gebracht hat, die denunziert werden zu Unrecht, meine ich oft als Einmalzahlungen nach dem Motto zu wenig, zu spät, und wir dann dafür kritisiert worden sind. Das ist Gießkanne, das ist nicht treffsicher. Ich verwahre mich dagegen, zu sagen, das ist nicht treffsicher, weil davon haben Menschen profitiert, die dieses Geld dringend gebraucht haben. Die Mindestpensionistin, der Mindestpensionist, die Alleinerzieherin, die hat davon profitiert. Die hat dieses Geld bekommen, hat es verwenden müssen und verwenden können für die Zahlung ihrer Miete, ihres Einkaufs oder der Energiekosten. Da ist das Geld angekommen. Um beim Vorwurf der Nichttreffsicherheit zu bleiben. Ja, da haben wir dann gelernt, weil in der Entscheidungsfindung zwischen schnell sein und treffsicher sein ist oft ein Spagat zu machen. Und genau diesen Spagat haben wir beim jetzt vorliegenden, heute zu beschließenden Paket hinbekommen. Wir haben mit der Wirtschaftsforschung gesprochen und haben uns angeschaut, ja, wie muss denn das sein, damit es nicht inflationstreibend ist, damit es treffsicher ist und damit es auch rechtzeitig in die Gänge kommt. Und deshalb, ja, ist der Vorgang nicht parlamentarisch den langen Lauf gehend, zu Recht kritisiert von den Neos, den korrekten Lauf gehend vorgenommen worden, sondern so, wie er jetzt sich darstellt. Das nehme ich auf meine Kappe, habe ich auch im Ausschuss gesagt. Aber das ist geschuldet dem Bemühen, raschest möglich in die Auszahlung dieser Hilfen zu kommen. Und es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ein zweimal ausbezahltes Schuldstartpaket im September, das dann im Februar wieder ausbezahlt wird, erhöht wird, jetzt nämlich. Und es macht einen Unterschied, ob die 60 Euro pro Kind jetzt in die Gänge kommen oder erst im Herbst. Das sind substanzielle Maßnahmen, die Familien helfen, jetzt über die Runden zu kommen. Und wer Sorge hat, dass nur ein Teil beschlossen wird, das stimmt einfach nicht. Es ist der Initiativantrag heute eingebracht worden für den zweiten Teil. Der wird seinen ordnungsgemäßen parlamentarischen Lauf machen. Das ist ja das, was Sie immer einfordern. Man kann nicht beides haben, liebe Kollegin. Man kann nicht Geschwindigkeit verlangen und den parlamentarischen Lauf einhalten. Das ist manchmal so. Und im Zweifelsfall, sage ich Ihnen, entscheiden wir uns für rasche Hilfe, weil die ist notwendig, weil davon ganz konkret 300.000 Kinder in Österreich betroffen sind. Und zwar in diesem Fall positiv betroffen sind. Nächster Punkt. Es geht schlicht und einfach darum, jetzt und zu den strukturellen Maßnahmen vielleicht einen Satz, das ist mir auch wichtig. Wir haben durch die Anhebung oder die Valorisierung der sozialen Familienleistungen als Bundesregierung etwas zustande gebracht, worum meine Vorgänger als Sozialminister und Sozialminister Jahre, Jahrzehnte gekämpft haben und es nicht hergebracht haben. Das ist eine essentielle strukturelle Maßnahme, die hilft, Armut in diesem Land zu verhindern. Und vielleicht zu den wichtigen, großen strukturellen Maßnahmen, wenn Sie die Bildungspolitik ansprechen, dafür sind Teile Ihrer Einschätzung dann durchaus auch 2/3 Mehrheiten notwendig, die wir ja im Augenblick nicht haben. So viel sei auch dazu gesagt. Ja, aber Sie sind jetzt nicht die Garantin dafür, dass die 2/3 Mehrheit zustande kommt. Ja, was festzuhalten bleibt, und da habe ich mich dann sehr gewundert über den Redebeitrag der FPÖ, weil da bin ich nicht ganz mitgekommen. Also wenn von Seiten der FPÖ beklagt wird, dass im sozialen Wohnbau und beim gemeinnützigen Wohnbau die Bundesregierung die falschen Akzente setzt, dann habe ich dunkel in meiner politischen Erinnerung, ich bin jetzt schon eine Weile dabei, dass es die FPÖ war, die 60.000 BUWOG-Wohnungen verkauft hat, zu einem Schleuderpreis und damit einen Schaden von 1 Milliarde Euro für die Steuerzahlerinnen herbeigeschafft hat. Ja?
Das war die FPÖ. So viel zum Thema der Kompetenz der FPÖ in Sachen gemeinnütziger Wohnbau. Das ist die Wahrheit und das ist auch nachzulesen. Dankeschön. Sozialminister Johannes Rauch hat sich hier zu Wort gemeldet. Links von ihm aus meiner Sicht gesehen sitzt auch Familienministerin Susanne Raab, die sich wohl auch noch im Laufe dieses Tagesordnungspunktes zu Wort melden wird. Der Jugendsprecher der NEOS, Janik Schetti, ist jetzt am Wort. Werte Zuseherinnen, werte Zuseher, also ich muss ehrlich sagen, ich bin sprachlos, was diese Sondersitzung betrifft. Es ist eine Sondersitzung, die von der Regierung, von den Regierungsfraktionen beantragt wurde, eiligst beantragt wurde. Und vielleicht für Sie, werte Zuseherinnen und Zuseher, um das auch zu erklären, ist eine Sitzung, die außerhalb des Normbetriebes des Parlaments stattfindet, also die ein Sonderinstrument ist, wenn man so möchte. Und die wurde eiligst einberufen mit einem Zweck. Und der Zweck war, so hat er gelautet, entgegen dem, was Sie heute gesagt haben, ein Paket gegen Kinderarmut vorzulegen. Heute findet diese Sitzung statt. Und was liegt nicht vor? Ein Paket zur Bekämpfung von Kinderarmut, sondern ein Bruchteil dessen, was Sie vorgeschlagen haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so etwas wie hier heute hat es überhaupt noch nie gegeben. Jeder Baumeister weiß, dass wenn die Schlüsselübergabe ansteht, dann muss man das ganze Haus übergeben. Und Sie haben dieses Haus, Bekämpfung von Kinderarmut, da haben Sie nicht einmal die Wände errichtet und machen das hier heute, diese Sondersitzung. Unfassbar. Herr Kollege Hammer, das ist keine künstliche Empörung, weil es geht um was sehr Ernstes, auch wenn Sie das scheinbar wahnsinnig lustig finden, Bekämpfung von Kinderarmut. In Ihrer Pressekonferenz haben Sie angekündigt, versprochen, 500 Millionen Euro zur Bekämpfung von Kinderarmut. Für Alleinerzieherinnen und für Alleinerzieher, für Bezieherinnen und Bezieher von Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, Ausgleichszulage und Sozialhilfe. Und wir haben das gelesen, diese Ankündigung, und uns gedacht, gut, dass die Bundesregierung sich endlich diesem Thema annimmt, dass sie erkennt, dass man gegen Kinderarmut was tun muss. Und wir schauen uns dann an, wenn dieser Vorschlag kommt, konkret, wie wir uns dazu positionieren und welche Stellung wir dazu beziehen. Und jetzt liegt ja nicht einmal ein Vorschlag vor, es ist ein Rumpfvorschlag. Und das ist eine krachende Katastrophe und ein Armutszeugnis für die unfassbare Unfähigkeit dieser Bundesregierung, weil sie helfen nicht denen, die es brauchen. Es ist keine Treffsicherheit. Sie helfen nicht so, wie sie sollten. Nämlich, sie machen keine Sachleistungen, sondern Geldleistungen. Und sie halten nicht das, was sie versprochen haben, weil hier heute zur Beschlussfassung nur ein Bruchteil dessen kommt, was sie angekündigt haben. Und statt Kindern in Not zu helfen, klammert sich diese Bundesregierung, das sieht man in allen möglichen Fragen, kleben sie sich an die Sessel der Macht, statt für die Österreicherinnen und für die Österreicher zu arbeiten. Und ich sage Ihnen, wie ich das finde. Ich finde, das ist verwerflich. Es ist eine Katastrophe. Und deswegen, Herr Kollege Hammer, weil Sie das so lustig fanden zu Beginn, es ist eine Katastrophe, weil wahnsinnig viel zu tun ist. Kolleginnen und Kollegen haben das heute schon erwähnt. Hunderttausende Kinder, über 100.000 Kinder leben in sogenannter manifester Armut. Das heißt, sie können sich Güter oder ihre Familien Güter des täglichen Lebens nicht leisten. Und ich glaube, gerade viele hier im Sektor der ÖVP, die können sich nicht vorstellen, was das bedeutet für 40.000 Kinder, die in Wohnungen leben, die nicht warm gehalten werden können. 80.000 Kinder, die in Familien leben, die sich nicht leisten können, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine vergleichbare vegetarische warme Speise zu bekommen. Und 120.000 Kinder, die in Familien leben, deren Familien massiv in Zahlungsrückstand sind. Sie versprechen in einer PK viel, hier im Parlament beschließen sie wenig und lassen damit die betroffenen Kinder und ihre Familien im Stich. Und jetzt kommt das Verrückteste. Jetzt kommt das Verrückteste, wenn man Ihrem Kollegen Sieber zuhört, der übrigens der Redner ist mit der meisten Redezeit hier in der Debatte, der nur über Wien redet. Der besitzt die Dreistigkeit, obwohl Sie nichts zustande bekommen, just jene zu attackieren, die am meisten tun zur Bekämpfung der Kinderarmut. Und ich finde das unverschämt. Ich finde das unverschämt, weil gerade der Herr Wiederkehr, total faktenbefreit, was Sie da sagen, gerade Christoph Wiederkehr,
diese Woche vorgestellt hat, etwas, was tatsächlich Kinderarmut bekämpft. Nämlich, ich finde wirklich, und das kann man doch auch mal anerkennen, ein großartiges Projekt für 50.000 Kinder und ihre Familien. Nämlich ein gratis Mittagessen, ein gratis warmes Mittagessen in allen Kindern in Pflichtschulen, die in Ganztagesbetreuung sind. Und da kann man doch einfach mal sagen, das ist großartig und das bringt etwas. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, warum man alles schlecht machen muss und gerade in dem Punkt, wo man selber nichts zustande bekommt, wo man selber nichts zustande bekommt. Das entlastet übrigens eine Familie mit zwei Kindern in Wien um 2.000 Euro pro Jahr. Und weil diesen Zugang, den wir auch in Wien wählen, der auch dringend auf Bundesebene notwendig wäre, bringe ich abschließend einen Entschließungsantrag ein. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage vorzulegen, die gezielte Sachleistungen für bedürftige Kinder vorsieht. Vielen Dank. Ein Haus also, bei dem noch nicht einmal die Mauern stehen würden, so bezeichnet Jannik Schetti hier das angekündigte Gesetzespaket der Bundesregierung. Am Wort ist jetzt von den Grünen Barbara Nessler. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Wissen Sie, was die sogenannten Toastbrot-Tage sind? Das sind jene Tage am Ende des Monats, wo armutsbetroffene Familien sich keine richtige Mahlzeit mehr leisten können, sondern die Kinder nur mehr Toastbrot essen. Und das ist ein Phänomen von vielen, wenn es heißt, dass ein Kind von Armut betroffen ist. Was bedeutet Kinderarmut noch? Finanziell schlechter gestellt zu sein, heißt nicht einfach nur weniger Geld zu haben. Es heißt, dass Kinder auch nicht mit auf Schulausflüge gehen können. Es heißt, dass sie wichtige Anlässe wie den eigenen Geburtstag nicht feiern können. Und wenig Geld zu haben, bedeutet oft auch soziale Ausgrenzung. Und nicht dazuzugehören ist nicht nur ein unschönes Gefühl, sondern es wirkt sich massiv auf die berufliche Laufbahn und Gesundheit unserer Kinder in Österreich aus. Und Sie denken vielleicht, das trifft ein paar wenige. Nein, das ist nicht so. Kinderarmut betrifft mehr als die zweitgrößte Stadt Graz Einwohner und Einwohnerinnen hat. Und nein, Kinderarmut ist auch kein neues Phänomen und Kinderarmut gibt es auch nicht erst seit der Inflation, sondern ist seit Jahrzehnten traurige Realität, die oft versteckt ist. Ja, und schön, wenn die Opposition ständig erklärt, was wir machen sollen, obwohl sie es in ihrer eigenen Regierungszeit versäumt haben zu tun. Darum müssen wir uns überhaupt mit dem hier beschäftigen. Und ja, Lücken aufzuzeigen, unbedingt, das ist wichtig. Aber wenn einfach nur faktenwidrig, rein zwecks dem billigen Populismus über Maßnahmen hergezogen wird, wie über dieses Kinderarmutspaket, obwohl Anträge vorliegen, nur um die Bevölkerung zu verunsichern, dann habe ich kein Verständnis dafür. Denn das, liebe Kollegen und Kolleginnen der SPÖ, das sind Werkzeuge der FPÖ und spielen auch nur der FPÖ in die Karten. Und in der Politik sollte es nicht darum gehen, dass man irgendwelche Maßnahmen von der Regierungspartei oder von anderen Parteien schlecht redet, sondern darum, dass man die besten Ideen finden. Und wir setzen diese Lösungen nach intensiven Verhandlungen in Eiltempo um mit einem zielgerichteten Paket für Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien mit zusätzlich 500 Millionen. Damit geben wir Kinder, Familie, Alleinerziehende in dieser schwierigen Zeit finanzielle Sicherheit. Und nicht nur einmal, auch nicht mit der Gießkanne, sondern treffsicher und das jeden Monat für Monat. Beginnend mit Juni und bis mindestens Ende 2024, bis wir gemeinsam aus dieser Teuerungskrise wieder rauskommen. Abgesehen davon wird die kostenlose Nachhilfe mit zusätzlich 10 Millionen ausgebaut, weil Österreich eben nicht die gleichen Bildungschancen bietet. Und genauso wird das Schulstartpaket ausgebaut. Das heißt, künftig werden über 70.000 Kinder in Österreich 300 Euro im Jahr bekommen. Und dieses Paket loben nicht nur Experten und Expertinnen, auch die Zahlen, die Berechnungen vom Budgetdienst zeigen ganz klar, wie extrem treffsicher unser Paket ist. Und es kommt genau dort an, das Geld, wo es ankommen muss, bei jenen, die es davor schon nicht einfach hatten. Und
noch kurz zu der Partei, die sonst immer am lautesten schreit. Ich frage mich schon, was die FPÖ in den drei Bundesländern macht, wo sie regiert. Wenn man einen Blick nach Salzburg macht, da präsentieren sie eine Herbstprämie. Ich habe gedacht, mir haut den Schütz raus, als ich das gehört habe. Eine Herbstprämie, anstatt dass sie Frauen die Möglichkeit bieten, arbeiten zu gehen und endlich dafür sorgen, dass es flächendeckende Kinderbetreuung gibt. Und flächendeckende Kinderbetreuung gibt, zahlen Sie, speisen Sie Mütter mit einer lächerlichen Taschengeld ab, so dass sie später erst recht in Abhängigkeit und in Altersarmut landen werden. Und dann legen Sie noch eines drauf und erzählen vom Märchen der Wahlfreiheit. Vom Märchen der Wahlfreiheit. Entschuldigen Sie, aber wenn ich keine Kinderbetreuungseinrichtung habe, die so geöffnet hat, dass ich arbeiten gehen kann, dann habe ich bekanntlich halt keine Wahlfreiheit. Dann habe ich diese Wahl nicht. Und anstatt zu unterstützen, katapultieren Sie Bundesländer familienpolitisch zurück in die 50er, wo die Frau noch die Erlaubnis vom Mann gebraucht hat, um arbeiten zu gehen. Und ich muss sagen, ich bin es so leid, dass wir ständig lang erkämpfte Frauenrechte und Fortschritte gegenüber konservativen und rechten Parteien verteidigen müssen, weil wir könnten so viel weiter sein. Barbara Nessler von den Grünen war das, die hier fehlende Ganztagesbetreuungsplätze kritisiert. Am Wort ist jetzt Familienministerin Susanne Raab. Maßnahmen im Umfang von 40 Milliarden Euro verabschiedet. Unser Ziel war es immer und im Zentrum dieser Maßnahmen standen immer die Familien. Die Familien als Herzstück unserer Gesellschaft und die Kinder, die das Schützenswerte in unserer Gesellschaft sind. Und unser Ziel war es, die Kaufkraft der Familien in einer Zeit zu erhalten, wo es hohe Preise gibt und natürlich die Teuerung die Preise immer mehr treibt. Und sehr geehrte Damen und Herren, das ist uns gelungen. Die Kaufkraft ist gestiegen und durch zahlreiche Maßnahmen, die wir gesetzt haben, haben wir sichergestellt, dass das Leben auch weiterhin leistbar ist. Und es gibt viele Dinge, die ich mir auch in diesem Haus nicht von den Abgeordneten kleinreden lasse. Seit vielen Jahrzehnten gibt es Familienleistungen in Österreich, gute Familienleistungen, die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld. Und wir haben es als erste Bundesregierung geschafft, all diese Familienleistungen an die Inflation anzupassen. Wenn also das Leben teurer wird, steigen auch die Familienleistungen. Und nur um einige andere wenige Beispiele zu nennen, die Familien unterstützen in den schwierigen Zeiten. Wir haben genauso den Familienbonus erhöht von 1.500 auf 2.000 Euro. Den Antiteuerungsbonus mit 250 Euro pro Kind. Wir haben den Kindermehrbetrag erhöht von 250 auf 550 Euro. Eine Maßnahme, die gerade den Alleinerzieherinnen hilft. Und all das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir insgesamt auch in Zeiten von einer Teuerung eine gute, auch wirtschaftliche Situation haben. Aber ja, wir sehen sehr wohl, dass es Familien gibt am untersten Einkommensrand, die in einer finanziell schwierigen Lage sind, die besonders von der Teuerung, die natürlich ausgelöst wurde durch zahlreiche Krisen und durch die hohen Energiepreise, auch eine schwierigere finanzielle Situation vorfinden müssen. Und dort wollen wir jetzt helfen, nämlich treffsicher und genau, nicht mit der Gießkanne. Wir wollen überall dorthin sehen, wo es um die Kinder geht. Diejenigen, die wir schützen müssen und bei denen wir wollen, dass sie alle in unserem Land die gleichen Chancen haben. Und deshalb bringen wir auch ein umfassendes und bringen wir heute auch ein umfassendes Paket, ein Leistungspaket für die Familien mit Kindern ein. Und offensichtlich, ich kann es mir nicht anders erklären, wurden gewisse Reden hier geschrieben, noch bevor die Anträge eingebracht wurden. Und offensichtlich hat man diese Reden nicht mehr abgeändert. Denn, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir sehr wichtig, hier auch keine Verwirrung bei den Zuseherinnen und Zusehern zu schaffen. Denn natürlich werden alle Maßnahmen umgesetzt, die wir als Bundesregierung und ich als Familienministerin angekündigt habe. Erstens,
Die Unterstützung für Familien ohne Einkommen, ich möchte sie explizit noch einmal erwähnen. Die erste Säule dieses Pakets hat die Unterstützung für Familien mit Kindern bei Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe und Ausgleichszulage zum Ziel. 60 Euro im Monat pro Kind bis Ende 2024 mit einer automatischen monatlichen Auszahlung. Zweite Säule des Pakets, die Unterstützung für Familien mit nur geringem Einkommen. Bei dieser zweiten Säule, und das ist mir als Frau Ministerin so wichtig, geht es um die Unterstützung von Alleinerziehenden und Alleinverdienerinnen mit geringem Einkommen. 60 Euro im Monat pro Kind bis Ende 2024 mit einer Bezugsgrenze von 2.000 Euro brutto pro Monat. Und nur um ein Beispiel zu nennen, eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern bekommt also dadurch pro Monat 120 Euro zusätzlich. Und weil es Kollege Rauch nicht erwähnt hat, möchte ich es explizit auch noch mal erwähnen. Das Schulstartpaket, das in seinem Ressort angesiedelt ist. Mit dem Schulstartpaket und mit der Erhöhung des Schulstartpakets werden wir sowohl am Schulanfang als auch in der Mitte des Schuljahres noch einmal zusätzlich die Familien unterstützen, besonders natürlich, wenn es um den Einkauf von Schulmaterialien geht und dafür, dass das Kind einfach alles auch hat, was es braucht, um einen guten Schulstart zu haben. Und eines ist mir grundsätzlich noch wichtig. Wenn wir über nachhaltige Maßnahmen im Bereich der Armutsprävention sprechen, dann muss eines klar sein. Natürlich, sehr geehrte Damen und Herren, ist der beste Schutz und die beste Prävention von Armut die Erwerbstätigkeit. Es kann und es soll auch nicht Sinn und Zweck des Staates sein und des staatlichen Handelns sein, dass der Staat für alles und jeden die Letzte und die Verantwortung vollständig übernimmt, sondern natürlich unterstützen wir in besonders schwierigen Situationen, wie sie derzeit sind, die Menschen und besonders die Familien. Langfristig wollen wir aber, dass die Familien auch selbstbestimmt leben können. Und die Grundlage für jede Selbstbestimmung ist die Erwerbstätigkeit. Und das ist mir auch wichtig, vor dem Hintergrund zu erwähnen, dass wir ein starkes soziales Netz in Österreich für alle Menschen haben. Das wissen wir alle. Und wenn wir dieses starke soziale Netz auch in der Zukunft finanzieren wollen, dann braucht es Menschen, die in dieses System auch einzahlen. Und es braucht natürlich die steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit, die wir vorgenommen haben, auch durch die Abschaffung der kalten Progression. Es braucht den Fokus auf Arbeitsmarktmaßnahmen und es braucht natürlich den Ausbau der Kinderbetreuung, der besonders auch für die Frauen ganz essentiell ist. Und zu guter Letzt, sehr geehrte Damen und Herren, die schlechten Nachrichten verbreiten sich immer schneller als die guten. Ich glaube auch, wenn wir in der heutigen Sitzung über die Teuerung sprechen und über das, was für die Familien wichtig ist, möchte ich schon noch einmal darauf hinweisen, dass es gute Nachrichten gibt, nämlich dass die Inflation gesunken ist um über einen Prozentpunkt. Und ich denke, das ist ein Weg, den wir weitergehen werden und den wir weitergehen müssen. Das sind gute Nachrichten, auch was die Entwicklung für unser Land betrifft. Der Staat könne nicht immer und überall aushelfen. Der beste Schutz vor Armut sei die Erwerbstätigkeit, sagt hier die Familienministerin Susanne Raab von der ÖVP und betont noch einmal die Maßnahmen für das Gesetzespaket zur Bekämpfung von Kindesarmut. Von der SPÖ ist am Wort Christian Oxonitsch. Die Fakten sind, wir beschließen heute nicht dieses Paket. Wir beschließen dieses Paket nicht, obwohl wir uns unter diesem Thema heute zu einer Sondersitzung getroffen haben. Ich will jetzt gar keine Ursachenforschung betreiben, aber es ist ein Faktum. Man ist nicht mit diesem Paket fertig an das Parlament herangetreten. Bleiben wir auch bei den Fakten, wenn gesagt wurde von der Abgeordneten Nessler, suchen wir gemeinsam nach Lösungen, nach den besten Lösungen. Was ist das Faktum? Faktum 1 ist, diese Bundesregierung hat sich vorgenommen, und es ist schon mehrmals darauf hingewiesen worden, die Zahl der armutsgefährdenden Menschen zu halbieren. Tatsache ist, gerade bei den Jugendlichen ist seit der Übernahme der Kanzlerschaft durch die ÖVP die Zahl der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen gestiegen, von 14 auf über 19%. Das als Erfolgserlebnis zu verkaufen, dass man die besten Lösungen dafür gefunden hat, glaube ich, ist das eindeutig kein Beleg, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und es reiht sich dieser heutige Tag ja durchaus auch in eine insgesamte Erzählung im Bereich der Armutsbekämpfung bei Kindern und Jugendlichen im Speziellen, aber auch insgesamt durchaus ein. Ich habe schon das eine angesprochen, das Vorhaben der Regierung und die Realität. Wir haben auch die Realität, dass eigentlich seit Monaten angekündigt ist, die europäische Garantie für Kinder umzusetzen. Im ersten Quartal wurde uns versprochen, wir haben es bis heute nicht. Wo liegen die Ursachen dafür? Hat man die beste Lösung gefunden? Es gäbe eine gute Lösung. Man sucht sie scheinbar nicht, man findet zumindest die Lösung nicht, weil sonst würde sie uns hier schon vorgelegt worden sein und man hätte Monate in Verzug sein und nur mehr eins von fünf europäischen Ländern der EU-27 sein, die das nicht zustande gebracht haben. Das als Erfolgserlebnis zu verkaufen, meine sehr verehrten Damen und Herren, da gehört viel Mut dazu. Und so sieht es jetzt aus. Es ist der Bereich oder der Begriff der nachhaltigen Lösungen mehrmals angeführt worden. Eine nachhaltige Lösung ist eine, die in anderthalb Jahren abläuft, auch nicht. Tatsache ist, diese 60 Euro werden natürlich angesichts der noch vor uns liegenden und im Begriff befindlichen Teuerung ganz rasch aufgefressen sein. Das wird den Leuten überhaupt nichts bringen. Und nachhaltige Lösungen liegen am Tisch und sie wurden in mehreren Entschließungsanträgen eingebracht. Und eine der nachhaltigen Lösungen wäre natürlich auch tatsächlich im Bereich der Mieten. Wir stehen wieder vor einer Mieterhöhung und die Regierung hat nichts getan, tatsächlich etwas zu tun. Daher bringe ich gemeinsam mit der Kollegin Becher und, Genossinnen und Genossen einen Antrag zum Mietenstopp jetzt ein. Ich fordere daher, oder der Nationalrat möge beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die die notwendigen gesetzlichen Maßnahmen für einen Mietenstopp enthalten, insbesondere die Rücknahme der Indexierungen der Richtwert- und Kategoriemieten vom 1. April 2023, das Einfrieren sämtlicher Mieten bis Ende 2025 und ab 2022 erfolgt die Indexierung nicht mehr nach dem VPI, sondern richtet sich am Leitzinssatz der EZB aus, maximal jedoch 2% per anno. Und ich bitte um Beschlussfassung dieses Antrags. Und erlauben Sie mir noch ein paar Sätze zu den diversen Angriffen auf ihn zu sagen. Wir kennen das. Tatsache ist nur ein Blick in den Gebührenspiegel. Und ich nehme nur die Landeshauptstädte. Tatsache ist, im Bereich der Müllgebühren hat Wien die drittniedrigsten aller Landeshauptstädte. Bei den Kanalgebühren die drittniedrigste aller Landeshauptstädte. Bei den Wassergebühren die viertniedrigste aller Landeshauptstädte. Und da habe ich noch gar nicht angeschaut, alle Umlandgemeinden in Wien. Bringen Sie mal einen Bürgermeister, der hier bessere Gebühren hat als Wien. Und dann reden wir weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Christian Oksanitsch von der SPÖ verteidigt hier zum Schluss noch die Wiener Stadtpolitik. 26 erfolgt die Indexierung nicht mehr nach VP. Ja. Danke, danke vielmals, er war es ordnungsgemäß eingebracht, nur dass wir es im Protokoll auch richtig haben und steht daher mit in Verhandlung. Herr Abgeordneter Christian Racker, bitte, Sie sind am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Frau Ministerin, geschätzter Herr Minister, weil man uns ständig sozusagen anpöbelt, ich darf heute vielleicht einmal ausführen, wir haben das auch eine breite Diskussion bereits im Ausschuss gehabt, dass, und da möge mir die Präsidentin verzeihen, dass wir an Dummheit und Ignoranz dieses Antrages fast nichts mehr zu überbieten haben. Und ich möchte es auch begründen, warum Dummheit und Ignoranz, nämlich einerseits einmal in formeller Hinsicht, und das hat es wahrscheinlich in diesem Haus noch nie oder nicht sehr oft gegeben, dass man ein Sozialthema herangezogen hat, das es in den Wirtschaftsausschuss zugewiesen hat, weil man um 60 Euro pro Monat die Lebenserhaltungskosten bzw. die Bezuschussung für Sozialhilfeempfänger, für Sozialhilfeempfänger und 60 Euro für Kinder verabschieden möchte und beschließen möchte. Das ist einmal erstens das, dass das sozusagen in einer Husch-Pfusch-Aktion durchgezogen worden ist. Und zwar, warum? Die formelle Durchführung der Mindestsicherung, da sind wir in diesem Haus gesessen und deswegen braucht die ÖVP gar nicht so laut schreien, war ja bis auch vor ein paar Jahren noch darauf angewiesen, dass die Länder im Grunde genommen die Herren der Sozialhilfegesetze gewesen sind. Dann sind wir hergegangen in dieser Regierung, gemeinsam mit der ÖVP, und haben ein Grundsatzgesetz gemacht, damit die überhaupt einmal gleichgestellt werden. Weil es hat ja von Wien bis nach Vorarlberg unterschiedliche Sozialhilferegelungen gegeben und keiner hat sich daran gehalten. Und jetzt machen Sie aber den gleichen Fehler wieder. Sie beschließen heute hier eine gesetzliche Regelung mit 60 Euro Zuschuss für die Ärmsten der Armen, aber haben, und wenn ich jetzt quasi den Zahlen der Obfrau der NEOS oder auch den Zahlen der einzelnen Abgeordneten der SPÖ zuhören möchte und bleibe bei 350.000 bis 370.000 Kindern stehen, die in der sozialen Armut sind,
dann sind das nicht alle Sozialhilfeempfänger. Und das ist der denkfalsche Ansatz, liebe Frau Barbara Nesler, den Sie jetzt wählen, weil 353.000 Sozialhilfeempfänger gibt es nicht. Und das müssen Sie einmal richtigstellen. Und das, selbst das, der Herr Minister hat das falsch jetzt zum Ausdruck gebracht. Und das Einzige, was in diesem Bereich ist, und das ist immer die Herdprämie, das fällt Ihnen so in Ihren Bobo-Stil alternativ dann ein, dass halt die FPÖ diese böse Partei ist, die einfach nur einen einfachen Gedanken gesponnen hat. Nämlich, was Sie in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, gemeinsam mit der Sozialdemokratie, Sie haben die Familien entzweit. Und die Familien haben heute nicht mehr die Möglichkeit, im Grunde genommen zu Hause ihre eigenen Kinder zu versorgen. Und das ist eine ideologische Barriere, die wir zwei am Tag und in unserem gesamten Leben niemals überbrücken werden, weil das der Ansatz ist von jeder Kernaufgabe eines Staates, nämlich die Familie zu schützen und die Kinder letztendlich zu Hause groß werden zu lassen und sie nicht in sozialistischer Manier nach dem zweiten Lebensjahr hinein in irgendeine Kita zu stecken. Sie brauchen sich gar nicht so aufregen, weil im Grunde genommen haben Sie selbst diese Politik selbst verschuldet. Und dann möchte ich Ihnen noch was geben. Die Kitas und die Kindergärten sind Landeskompetenz und sind Gemeindekompetenz. Und jeder, der in Kärnten oder in Vorarlberg oder in Tirol eine Kita beantragt, kriegt eine Ablehnung, weil jedes Land restriktiv handelt, weil sie keinen Ausgleich zwischen den Gemeinden und den Ländern über die Ausgleichszahlung der Kita schaffen. Das haben sie bis zum heutigen Tag nicht zusammengebracht. Sie loben sich immer, über den Finanzausgleich zu sprechen, mit dem Herrn Bundesfinanzminister, mit den Ländern und mit den Gemeinden. Aber wenn Sie schon wirklich so ehrlich sein und reden wollen darüber, dass man eine Kita und eine Versorgungseinrichtung mit bedarfsorientierter Entwicklung sichern will, dann fangen Sie beim Finanzausgleich an und schauen Sie, dass Sie Ihr Geld für die Gemeinden kriegen und schauen Sie, dass Sie Ihr Geld für Ihre Länder kriegen. Und das Schlimmste daran an diesem Gesetz heute, was wir unterstützen werden sogar, weil wir dafür da sind, dass wir auch den sozial Schwächsten der Schwächen diese Unterstützung zuteil werden lassen, aber was Sie nicht verstanden haben, Sie höhlen den Mittelstand tagtäglich aus. Tagtäglich höhlen Sie es aus und Sie sind der Vorreiter der Grünen, die diesen Mittelstand kaputt machen. Sie haben die Energiepreise, haben Sie einen Dreck unternommen in den letzten 3 bis 4 Monate, wo sie uns geschützt hätten. Sie sind hergegangen, Sie haben mit Ihrer Ministerin verschiedene Optionsverträge abgeschlossen, wo Sie heute auf 2 Milliarden Euro sitzen für Gas. Wenn Sie es realisieren in Buchwerten Geld, dann haben Sie einen effektiven Verlust. Sie haben es nicht geschafft, die Lebensmittelpreise herunterzudrücken und wir sind noch immer auf 8,8% im Gegensatz zu der durchschnittlichen Quote der Lebensmittelerhaltung bzw. Inflation von 6,1%. Sie haben es nicht geschafft, die Benzin- und die Gaspreise herunterzubringen, allein wie es andere Bundesländer oder andere Länder vorgezeigt haben. Und alles in allem haben Sie letztendlich heute mit diesem Gesetz zwar die Sozialärmsten unterstützt, aber Sie haben den Mittelstand getötet. Danke. Zwar würde man die Sozialärmsten unterstützen, aber eben den Mittelstand effektiv aushöhlen, so lautet die Kritik hier von Christian Rager von der FPÖ. Am Wort ist jetzt der Familiensprecher der NEOS, Michael Bernhard. Werte Zuseherinnen und Zuseher, die Debatte verdeckt einen wesentlichen Punkt und ich möchte ihn schon einmal in den Vordergrund stellen. Wir sind als NEOS 2013 in dieses Haus eingezogen mit dem Versprechen, dass wir allen Kindern in diesem Land die Flügel heben wollen. Das ist damals ein bisschen belächelt worden, aber wir haben dort, wo wir Verantwortung übernommen haben, sowohl in Salzburg und jetzt auch in Wien, tatsächlich dafür gesorgt, dass die Flügel ein Stück weit freier fliegen können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und darauf bin ich sehr stolz. Wenn die ÖVP da flapsig rauskommt und dann irgendwelche Gebührenerhöhungen zu Wasser oder Bestattung hervorkramt, und ich dann von der Frau Ministerin, die ja nur Gast in diesem Haus ist, muss man ehrlicherweise auch sagen, sonst könnte man auch all die Unwahrheiten, die manchmal behauptet werden, berichtigen von Regierungsmitgliedern. Wenn da Behauptungen aufgestellt werden, was man alles machen muss in der Kinderbetreuung, in der Steuerlast senken, bei der Inflationsbekämpfung, dann müsste man ja schon fast sagen, hoffentlich kommt die ÖVP bald mal in die Regierung, damit sowas stattfinden kann. Ne? Weil sie haben über Jahrzehnte und auch Sie, Frau Ministerin, in Ihrer Amtszeit all diese Dinge nicht beseitigen können, auch nicht einmal im Ansatz beseitigen können, weil die Armutsgefährdung ist bei den Kindern, seit wir 2013 eingezogen sind, nicht gesunken. Und die ÖVP war die ganze Zeit in der Regierung, muss man schon ganz klar sagen. Applaus Österreich
ist bei Familienleistungen wirklich gut, wenn es darum geht, viel Geld auszuschütten. Österreich ist aber wahnsinnig schlecht dabei, dass man dafür sorgt, dass das Geld auch wirklich bei den Kindern ankommt. Und deswegen wollen wir als NEOS österreichweit in allen Kinderbildungseinrichtungen und natürlich überall dort, wo es einen Ganztagsbetrieb gibt, ein kostenloses, warmes, gesundes Mittagessen haben. Und das könnte diese Regierung sofort, wenn sie wollte, umsetzen. Das wäre treffsicher. Was es braucht, damit Menschen, und das ist ganz wichtig, damit Mütter und Väter aus ihrer eigenen Kraft gut für ihre Kinder sorgen können, sind gute Rahmenbedingungen. Das, was die ÖVP in den letzten Jahrzehnten gemacht hat und wo die Grünen jetzt gerade ein Stück weit mithelfen, ist, Familien in einer Form gefangen halten, wo sie selbst sich schwer befreien können. Eine hohe Steuerlast, wo sich eine Vollzeittätigkeit nicht so auswirkt, dass ich meine Kinder gut durchbringen kann. Eine hohe Inflation, die durch die Maßnahmen, die Sie gerade ganz stolz verkündet haben, Frau Ministerin, weiter angefeuert wird, wo das Wohnen weiter teurer wird, wo die Lebensmittel weiter teurer werden, wo die Energiekosten nicht im Griff sind. Das sind alles Dinge, die diese Regierung leider vollkommen verhaut hat, wo jetzt die Familien darunter leiden. Was unser Bild als NEOS ist, und das ist ganz klar, wir wollen Rahmenbedingungen, wo man in einer Vollzeittätigkeit als Familie, als Mutter und Vater wirklich all diese Dinge auch finanzieren kann. Und die ÖVP hat es über Jahrzehnte verhaut und die Grünen helfen da gerade furchtbar mit. Und mit uns NEOS wird es das nicht geben. So, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, ich werde jetzt in wenigen Minuten den Vorsitz übergeben. Und deshalb erlauben Sie mir noch kurz, nämlich als größtmöglicher auch Transparenz in der Sitzungsführung, Sie darauf hinzuweisen, dass der Einwand des Herrn Abgeordneten Wurm während der Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2, was seinen Entschließungsantrag betrifft, ein berechtigter war. Irrtümlich wurde der Entschließungsantrag des Abgeordneten Wurm zum Thema Recht auf Grundversorgung bei Energielieferanten in Österreich im Zusammenhang mit dem Tagesordnungspunkt 1 anstelle des Tagesordnungspunktes 2 zur Abstimmung gebracht. Und nach Auskunft der Parlamentsdirektion hat dies jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Gültigkeit des Beschlusses. Mir war es der Transparenz größtmöglicher Transparenz aber wichtig, Sie darauf hinzuweisen und auch zu sagen, dass der Abgeordnete Wurm bei seinem Einwand kurz auch recht hatte. Und wir fahren in der Tagesordnung fort. Frau Abgeordnete Johanna Jack, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Minister, werte Zuseherinnen und Zuseher, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber insbesondere lieber Kollege Schetti, lieber Yannick. Deine Rede war Beweis dafür, dass du während der Sitzung vielleicht ein bisschen zu viel auf TikTok unterwegs bist. Ich habe dir den Antrag, um den es heute geht, mitgebracht in ausgedruckter Form. Vielleicht brauchst du ihn noch, er hat die Nummer 3430 aus A. Und ich möchte ihn dir dann nach meiner Rede überreichen, damit auch du weißt, worum es heute geht und worüber wir gerade sprechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist der Internationale Kindertag. Und ich bin froh, dass ich bei all den unterschiedlichen Zugängen hier herinnen trotzdem eines in der Debatte außer Streit stellen kann. Kinder sind unsere Zukunft und wir möchten alle, dass unsere Kinder sorgenfrei aufwachsen können. Das ist in Zeiten von Krieg, Pandemie, Teuerung natürlich schwierig. Und das bedarf unserer tagtäglichen harten Leistung, hier entgegenzuwirken. Und die sind wir auch wirklich gewillt zu erbringen. Wir können froh sein, dass wir in Österreich leben, weil unsere Familienleistungen sind im europäischen Vergleich top. Unser soziales Netz ist ganz dick, ganz fest gestrickt. Und ja, trotzdem gibt es leider immer noch Menschen, die durch manche Maschen hindurchfallen. Und wir können es natürlich alle nicht tolerieren, wenn es gerade Kinder sind, die durch diese Maschen hindurchrutschen. Und deshalb haben wir auch ein neues Maßnahmenpaket präsentiert, die den Schwächsten, den Familien mit ganz geringen Einkommen unter die Arme greifen wird. Die Frau Ministerin und der Herr Minister haben die Maßnahmen vorgestellt. Familien mit Kindern, die Notstandshilfe, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beziehen, bekommen jetzt zukünftig 60 Euro pro Kind. Das gilt auch für Alleinverdienerinnen, alleinverdienende Eltern,
alleinerziehende Eltern, pardon, wenn sie nicht mehr als 2.000 Euro brutto im Monat beziehen, und auch Sozialhilfebezieher erhalten zusätzlich noch einmal 60 Euro pro Monat. Das alles wird automatisiert, also ohne Antrag ausbezahlt. Und das Schulstartpaket wird von 120 auf 150 Euro verdoppelt und zweimal im Jahr ausbezahlt. Das sind auch nochmal in Summe 180 Euro mehr. Und jetzt weiß ich schon, dass Lob gerade in der Politik kein Kriterium ist, aber für diese Maßnahmen, weil sie eben so zielgerichtet sind, haben wir Lob bekommen von Wirtschaftsforschern, auch von den NGOs und auch vom Rechnungshof. Und sehr geehrte Damen und Herren, man bemerkt aktuell, dass die FPÖ nicht beschäftigt ist. Der Kollege Schrangel kommt seit Monaten immer wieder mit demselben vermeintlichen Thema daher, das wirklich kein Thema ist. Und die SPÖ ist total mit sich selbst beschäftigt. Und das verstehe ich ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, dass ihr euer Chaos gerne zudecken möchtet und da heute händeringend versucht, die Aufmerksamkeit von euch wegzulenken. Aber das gelingt euch heute einfach nicht. Denn während ihr hier drinnen sitzt und die Regierungsarbeit kritisiert, sitzt euer Parteifreund oder Feind, man weiß ja nicht, wie das wirklich heißt, bei euch heißt das einfach Genosse, sitzt der Genosse Ludwig ein Haus weiter. Und was macht der? Der erhöht die Gebühren konstant. Er lässt die Wiener Energie machen, was sie will. Er erhöht jetzt auch noch die Kostenbeiträge gemeinsam mit dem neotransparenten Stadtrat Wiederkehr in den Schulen um 270 Euro pro Jahr. Das sind wirklich 10% mehr für Essensbeiträge pro Kind. Und Sie lehnen hier 60 Euro mehr pro Kind, pro Familie ab. Das versteht wirklich niemand. Also ich würde Ihnen empfehlen, reden Sie in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr miteinander als immer nur übereinander. Und sehr geehrte Damen und Herren, uns als Volkspartei war es bei den Antiteuerungspaketen immer ganz wichtig, dass Familienmaßnahmen im Zentrum stehen. Darum wird es jetzt auch seit 1. Jänner so gehandhabt, dass auch die Familienleistungen indexiert werden, also an die Inflation angepasst werden. Das heißt, wenn die Preise steigen, steigen auch automatisch jährlich die Familienleistungen wie Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe. Und abschließend möchte ich schon auch noch eines festhalten. Im Vergleich zu 2018 sehen wir glücklicherweise, dass die gesamte Armutsgefährdung sinkt, also niedriger ist als 2018. Und das ist auch gut so. Aber ja, natürlich gibt es immer noch Menschen, denen wir es unter die Arme greifen müssen. Und das tun wir. Deshalb haben wir auch den Antrag eingebracht. Denn wer schnell hilft, hilft doppelt. Am Wort ist der Abgeordnete Maximilian Lercher. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Nicht einen Namen wissen, das die replizieren. Nicht? Geschätzter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Regierungsmitglieder, liebe Kollegin, einen Fakt am Beginn. Die Stadt Wien greift überall dort ein, wo ihr versagt, weil sie ein soziales Gewissen hat. Weil sie ein soziales Gewissen hat. Sie macht dort gut, wo die Bundesregierung nicht bereit ist zu handeln. Und das ist ein Fakt, über den können wir diskutieren. 368.000 Kinder und Jugendliche in diesem Land sind armutsgefährdet. Das ist eine Schande für Österreich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ihr seid aus ideologischen Gründen noch immer nicht bereit, in den Markt einzugreifen. Aus ideologischen Gründen, obwohl es die Mittelschicht, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer es sich so dringend wünschen und es würde ihnen auch gut tun. Ihr seid aus ideologischen Gründen nicht bereit. Schämen Sie sich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eure Antwort für die Kinder in diesem Land, eure Antwort für die Kinder in diesem Land sind 2 Euro am Tag. 2 Euro am Tag. Nicht einmal das Brot geht sich damit aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist eure Antwort auf die Familien, die armutsgefährdet sind. Schämen Sie sich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist kein Paket. Zu 4/5 ist es eine Ankündigung, kein Paket. Es ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Und dafür brauchen Sie sich in diesem Haus keinen Dank erwarten.
Das ist die Pflicht, dass irgendetwas getan wird. Das, was Sie tun, ist zu wenig. Schall und Rauch im wahrsten Sinne des Wortes. Die Regierung hat im Programm festgehalten, die Armut und Kinderarmut zu halbieren. Fakt ist, seit dem Antritt von Sebastian Kurz ist sie um 30% gestiegen. Das ist keine Bilanz. Das ist Versagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber für die Körperschaftssteuer, da haben wir die Milliarden. Bei der Körperschaftssteuer, da haben wir die Milliarden. Aber wenn es um die armutsgefährdeten Familien geht, hat man von der ÖVP nichts zu erwarten. Drei Schritte haben wir vorgeschlagen. Erster Schritt, Kindergrundsicherung. Zweiter Schritt, Rechtsanspruch auf Kinderbildung und Betreuung. Dritter Schritt, ein warmes Essen für alle Kinder in diesem Land jeden Tag. Und der vierte Schritt, der wurde noch nicht erwähnt, aber ich sage es Ihnen, die effektivste Maßnahme in diesem Land, um der Teuerung entgegenzuwirken und die Inflation zu bekämpfen, wäre die ÖVP in Opposition zu schicken. Vielen Dank. Am Wort ist der Verabredete Assis Lössler. Ich darf Ihnen nur mitteilen, dass die Restredezeit der Fraktion 4 Minuten beträgt. Bitte, Frau Abgeordnete. Präsident, geschätzte Damen und Herren, geschätzter Herr Bundesminister, ich darf auch, Frau Bundesministerin, ich darf auch die Zuseherinnen und Zuseher begrüßen und unter anderem eine Gruppe des politischen Lehrgangs des Fach der Fachhochschule Campus Wien. Herzlich willkommen. Der ein Tagesordnungspunkt ist noch nicht erwähnt worden im Zusammenhang mit der Unterstützung von gestiegenen Lebenshaltungskosten, und das ist die Unterstützung der gemeinnützigen und kostenlosen Weitergabe von Lebensmitteln. Es geht hier um das Thema, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Zwei Ziele dieser Bestimmung: Lebensmittel retten, das ist ein Anliegen, 800.000 Tonnen jährlich werden an Lebensmitteln, vermeidbaren Lebensmittelabfällen, weggeworfen. Und die Frage ist, wie man diese Lebensmittel im Sinne retten und weiterverwenden kann. Das zweite Ziel, und das ist genau der Tagesordnungspunkt, wie man Familien, Haushalten mit niedrigeren Einkommen genau jetzt auch hier und wie man sie unterstützen kann, indem man genusstaugliche, tadellose Lebensmittel, die sonst in den Abfall landen, tatsächlich über die gemeinnützigen Organisationen, Tafel- und Sozialmärkte verfügbar machen kann. Dafür werden genau in diesem Paket 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, davon 8 Millionen für die strukturelle Verbesserung der Logistik. Da geht es zum Beispiel um Verbesserungen bei der Annahme des Transportes, Erhalten der Kühlkette, Kühlzellen, Zwischenlagerung, genau bei diesen Organisationen, die dann die Lebensmittel entsprechend weitergeben können. Da geht es also auch um ganz einfach logistische Verbesserungen. Es geht aber auch um Ankauf von Lebensmitteln, denn tatsächlich bleiben oft in der Landwirtschaft bestimmte Mengen übrig. Es gibt Abnahmelücken und es gibt auch Kommissionswaren, die wieder zurückgehen. Und genau hier könnte man ansetzen und diese Mengen den Konsumentinnen und Konsumenten zur Verfügung stellen. Der zweite Punkt sind 2 Millionen Euro, um eine digitale Vermittlungsplattform aufzubauen. Vielfach sind Mengen verfügbar, die aber wo nicht bekannt ist, wo man Nachfrage und Angebot entsprechend vernetzen kann. Das heißt, von der Produktion, Landwirtinnen, Landwirte, über den Handel und bis hin zu den gemeinnützigen Organisationen, um sie dabei zu unterstützen, die Mengen schnell und entsprechend auch unter Einhaltung der Haltbarkeitsbedingungen gut verteilen zu können. Ein wichtiger Teil, diese Information aufzubauen. Und genau da setzt auch an, was wir letzte Woche beschlossen haben. Kennen wir die Daten an Abfällen, die zum Beispiel aus dem Handel, Lebensmittel, die noch genusstauglich sind oder in den Abfall wandern, kennen wir diese Mengen? Und da ist jetzt letzte Woche beschlossen worden, dass diese Daten vom Handel zu melden sind. Das heißt, die Datengrundlage zu verbessern, ist genau die Schnittstelle, die wir noch brauchen, um entsprechend diese Mengen besser verplanen zu können und über die digitale Plattform verteilen zu können. Das Ziel, Lebensmittel zu retten, bedeutet 1.500 Kilo, 1,5 Tonnen Lebensmittel, genusstaugliche Lebensmittel fallen jede Minute in Österreich an. Und das lohnt sich doch, die gut zu verteilen. Nächster Redner ist der Abgeordnete Christoph Zahn. Von den Grünen war das Astrid Rössler.
Vorerst vorletzter Redner ist jetzt von der ÖVP Christoph Zaritz. Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, für uns ist eines klar, wir wollen heute hier Maßnahmen setzen, mit dem Ziel, den Menschen, die unsere Hilfe brauchen, auch zu unterstützen. Und bei manchen Rednern, vor allem der SPÖ, kommt mir schon vor, dass sie bei wichtigen Entscheidungen in den letzten Monaten auch nicht hier waren. Und ich bitte vor allem die Sozialistische Partei und vor allem die Abgeordneten der Sozialistischen Partei, endlich auch mit diesen Unwahrheiten aufzuhören, mit diesen Halbwahrheiten, was ihr versucht, die Halbwahrheiten zu verbreiten und hofft darauf, dass die Menschen die falsche Hälfte auch der Wahrheit glauben. In Max Lercher seine Rede ist eigentlich nur somit zusammenfassend, dass es nicht heißt, Lügen haben kurze Beine, sondern Lügen haben rote Beine, weil alles, was du heute hier erwähnt hast, ist schlicht und einfach erlogen. Wir haben in den letzten Monaten viele Maßnahmen gesetzt, gemeinsam, manche auch mit den Stimmen von anderen Parteien. Aber das Wichtigste war, dass wir in dieser sicherlich nicht einfachen Zeit den Menschen zur Seite gestanden sind. Jenen Menschen zur Seite gestanden sind, die unsere Hilfe auch gebraucht haben. Und vor allem die Opposition, da wird ja immer wieder behauptet, dass es in Österreich kein Sozialsystem gibt. Wir haben ein Sozialsystem in Österreich, das über Jahrzehnte entwickelt wurde. Ein soziales Netz, das gut ausgebaut ist. Und natürlich gibt es Härtefälle in dieser schwierigen Zeit. Und natürlich müssen wir unser Sozialsystem dementsprechend auch adaptieren und an die jetzige Situation anpassen. Das ist doch auch selbstverständlich, meine geschätzten Damen und Herren. Und nur die Maßnahmen, die wir im Jahr 2022 auch hier im Parlament beschlossen hat und die Regierung auch vorgestellt hat. Wir haben den Teuerungsbonus ausbezahlt, 500 Euro, 250 Euro pro Kind. Wir haben eine zusätzliche Familienbeihilfe ausbezahlt, 180 Euro auch im September. Wir haben den Familienbonus Plus auf 2000 Euro erhöht. Wir haben im Jahr 2023, und da möchte ich die Neos ansprechen, vor allem den Kollegen Bernhard, wir haben die kalte Progression abgeschafft, der Feind des Mittelstandes. Wir haben die Steuertarifsenkung gemacht, 25% auf 20%, von 42% auf 40%, 35% auf 30%. Wir haben so viele Maßnahmen hier umgesetzt, vor allem jetzt in der Krise, um den Faktor Arbeit natürlich auch zu entlasten. Und vor allem haben wir eines gemacht, wir haben auch eine Garantie abgegeben seitens der Regierungsfraktionen und vor allem auch der Bundesregierung mit Karl Nehammer der Spitze, dass wir die Bundesabgaben einfrieren und nicht erhöhen. Und das würde ich mir schon von manchen Ländern auch wünschen, vor allem von manchen Ländern wünschen, die sozialdemokratisch auch regiert werden und wo die Sozialdemokratie auch Hauptverantwortung trägt. Es ist Wien heute angesprochen, ja, und ich kann euch das nicht ersparen. Die Abgaben in Wien werden erhöht. Es wird im Kindergarten das Essen erhöht. Und das geht einfach nicht in der jetzigen Situation. Wir müssen jene Menschen unterstützen, die unsere Hilfe auch brauchen. Und das sind vor allem Familien. Und wir haben heute hier ein Paket zum Beschließen im ersten Teil. Das zweite Paket wurde dementsprechend auch eingebracht, wo wir Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher unterstützen. Mit 60 Euro pro Kind bis Ende 2024. Und das sind 1.080 Euro pro Kind, das wir garantieren. Und natürlich, müssen wir auch jene Familien unterstützen, wo die Eltern arbeitslos sind, wo die Eltern Mindestsicherung bekommen oder wo sie Notstand bekommen. Und das garantieren wir auch ebenfalls mit 60 Euro pro Kind bis Ende 2024. Wir stehen jenen Familien, jenen Personen auch zur Seite, die die Hilfe jetzt am dringendsten brauchen. Das garantieren wir. Das Sozialsystem, und das lasse ich mir nicht schlecht machen, ist in Österreich gut ausgebaut. Natürlich müssen wir dementsprechend von Zeit zu Zeit an manchen Schrauben drehen. Das tun wir auch. Wir passen das Sozialsystem jetzt auch an die besonderen Bedingungen und besonderen Ereignisse natürlich auch an. Und ich bin überzeugt davon, dass wir hier auch das Richtige tun. Wien und Burgenland. Hier wird es ja vorgemacht, dass die Abgaben erhöht werden, vor allem bei uns im Burgenland, wo unser verhaltensauffälliger Landeshauptmann Eigentum besteuert. Also wenn jemand Eigentum besteuert, das ist ja nicht mehr sozialistisch, sondern das ist kommunistisch. Und meine geschätzten Damen und Herren, Herr Kollege Kollers, du brauchst nicht zu schreien, ich habe dich mit Abstand am liebsten da. Ja. Und eins sage ich euch schon, Wien. Die Wiener Abgeordneten stellen sich draußen, erhöhen die Abgaben, die burgenländischen Abgaben besteuern Eigentum. Und das geht einfach nicht. Ich bin überzeugt davon,
dass wir strukturelle Änderungen brauchen. Die haben wir auch schon umgesetzt, im Steuerbereich den Faktor Arbeit entlastet. Wir brauchen punktuelle Maßnahmen, die wir auch gesetzt haben im Jahr 2022 mit Direktzahlungen. Wir haben auch eine Pensionserhöhung, die höher ausgefallen ist als in den Jahren zuvor. Vor allem im unteren Bereich die Ausgleichszulage mit 10,2%. Wir setzen die Maßnahmen um, die jetzt wichtig sind, meine geschätzten Damen und Herren, und lassen Sie sich von der Opposition nicht solche Unsinnigkeiten auch erzählen. Wir arbeiten für die Menschen in diesem Land, wir entlasten die Menschen und stehen jenen Menschen auch zur Seite, die jetzt unsere Hilfe brauchen. Das sind die Familien mit Kindern, das sind die Familien auch mit geringen Einkommen. Wir lassen niemanden im Stich. Jeder, der in Österreich Hilfe braucht, bekommt von dieser Bundesregierung auch die Hilfe, die ihm natürlich auch zusteht. Und meine geschätzten Damen und Herren, danke, ich war jetzt der letzte Redner. Danke für die Aufmerksamkeit. Sie sehen das. Also wir haben gut wieder wie eingemeldet, gut passt. Sie sehen, diese Bundesregierung hilft den Menschen hier in Österreich. Wir stehen zu unserem Wort, dass wir in dieser schwierigen Situation den Menschen auch zur Seite stehen. Christoph Zaritz von der ÖVP war das, der hier selbst dachte, der letzte Redner zu sein. Er sagt, punktuelle, treffsichere Maßnahmen wären jetzt, also die richtigen Maßnahmen. Als letzte Rednerin ist jetzt Pia Philippa Strache gemeldet. Am Wort ist nun die Frau Abgeordnete Pia Philippa Strache. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sehr geehrter Herr Minister. Eine erneute, dringend notwendige Sondersitzung hier im Hohen Haus und die Debatte, die war jetzt lang schwierig, darf sie auch sein bei diesem Thema. Und Zweck dieser Sondersitzung, es ist heute schon gesagt worden, ist die Bekämpfung der Kinderarmut. Und das klingt im ersten Moment sehr, sehr vielversprechend. Denn auch diese Krise ist erneut eine Ausnahmesituation für sehr viele Menschen in diesem Land. Und viele Menschen sind am Ende ihrer Kräfte. Und besonders hart trifft es diesmal eben auch jene, die sich nicht selbst helfen können, nämlich Kinder und Jugendliche. Bei dem Thema Kinderarmut hat auch die hohe Inflation eine zusätzliche schwerwiegende Verstärkung gebracht. Und hier gilt es gegenzusteuern. Auch die Europäische Union hat das längst erkannt. Bloß Österreichs Regierung sieht da eher weniger Handlungsbedarf. Und so kommt es, dass Österreich seinen Beitrag zu einem nationalen Aktionsplan gegen Kinderarmut noch immer nicht erbracht hat. Gut, jetzt kann man sagen, das ist ein Zusammenspiel aus drei Ministerien und die Koalition muss sich auch irgendwie einig werden. Da darf ein bisschen Verzögerung, kann da vorkommen, aber eben über ein Jahr immer noch nichts, einfach nichts. Jetzt in der Zeit, das ist eine schwache Leistung. Dabei wäre diese EU-Initiative gerade jetzt so wichtig. Und ich gebe zu, ganz kurz habe ich die Hoffnung gehabt, dass Anlass dieser Sondersitzung neben all dem anderen heute zusätzlich noch der Aktionsplan vielleicht vorgestellt wird oder zumindest neu in Aussicht gestellt wird, aber wieder nichts. Ja? Dabei geht es bei diesem Aktionsplan der EU um nichts Geringeres als bedürftige Kinder und Jugendliche wirksam und kostenlos hochwertig Zugang zu 6 Dienstleistungsbereichen zu garantieren. Frühkindliche Betreuung und Bildung und Erziehung, Zugang zu Bildungsangeboten, schulbezogene Aktivitäten, mindestens eine gesunde Mahlzeit pro Schultag, bestmögliche Gesundheitsversorgung, effektiver Zugang von Kindern in Not zu insgesamt gesunder Ernährung und angemessener Wohnraum. Wir müssen den Kreislauf der Kinderarmut und der sozialen Ausgrenzung generationenübergreifend durchbrechen, heißt es dazu von Seiten der EU. Ich will das jetzt hier aufteilen in drei Bereiche. Bildung, Gesundheit und Wohnen. Bildung ist nun mal der stärkste Hebel gegen Kinderarmut. Aber Bildung beginnt eben schon im Elementarbereich, sprich im Kindergarten. Und schon da beginnen die ersten Probleme, denn es fehlt an Plätzen. Und das ist besonders für alleinerziehende Mütter dann blanker Hohn und wirklich, wirklich nett, wenn man dann von niemand Geringerem als der zuständigen Familienministerin diese Standardphrase ins Gesicht geschmissen bekommt, jetzt wieder, weil sie hat es auch schon in einem Interview gemacht. Und es ist halt wirklich schon eine Standardphrase, weil es von jedem irgendwann einmal kommt. In diesem Bereich finde ich es halt besonders schmerzlich. Auf den Faktor Arbeit darf man in der Debatte nicht vergessen, denn das beste Mittel gegen Armut ist und bleibt die Erwerbstätigkeit. Ja,
Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für erwerbstätige Mütter, die halt keine Möglichkeit haben, ihr Kind in eine Betreuung zu geben und somit in der Teilzeitfalle landen und so weiter. Ja? Was bedeutet Armut für ein Kind? Früh zu merken, dass man eben nicht mithalten kann, dass man sozial ausgegrenzt wird, dass es keine Feier zum Geburtstag gibt, dass es keine Freizeitaktivität gibt, dass man nicht Mitglied in einem Sportverein werden kann, dass es nicht die Ernährung gibt, die ein Kind eigentlich braucht. Ja? Dass Kinder sich nicht nur sozial ausgegrenzt fühlen, sondern es de facto auch sind. Und da fehlt mir der Generalplan Bildung. Und wo auch immer sie verloren gegangen ist, die Bildungsmilliarde, auch die müsste jetzt wieder neu belebt werden oder wieder neu verteilt werden. Denn die Bildungskapazität ist ausgereizt, die ist an einem Maximum. Und ein Sidefact, rund 20% der Kinder in Österreich kommen ohne Frühstück in die Schule. Und spätestens seit der Pandemie sollte jeder wissen, dass die meisten Kinder oder jedes fünfte Kind in diesem Land sein einziges warmes Essen in der Schule bekommen hat. Ja, und ebenfalls ein ganz besonders heikles Thema ist das Gesundheitswesen im Bereich der Kinder und Jugendliche. Und auch hier gibt es sehr viel zu sagen, aber ich möchte mich einmal mehr auf den psychologischen Aspekt konzentrieren. Sowohl Kinder als auch Jugendliche geraten immer mehr an ihre psychischen Grenzen und können sich keine Hilfe holen, weil sie a. nicht wissen, wo und b. nicht wissen, wie sie die bezahlen soll. Mütter und Väter werden abgewiesen und müssen mit sehr viel Geduld warten darauf, dass ihrem Kind geholfen werden kann. Und neben der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche durchschnittlich 5 Monate auf einen Therapiebeginn warten müssen, müssen 43% der Einrichtungen überhaupt aus Kapazitätsgründen Kinder abweisen. Beispielsweise bei der so wichtigen Versorgung von Kindern mit Autismusstörung gibt es Wartezeiten von 1 bis 1,5 Jahren. Hier ist man dann auch teilweise dazu gezwungen, Patienten nicht mehr aufzunehmen. In den Spitälern wird regelmäßig kritisiert Gangbetten. In vielen Bereichen, die Kinder betreffen, gibt es überhaupt keine Chance auf ein Bett. Da werden Kinder abgewiesen, wenn man als Elternteil nicht die Möglichkeit hat, privat zuzuzahlen. Die Chance, hier zeitgemäß zu regieren, die wäre gestern gewesen. Ja? Und auch der Ausbau der schulpsychologischen Betreuung. Den Schlusssatz bitte. Ja, der Schlüssel ist jetzt, auf 6.100 Kinder kommt ein Psychologe. Das ist der Ist-Zustand, der schlecht ist. Das Thema Wohnen. Schlusssatz. Ja, machen wir Schlusssatz. Jetzt zu den viel gepriesenen 60. Frau Abgeordnete, ich habe ganz viel Zeit wirklich drüber gegeben. Bitte den Schlusssatz, bitte. Das ist ein Schlusssatz, der ist voll ein ganzer Satz mit Punkten. Zu den viel gepriesenen 60 Euro pro Kind. Das ist, die Teuerung macht Mehrkosten im Monat von 150 bis 170 Euro. Das heißt, Frau Abgeordnete, ich will wirklich nicht unhöflich sein, aber nein, es tut mir leid, aber das war ja schon der 5. Schlusssatz. Jetzt noch einen Satz, dann muss wirklich Schluss sein. Bitte. Ja, dann ist Schluss. Nein, aber die Mehrkosten machen 150 bis 170 Euro im Monat mehr aus. Daher ist es ein Nullsummenspiel. Es ist nicht mal mehr ein Nullsummenspiel. Es tut mir leid, ich muss Ihnen das leider das Wort entziehen, Frau Abgeordnete. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid, bitte. So, zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2052 der Beilagen. Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist die Mehrheit der Gesetzentwurf, ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Philipp Schrangel, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Mietenstopp statt ÖVP-Klientelpolitik für Vermieter. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Petra Wimmer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Bekämpfung von Kinderarmut. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Janik Schetti, Kolleginnen und Kollegen, betreffend den Kindern helfen, die es wirklich brauchen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung.
Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Christian Oksanitsch, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Mietenstopp jetzt. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Die Tagesordnung ist erschöpft. Es liegt mir das schriftliche Verlangen von 20 Abgeordneten vor, die vorgesehene Fassung des amtlichen Protokolls hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 1 bis 3 zu verlesen, damit diese Teile mit Schluss der Sitzung als genehmigt gelten. Tagesordnungspunkt 1. Der Gesetzentwurf wird gemäß dem Ausschussantrag in 2050 der Beilagen in zweiter und dritter Lesung angenommen. Tagesordnungspunkt 2. Der Gesetzentwurf wird gemäß dem Ausschussantrag in 2051 der Beilagen in zweiter und dritter Lesung angenommen. Tagesordnungspunkt 3. Der Gesetzentwurf wird gemäß dem Ausschussantrag in 2052 der Beilagen in zweiter und dritter Lesung angenommen. Erheben sich Einwendungen gegen die Fassung oder den Inhalt dieser Teile des amtlichen Protokolls? Das ist nicht der Fall. Diese Teile des amtlichen Protokolls gelten daher gemäß § 51 Absatz 6 der Geschäftsordnung mit Schluss dieser Sitzung als genehmigt. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die Selbstständigenanträge 3430a bis 3435a eingebracht worden sind. Die nächste Sitzung des Nationalrates, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen, wird beruflich für 16.54 Uhr, das ist gleich im Anschluss an diese Sitzung, ein. Die Sitzung ist geschlossen. Die Sitzung ist eröffnet. Verhindert sind die Abgeordneten wie in der 217. Sitzung bekannt gegeben. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Weiters teile ich mit, dass folgende Fristsetzungsanträge vorliegen. Antrag der Abgeordneten Sieber, Koser, Kolleginnen und Kollegen, dem Ausschuss für Familie und Jugend zur Berichterstattung über den Antrag 3430a, eine Frist bis 13. Juni 2023, sowie Antrag der Abgeordneten Kickel, Kolleginnen und Kollegen, dem Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 3066a, eine Frist bis 2. Juni 2023 zu setzen. Die gegenständlichen Anträge werden gemäß der Geschäftsordnung nach Beendigung der Verhandlungen in dieser Sitzung, also sogleich, zur Abstimmung gebracht werden. Wir kommen daher zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Sieber, Koser, Kolleginnen und Kollegen, dem Ausschuss für Familien und Jugend zur Berichterstattung über den Antrag 3430a, eine Frist bis 13. Juni 2023 zu setzen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Fristsetzungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Kickel, Kolleginnen und Kollegen, dem Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 3066a, eine Frist bis 2. Juni 2023 zu setzen. Ich bitte auch hier jene Damen und Herren, die für den Fristsetzungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Die nächste Sitzung des Nationalrates, die für Mittwoch, den 14. Juni 2023 um 9 Uhr in Aussicht genommen ist, wird auf schriftlichen Wege einberufen werden. Die Sitzung ist geschlossen. Das war sie also, die heutige Sondersitzung des Nationalrates, beantragt durch ÖVP und Grüne. Drei Gesetzespakete wurden beschlossen. Das Energieeffizienzgesetz nach einer EU-Vorlage, die es bereits seit 2018 gibt. Nun wurde es dringend, nachdem Österreich Strafzahlungen gedroht haben. Beschlossen wurden auch Förderungen für stromintensive Unternehmen aus dem Bereich der Industrie, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und damit auch Arbeitsplätze zu sichern. Und beschlossen wurden Maßnahmen zur Unterstützung von einkommensschwachen Familien und Haushalten. 60 Euro pro Monat wird es hier befristet für 1,5 Jahre für sozialbedürftige und armutsgefährdete Kinder geben. Zum Schluss vielleicht noch ein Programmhinweis. Um 19.20 Uhr sehen Sie, wie werktäglich, fast jeden Tag, sehen Sie hier in ORF 3 aktuell aktuelle Nachrichten in ORF 3 aktuell am Abend. Und um 21 Uhr geht es heute im Politik Live um die Frage, wie aus Parteifreunden Feinde werden. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Schönen Nachmittag noch. Auf Wiedersehen.